Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zur offiziellen, lang ersehnten Folge 76. Heute endlich offiziell. Nachdem wir das nun, ich glaube, 3 Sendungen versucht haben oder ich versucht habe, sind wir jetzt endlich hier angekommen. Und wir haben heute quasi eine Sondersendung, weil der junge Mann, der hier mit anwesend ist, irgendwie nie anders Zeit gefunden hat. Nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Warum ist das heute geworden? Das ist heute geworden, weil wir unbedingt im September das noch machen wollten. Ah, stimmt. Es ist ja irgendwas Besonderes bei irgendeiner Firma. Ich weiß gar nicht, bei welcher. Christoph, vielleicht kannst du uns da was erzählen. Ich habe gedacht, dass wir mit diesem im Ankündigungsvideo mit 9.9. GOG mit dieser genialen Grafik, dass das der ganze Grund war. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, dass du mich, Nils, mal vor Wochen, vielen, vielen Wochen, hast du mich mal gefragt, ob exakt der 9.9. möglich ist bei mir. Deshalb, ich habe es nie hinterfragt, aber hier bin ich. War das unsere schlaue Entscheidung wegen dem 9.9.? Ja, ja. Also jetzt nicht in Rück, also jetzt nicht nur deswegen, weil man das so schön drehen kann, wegen GOG, sondern... Hey, Slabby, das war die Vorlage für dich, ne? Was denn? Das war die Vorlage für dich zu sagen, genau deswegen wollte ich das machen. Ja, ja, klar. Ich hatte die Vision. Also, sehr gut. Ich meine, die Animation, die Gelder, die da reingeflossen sind, ja. Blizzard. Hast du noch auf Polnisch erklärt nachher, ne? Ja, richtig, genau. Das war doch die Erklärung, da hast du doch lange drüber geredet, warum 9. Okay. Genau, genau. Also, hat ja jeder verstanden auch. Ich habe es ja extra noch mit Untertiteln untertitelt, damit auch jeder weiß, wovon ich da rede. Ja. Aber das war schon jetzt beleidigend gegen mich persönlich, was du da gesagt hast, oder? Auf jeden Fall. Ja, okay. Gegen euch alle. Nur gegen dich, ne? Ja, nur gegen dich. Okay. Ganz persönlich, ganz spezifisch. Gut. Der Abend startet positiv. Ja gut, Christoph, denn vielleicht magst du dich kurz mal vorstellen für die breite Masse da draußen, die gerade zuguckt. Hi, ich bin Christoph und ich arbeite bei GOG. Kurz und knapp. Das Vorgespräch war schon länger als die Erklärung. Ja, vielleicht dann... Nee, ich bin... Genau, also ich bin bei GOG, der deutschsprachige Ansprechpartner, für alle Themen, für alles, was wir in Deutschland machen. Ich bin jetzt seit 3 Jahren dabei. Bin eigentlich Kölner. Hab dann irgendwann bei meiner alten Firma gedacht, das ist doch nicht mehr das Wahre. Hab gekündigt. Hab bei GOG als Kölner gesagt, auch? Entschuldigung. Okay, das greifen wir noch 2 Kölsch nochmal auf. Das kann ich einen Alt trinken? Ja, gut. Ja, ich weiß schon, warum wir uns auf die Gamescom nicht getroffen haben. Nee, und bin dann zu GOG gegangen, hab gesehen, dass die jemanden suchen für einen deutschsprachigen Raum. Das war Anfang 2015, also so vor 3 Jahren, 3,5 Jahren. War dann kurz in Warschau bei denen, hab da ein wenig mit denen gearbeitet und dann irgendwann in 2017. Bin ich wieder zurück nach Deutschland, bin jetzt gerade in Berlin und arbeite von Berlin aus für die. Und es gibt bei uns so 2 deutschsprachige Ansprechpartner, der Fabian Döhler und ich. Und wir machen so alle deutschsprachigen Themen so von GOG und dann auch so überschneiden, wie zum Beispiel mit Gwent, ne, mit diesem Kartenspiel aus Witcher, was vielleicht manche kennen. Da haben wir dann miteinander zu tun. Oder jetzt gerade mit so einem anderen Spiel, was bald kommt. Das heißt Cyberpunk 2077 und da arbeiten wir auch dran. Was ist das? Ja, ich stelle mich jetzt mal dumm in diesem Internet für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, wer oder was ist GOG, wofür steht das, was macht man da so? Da kauft man Spiele so. Im besten Fall. Im besten Fall geht man da hin und gibt ganz, ganz viel Geld aus und kauft Spiele. Wir sind ein digitaler Spielestore. Also wir sind sowas wie Steam, aber dann noch irgendwie nicht so wie Steam. Also du kannst bei uns auch Spiele, PC-Spiele digital kaufen. Und das ist das, wo wir ähnlich sind wie Steam. Und dann ein paar Sachen machen wir anders. Die sind für die einen wichtiger, für die anderen unwichtiger. Also sowas wie, dass du keinen Client brauchst, wenn du möchtest. Dass du zum Beispiel einfach einen Browser kaufen kannst, runterladen kannst. Dass wenn du zum Beispiel auf Windows bist, kannst du dir einfach eine Exe runterladen, kannst du auf eine externe Festplatte packen und was. Das ist also alles dieses, wenn wir immer reden von, wir reden sehr viel von DRM-frei.
also kopierschutzfrei oder frei von Digital Rights Management, von jeder Form von digitaler Rechteverwaltung ist. Und das bietet dann zum Beispiel sowas wie, du musst nicht online gehen, um ein Spiel zu spielen, und du musst es nicht, musst dich nicht irgendwo verifizieren, du hast keine Kopierschutzabfragen, du hast da kein Denuvo im Hintergrund, was deine CPU-Leistung frisst und so, und kannst es auch einfach auf einen Stick packen, mit zum Freund nehmen und ja. Das machen wir anders als Steam. Aber wir sind schon, der wichtige Unterschied ist halt, wir sind genauso wie wie Steam auch, wir sind ein Laden, wir reden mit Publishern, also mit den Leuten, die die Rechte daran haben, Spiele zu verkaufen. Ne? Also wenn dann der Entwickler A hat das Spiel entwickelt, macht einen Deal mit dem Publisher B, der dann das Spiel für ihn versucht, an die Leute zu bringen. Und mit diesen Publishern reden wir direkt, dass wir die Spiele für die verkaufen dürfen. Dann werden sie so verkauft wie auf Steam. Also wir sind kein E-Reseller, das hört man ja auch immer wieder. Und das sind ja Leute, die verkaufen dann also die Spiele für Stores wie Steam oder wie uns. Und ja, deshalb ist nochmal ein wichtiger Unterschied in dem, wie man arbeitet und ja, wie sich so das Geschäftsmodell aufsetzt. Was hast du vorher in Köln gemacht, wenn ich fragen darf? An Job bzw. Ausbildung studiert? Oder wie bist du jetzt genau dahin gekommen, wo du jetzt gerade bist? Ja, es ist, man muss dafür den sehr einzigartigen und individuellen Studiengang BWL muss man dafür machen. Und dann nee, ich hab nach dem Abi habe ich erstmal bei RTL gearbeitet in Köln. Wenn du in Köln irgendwas mit Medien machst, dann landest du bei RTL. Da habe ich im Online-Bereich gearbeitet. Und da habe ich also erst ein Praktikum gemacht, weil ich nicht so recht wusste, was ich machen will. Irgendwie BWL langweilig, Architektur klingt cool, Jura irgendwie auch super, aber das ist so anstrengend, Medizin auch, und ich wusste so gar nicht. Und habe dann so ein Praktikum gemacht. Und dann meinten die, ob ich nicht so ein duales Studium machen will, dass ich also nach Baden-Württemberg, nach Ravensburg, da unten am Bodensee, dass ich da immer 3 Monate hingehe, da dann halt einen BWL-Studiengang mache und dann wieder 3 Monate zurückkomme, 3 Monate arbeite im Online-Bereich bei denen, dann wieder 3 Monate studiere und so weiter. Und da ich eh nicht so recht wusste, was ich machen will, habe ich das gemacht. Habe dann danach noch 5 Jahre noch gearbeitet. Habe also erst an Online-Seiten gearbeitet, nachher habe ich ein Team geleitet, was die ganzen Online-Seiten aufgesetzt und gemanagt hat. Und dann habe ich mir gedacht, immer wenn ich nach Hause gehe, dann spielst du doch diese Videospiele. Und das wäre doch total cool, irgendwas mit Videospielen zu machen. Und dann, aber dass es nicht so einfach ist, von RTL aus dem Online-Bereich irgendwie beim großen Entwickler oder so anzuklopfen und zu sagen, hier, ich bin euer Mann. Dann waren ja hier so Browser, also ich war jetzt kein großer Browser-Games-Spieler oder Fan, aber das war zumindest dann was möglich ist. Und dann habe ich bei RTL erst vorgeschlagen, dass ich eine Browser-Games-Seite mache. Dann habe ich für RTL so eine Browser-Games-Seite quasi konzipiert und dann umsetzen lassen und so weiter. Und dann wurde eine andere kleine Firma, die mit Browser-Games arbeitet, die haben mich dann angesprochen, ob ich nicht für die arbeiten will. Da bin ich dann dahin. Und dann nach 2 weiteren Jahren habe ich mir gesagt, jetzt arbeitest du mit Browser-Games, aber irgendwie sind das nicht so die Spiele, die du selber spielst und spielen willst. Und ich würde halt gern irgendwas machen mit so richtigen Spielen, wie so JRPGs zum Beispiel. Und dann habe ich gekündigt, ohne was, auch sowas Gutes, was man auch nicht so häufig im Leben macht. Dann bin ich irgendeines Tages ins Büro rein und habe mir gedacht, das ist doch alles nicht das, was du den Rest deines Lebens machen willst. Und dann habe ich gekündigt. Und dann bin ich erstmal, habe ich einen Rucksack gepackt und bin ein bisschen nach Japan gereist, was man so als japanophiler JRPG-Fan natürlich macht und so. Ein bisschen Urlaub gemacht und habe mir überlegt, wofür ich arbeiten will. Und dann habe ich 3 Firmen gehabt, für die ich arbeiten wollte. Und das waren Riot, weil ich auch großer League of Legends-Fan bin. Und Square Enix, weil, spielst dein Einsatz, weil die gute JRPGs machen, genau. Ey, wir haben echt noch ein Hühnchen zu rupfen. Das nächste Mal werden wir uns sehen. Und als drittes bei GOG, weil ich nämlich da jetzt ganz ehrlich auch mit, ich bin ja auch schon was älter und so, und deshalb gerade mit diesem Ansatz, wo GOG ja herkommt, und da komme ich auch gleich nach langer Rede auf deine Anfangsfrage zurück, Markus, habe ich ja gemerkt, so gerade so die ganzen Spiele, die ich halt früher dann gezockt habe, als ich 10 war, 12 war und sonst wie auf meinen ersten PCs,
sind immer eine große Nostalgie, aber manche von denen sind auch immer noch geil, machen immer noch Bock. So bestes Beispiel Siedler 2 zum Beispiel. So, das ist gerade, also es sieht von der Grafik eigentlich aus wie ein Indie, der heutzutage rauskommt mit so Pixel-Optik und so, und das Spiel macht einfach immer noch mega Spaß. Und dann habe ich gedacht, GOG wäre auch eine Firma, für die ich gerne arbeiten wollte. Da habe ich bei allen drei beworben und GOG hat ja gesagt. Also tatsächlich das Hobby oder die Leidenschaft dann zum Beruf gemacht. Also ja, irgendwie hat es ganz gut geklappt dann jetzt schon, so dass ich jetzt doch mit, ne, Spiel, also ich meine, jetzt gerade Gamescom 2018 war jetzt gerade, und über die Gamescom zu laufen mit einem Cyberpunk-Team-Shirt und für Cyberpunk mit Leuten Termine zu machen, darüber zu reden und sich jetzt Gedanken zu machen, also für das Spiel jetzt auftreten zu können und das in Zukunft, in nicht näher definierter Zukunft, damit auch zu überlegen, ne, was macht man marketingmäßig, was macht man mit Influencer, was macht man schon, doch ja, schon eigentlich das, was ich machen wollte, ja. Ja, das macht übrigens sehr gut. Danke. Also für mich zumindest. Ja, denkt man gar nicht von dem Intro, ne? Also unsere erste Begegnung, da warst du nicht so redselig. Bitte? Ich erinnere, wir saßen auf der Terrasse, wir haben eine Stunde lang gequatscht. Ja, meine ich ja, du warst nicht so redselig. Redselig ist doch negativ, oder? Oder nein, nee, du warst sehr redselig. So ist richtig. Okay, Entschuldigung. Danke, du bist der erste Mensch jemals, der mich als nicht redselig bezeichnet. Nee, ich meine schon, so. du warst gut im Fluss. Du warst gut im Fluss. Verzeihung. Wie sieht das eigentlich mit der letzten Woche aus? Wollen wir die Frage noch reinhämmern? Weil wir haben so ein Ritual. Wir eigentlich am Anfang sagen wir, was habt ihr die letzte Woche gemacht? Soll ich? Du kannst anfangen, ja. Was hast du die letzte Woche gemacht? Yakuza Kiwami gespielt. Xenoblade Chronicles X gespielt. Ich war viel krank. Ich hatte eine schlimme... Nach der Gamescom wird man ja traditionell krank. Das muss man ja sein. Ich habe die letzten Jahre den Trick gemacht, direkt nach der Gamescom einen großen Jahresurlaub zu nehmen. Dann so 3 Wochen halt so das große Verreisen. Und dann habe ich es geschafft, als ich so die ersten paar Tage von Urlaub krank war, aber dann so mit Urlaubsfeeling und so ging es dann und so, und dann hat man am Schluss, man hat ja auch die Krankheit schnell vergessen, kleine Erkältung und so, und dann hat man einen schönen Urlaub gehabt. Und dieses Jahr hat das irgendwie nicht so gepasst von der Planung, und deshalb habe ich direkt weitergearbeitet und habe es wohl geschafft, die Erkältung noch weiter rauszuzögern, bis jetzt letzte Woche. Ich glaube, das ist so ein bisschen das wie wenn man Montag bis Freitag, du merkst so, kratzt ein bisschen im Hals, ein bisschen Nase zu, Schnupfen und so, und ich werde krank. Aber die ganze Zeit arbeitet man, geht ins Büro, alles läuft. Und dann Freitagnachmittag, du merkst schon so, Freitag 15 Uhr, oh, ich werde krank. Dann 18 Uhr liegst du flach, ganzer Kopf ist dicht, und bis Sonntagabend liegst du einfach im Bett. Und das war, glaube ich, jetzt nämlich nicht, weil ich direkt von der Gamescom einfach weitergearbeitet habe und habe deshalb meine übliche Gamescom-Erkältung verzögert. Deshalb ja, die kam jetzt erst diese Woche. Und dann war ich so ab Mitte der Woche ein bisschen verschnupft und habe sehr viel gelitten und war sehr wehleidig und konnte nur... Ja, Männergrippe, das ist halt normal. Nur rumliegen und spielen. Ja. Was habe ich denn noch gespielt? Ich habe nur Xenoblade Chronicles X gespielt und Yakuza Kiwami. Ich habe Spider-Man gekauft, installiert und gucke jetzt immer, wenn ich Yakuza starte auf der PlayStation, gucke ich dann immer Spider-Man an und denke mir, ich müsste eigentlich mal spielen, aber ich müsste auch erst das andere abschließen und so. Und, was habe ich denn noch? Oh, und viel Dead Cells. Ich bin ja unglaublich im Dead Cells-Hype jetzt gerade auch. Ich habe beinahe den zweiten, wie soll man das nennen? Man ist ja, wenn man einmal durch ist, steigert sich ja immer das Spiel. Also es ist ja kein klassisches New Game Plus, sondern so, du kannst ja dann so mit diesen Bosszellen so aktivieren und deaktivieren, ob du es schwer. Also quasi New Game Plus, dass du selber immer das Plus an- und ausmachen kannst, ne? Und da hatte ich jetzt mit New Game Plus oder New Game Plus, da ich jetzt zum ersten Mal wieder bis zum letzten Endboss, und der hat mich dann irgendwie gerade so, er hatte noch 5% HP, hat mich gelegt, und jetzt bin ich frustriert und kann kein Let's mehr spielen. Bis dahin, ja, ich glaube, Holly hat da auch ziemlich geraged, als er es dann irgendwie auch mit 3 oder 4 dann nachher probiert hat. Er meinte, das wäre halt fast nicht möglich. Okay, also, ja, das ist wohl richtig bummschwer. Ja, mit 2 bin ich schon komplett... Das ist ja auch sowas, das ist doch auch wissenschaftlich erwiesen, dass so im Alter lassen noch auch so Reaktionsgeschwindigkeit nach, oder? Und so. Nee. Ja, ich glaub, da bin ich mittlerweile schon. Ich habe aufgegeben. Ja, ich bin auch schon ein bisschen älter, von daher... Auch. Okay, ich schaff's auch nicht mehr. Alles, was mit Reaktionen zu tun hat. Selbst QTEs sind mir manchmal schon zu schnell und ich sag, okay, weg. Oh, QTEs. Ich liebe QTE-Spiele. Das ist auch so ein typisches Ding, wo die meisten Leute hassen es. Oder es gibt ganz viel Leute, die Quicktime-Events, ne, immer verteufeln und sagen, ja, das wäre so schlechtes Game-Design und so langweilig. Und so. Ich liebe, zum Beispiel habt ihr Azura's Wrath gespielt, dieses PlayStation 3-Spiel. Ja.
Das ist auch so wunderbares Japan. Du bist halt so ein japanischer Rache-Gott-Typ. Und das ganze Spiel ist ein riesiges Anime-Feuerwerk mit Quicktime-Events. Das komplette Spiel. Und es ist sehr, sehr, sehr gut. Aber ja, es gibt auch gute Quicktime-Events, so ist es nicht. Ja, zum Beispiel bei Heavy Rain, auch sehr gute Quicktime. Oder vor allen Dingen bei God of War, den alten. Ah, wo du dem einen Gott die Augen eindrückst. mit den zwei. Ja, das ist gut. Okay, wenn dir das Spaß macht, dann das ist Azura's Wrath, ist das ganze Spiel so. Ich kenne das Spiel, ich habe es noch nie gespielt, leider. Okay. Ja. Wobei ich da sagen muss, zu Spider-Man, das haben sie sehr, sehr geil gemacht. Das würde ich mir wünschen, wenn sie es mehr machen. Du kannst die QTEs im Menü unter Benutzerfreundlichkeit abschalten. Sogar die Rätsel kannst du da abschalten. Dass das Leute, die es halt eben nicht machen möchten, quasi dann einfach nur die Cutscene haben ohne Button-Prompt. Finde ich halt eine nette Idee, dass halt die Spieler selbst entscheiden können, ob sie es wollen oder nicht. Naja gut, aber die QTEs bei Spider-Man sind eher für Zweijährige. Also die nicht hinzubekommen, da muss man schon wirklich handfrei sein und nur mit dem Kopf. Hallo, habe ich auch nicht. Also einmal oder so. Ja, weil du dann den Controller immer ablegst und Popcorn. Macht ihr das nicht? Jetzt mal wirklich, legt ihr nicht nur einen Controller weg? Nee. Doch. Bei der ersten Quicktime-Szene habe ich meinen Controller weggelegt und mich dann gewundert, oh, dann muss ich ja doch reagieren. Ja, und dann. Ja. Also ich lege den immer auf den Tisch. Ich meine, ich setze mich dann immer so hin, weil bei Quicktime, also bei Zwischensequenzen mache ich dann aus und dann setze ich immer so. Und dann gucke ich mir die ganz gemütlich an und der Controller liegt dann immer auf dem Tisch. Das liegt sicher an der anderen Sitzhaltung als PC-Gamer und so. Ich bin ja auch so Konsolen-Gamer und hänge dann immer so auf der Couch rum und so. Und dann hängt man ja eh in so einer Position, da ist der Controller verschmilzt ja mit dir und du willst die ja gar nicht mehr verändern, die Position. Dann den wegzulegen, ist alles viel zu viel Aktion. Du hängst da ja so mit dem Controller und kannst den auch für die nächsten 3,5 Stunden bewegst du dich einfach nicht mehr, so, insgesamt. Außer Daumen und Finger. Nee, aber genau, das war alles, was ich Woche gemacht habe. Ich habe ein bisschen gearbeitet, ich habe ein bisschen gezockt und habe mich selber bemitleidet, wie erkältet ich bin. Hattest du Xenoblade X schon mal durchgespielt? Ja, das ist, ich spiele jetzt einfach so quasi Postgame. Also es ist ja nicht, startet ja neu, sondern das haben die auch sehr, sehr geil dabei gemacht mit, ich finde, die haben eine gute Mischung aus, hat eine schöne Story und treibt dich so durch die ganze Story durch und dann sagt, ne, du levelst normal bei auf und grindest ein bisschen, machst ein bisschen Sidequesting und so weiter. Und dann aber im Postgame, jetzt kannst du dich so richtig, weil ja auch so dieses schöne, dein Level Cap ist ja deutlich unter dem Max Level Cap von den Gegnern, sodass du also, du kannst nicht einfach nur grinden, bis alles im Spiel wird, sondern dein Level Cap ist 60 und die Gegner gehen bis Level 99 und damit ist, wenn du an 60 bist, um dann ein Level 70 Gegner musst du halt Equipment optimieren. Level 80 Gegner musst du echt jeden einzelnen Skill und jede Fertigkeit und so weiter optimieren. Ja. Und das ist halt echt, das haben die ganz cool gemacht, dass das nochmal so ein anderes, so das Endgame oder Postgame oder so, kriegt dann so eine neue Tiefe dadurch, finde ich. Ja, vor allem durch den Endboss kriegt das Postgame eine ganz andere Tiefe, wenn man froh ist, dass man den nie wieder machen muss. Hat dir keinen Spaß gemacht? Oder? Ja, der war, also ich habe in meinem Leben, da war ich kurz davor, das erste Mal bei einem Endboss zu Rage quitten, ein Spiel. Weil er nie wieder war? Weil er schwer war? Weil er nicht nur schwer war, sondern wenn du bei ihm gestorben bist, hattest du die Option, entweder das Spiel auszumachen und den Save vorher wieder neu zu laden oder ohne die Mechs halt ihn nochmal zu bekämpfen. Ja, okay, und dann ist er wieder. Nee, das habe ich überhaupt nicht, vielleicht liegt es daran, weil mir das Spiel vorher schon so Spaß gemacht hat, dass ich ein bisschen gegrindet und sidequestet habe, dass ich auf einem ganz guten Level war, auf einem ganz guten Niveau war, um das uns abzuschließen. Deshalb, ich habe den jetzt nicht irgendwie schwer in Erinnerung. Mich habe ich habe den jetzt eher von früher, von Kingdom Hearts 1, wo du dann auf der Insel und dann ich spreche mit den falschen Leuten. Keine Kingdom Hearts. Kingdom Hearts habe ich nicht gespielt. Kingdom Hearts habe ich tatsächlich auch nicht gespielt. Der Dreier wird jetzt wahrscheinlich der erste, den ich mir angucken werde, auch wenn ich wahrscheinlich nichts von der Story verstehe. Ja, du kannst ja so ein 17,5 Stunden Story Recap auf YouTube. Werde ich gucken, vorher wahrscheinlich nochmal machen. Wo du nachher noch weniger verstehst als vorher. Weil ich glaube, selbst die Entwickler verstehen nur die Hälfte von dem, was sie da machen. Aber das gehört irgendwie dazu. Das ist sowas cool. Das ist ein bisschen wie ein David Lynch. Ganz schwieriger Vergleich, Kingdom Hearts und David Lynch Film. Aber ich glaube, bei David Lynch, da ist ja auch nicht alles. Also es gibt Leute, die wollen das so überinterpretieren und so in jedes Detail. Aber ich glaube, vieles davon ist auch einfach so,
so wirkt so und Gefühl auch so, ne, aus so Cinematografie oder wie das heißt, aus dem Gesamterlebnis von der Szene, ne? Und natürlich gibt es dann die irgendwie eine 17-seitige Abwandlung darüber schreiben, was jetzt der eine Farbklecks, der dann von links durchs Bild rollt, ausgesagt hat, aber vielleicht sehr eher so, wie das wirkt. Und, ja. Wobei ich David Lynch schon mag. Vielleicht soll ich echt nochmal Kingdom Hearts spielen. Tatsächlich kommt ja, glaube ich, alles drei nochmal als Collection raus, glaube ich, dass du die im Bundle halt bekommen kannst. Ja, ja, ich schreib mir vor, schreibst mir in ein paar Wochen, schreibst du mir irgendwie so eine E-Mail, da sagst du, ey, deine Empfehlung, also Kingdom Hearts ist überhaupt nicht wie ein David Lynch-Film. Ich weiß überhaupt nicht, was du willst. Ich spiele da Mickey Mouse. Ja, das heißt, Mickey Mouse, das hat doch nichts mit David Lynch zu tun. Das ist so doof. Ja. Hm. Ich kenne nicht einen Film von David Lynch. Doch, ich gehe so, also Mulholland Drive und Lost Highway und sowas. Blue Velvet. Nee. Blue Velvet, richtig. Das ist der beste, würde ich mal sagen. Oder Kingdom Hearts ist auch ein Brunnen. Das ist eine Verfilmung. Weil ich noch mal, wie hieß der Film, wo der Opa mit dem Trecker durchs Land gefahren ist? Ich habe den Namen vergessen. Trecker durchs Land? Mhm. Dann weiß ich nicht. Der war auch von David Lynch. Ja, egal. Fällt mir nicht ein. Nee, ich kann. Ja, aber Kingdom Hearts, spiel die Spiele. Du kannst die doch wunderbar, die bringen die doch in so ganz vielen verschiedenen Sondereditionen raus. So mit Kingdom Hearts 1,5 und 1,8 HD und sonst wie. Und dann kannst du auch diese ganzen Spin-Offs nochmal spielen. Genau. Ja. Das ist das Richtige für dich. Dann hast du so 12 Kingdom Hearts Spiele. Die kannst du auch alle gleichzeitig parallel spielen. Ja. Chronologie so total konfus machen und weißt gar nicht mehr, was überhaupt passiert. Und versuchst du mir gerade JRPG schmackhaft zu machen? Nee, dem Markus. Das passt perfekt damit zusammen, wie er ja auch Spiele zusammen, wie er Spiele immer gleichzeitig spielt. Und dann, weil Kingdom Hearts Spiele alleine sind ja schon zu kompliziert, um überhaupt zu, also so zu, wie gesagt, sehr wirr vom Storytelling. Aber auch dir, du solltest Kingdom Hearts spielen. Sehr, sehr gut Spiel. Tabby, wie war deine Woche? Was hast du getrieben? Gut. Ich habe gearbeitet und ich habe gestern vor allen Dingen sehr, sehr viel gestreamt. Also gestern habe ich sehr, sehr viel gestreamt. Ich habe Spider-Man mir geholt vorgestern und habe es seitdem halt wirklich gespielt. Und ich glaube, ich habe schon ein gutes Stück, bin ich schon weitergekommen. Ich glaube, ich bin jetzt bei 16, 17 Stunden knapp in 2 Tagen. Also Spider-Man, sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Macht Spaß. Bin froh, dass endlich mal wieder die großen AAA-Titel rauskommen. Habe ich vermisst jetzt über den Sommer. Da kam ja nicht so viel. Ansonsten nee. Gearbeitet. Du, Markus? Ich habe Two Point Hospital gespielt. Habe ich jetzt das, das erste Mal die Woche. Hat mir halt sehr gut gefallen. Ich mochte halt damals schon Theme Park, Theme Hospital und wieder Two Point Hospital. Ziemlich gut. Am Anfang dachte ich, ist ein bisschen leicht, aber es wird mit der Zeit, mit den Szenarien halt eben doch deutlich schwieriger und herausfordernder. Das hat mich ganz gut unterhalten. Dann habe ich noch ein bisschen Graveyard Keeper weitergespielt, weil ich eben immer noch nach wie vor ziemlich gut finde. Und dann kam Freitag Spider-Man und dann habe ich Rucksäcke gesammelt und Fotos gemacht. Also ich glaube, ich bin in der Story gerade, wo ich die Kamera bekommen habe, um Fotos zu machen. Das heißt erstmal so den ganzen Nebenkram, weil ich würde halt ganz gerne Platin machen. Und ja, nächste Woche kommt dann wahrscheinlich noch Tomb Raider dazu, vielleicht ein bisschen Immortal. Und ja, Spider-Man geht dann halt weiter. Der erste Eindruck von Spider-Man sehr, sehr geil, sieht optisch sehr toll aus. Ja, ich spiele es auf der Pro 4K, auf dem 4K-Monitor, extrem cool. Also von daher 30 FPS, ich würde mal fast sagen rock solid. Du merkst halt eben keine Framelapse oder so, was ich halt sehr, sehr nice finde. Und von daher, wer Open-World-Spiele mag, Empfehlung für das Spiel geht auf jeden Fall raus. Ich, ganz im Ernst, ich frage mich, welcher Mensch in diesem Spiel das Schnellreisesystem nutzt. Es gibt ein Schnellreisesystem? Ja, genau. Das sind glaube ich, die gleichen Leute, die bei Prinz von Bel-Air das Intro überspringen. So. Also ich habe noch keins gefunden. Kommt, glaube ich, auch sehr spät. Ja. Aber stand nicht über die U-Bahn, also das ganze U-Bahn-Netz ist doch Schnellreisesystem, oder? Ja, genau. Das ist Spoiler. Oh, sorry, das war jetzt, ja. Nein, du kannst am Anfang schon in die U-Bahn reinlaufen, dann sagt dir das schaltet sich erst später frei. Also, das ist auch jetzt kein besonderes Schnellreisesystem. Du klickst auf eine Map auf ein Icon und dann reist du dahin. Aber warum? Warum sollte man das machen? Du bist halt durch Manhattan in, weiß ich nicht, wie wenig Minuten halt, wenn du die Technik drauf hast. Gab es ein Batman-Schnellreisesystem in dem Batman-Teil?
Also gerade Arkham City. Batman schießt keine Spinnen dem aus seinem Handgelenk. Und nee, aber da konntest du ja halt fliegen quasi. Du bist ja auch mehr oder minder mit Batman über die Stadt halt dann geflogen. Ich weiß gar nicht, ob es da, ich glaube, da gab es kein Schnellreisesystem, oder? Also es wäre nicht genutzt. Nötig, glaube ich. Ich habe alle Batman-Teile gespielt, ich habe nicht einmal Schnellreise benutzt. Ich könnte mich auch nicht erinnern, eben. Nun. Aber ich habe noch eine Frage. Du hast eben in der Aufzählung an Spielen, hast du Immortal genannt. Meinst du damit Immortal Unchained? Oder ja. Wie ist das? Da überlege ich seit Wochen, ob ich das spielen will, ob ich das in meine große Liste an muss ich irgendwann spielen einreihen soll. Also A, bin ich halt ein großer Souls-like-Fan, also natürlich von From Software die Original-Games und halt eben alles, was so Souls-like ist. Und ich habe es schon 10 Stunden spielen können, so eine Beta, 2, 3 Bosse gemacht. Ja, es ist halt kein super polishedes From Software Game. Ich würde es eben so auf Niveau von, ich weiß nicht, ob du Lords of the Fallen, The Surge kennst, so in die Richtung. Also es ist ein bisschen langsamer, aber gerade halt so diese Transition zwischen Nah- und Fernkampf, dass du halt eben drauf schießen musst, um die Gegner halt eben ins Wanken zu bringen oder Schwachstellen aufzudecken, finde ich halt nett gemacht. Plus, was halt sehr schön war, der letzte Bosskampf in der Beta, ich fand den innovativer als viele Bosse in Dark Souls 2 und 3. Weil es nicht einfach nur Angriff ausweichen, selbst draufschlagen war, sondern der Boss hat halt wirklich Mechanics, die du erstmal verstehen musst. Und dann musstest du halt quasi deine Taktik noch ausführen können. Also es war auch eine Mischung aus Nahkampf, draufhauen und schießen. Und da habe ich echt ein paar Versuche gebraucht. Und wenn die nächsten Bosse, die vielleicht noch kommen, genauso sind, ist es zumindest auch vom Boss-Design sehr, sehr lohnenswert. Aber du brauchst halt, sage ich mal, so eine Affinität halt zu, ich nenne es mal jetzt nicht super polished AAA-Games, sondern halt so Mid-Preis-Segment. Wenn du halt solche Spiele magst, wirst du damit Spaß haben. Wenn du natürlich nur High-End erwartest, wirst du vielleicht sagen, ist mir zu clunky oder so. Aber ist es denn so, wie, um das einordnen zu können, wie das, ich glaube, Let It Die hieß das, dieses von hier Sudo 51, dieser Free-to-Play, auf der wo du diesen Tower hochgeklettert bist, dieses... Ja, wobei das Let It Die würde ich schon, ich habe Let It Die durchgespielt, ist tatsächlich eines meiner raresten Trophies, weil ich es wirklich bis zum Ende damals gespielt habe. Ich fand es auch gut, aber es war schon super grindy, weil es mehr oder minder... Ich will jetzt nicht sagen, Roguelite-Aspekte hatte, aber du hast ja sehr viel verloren, wenn du gestorben bist und es konnte halt sehr, sehr teuer werden. Ja, aber ich meine eher so im Sinne von, also wovor ich Angst habe bei Immortal Unchained, dass das irgendwie nicht wegen Balancing oder so, da kannst du immer oder mit Polish, sondern dass das so sluggish ist. Ne? Weil das Gute bei Souls-like-Spielen ist ja immer, dass du das Gefühl hast, so für den Tod bist du verantwortlich. Genau. So, wenn du stirbst, dann egal wie bestrafend es ist, aber du hast einen Fehler gemacht. Mhm. Und vielleicht musst du das hier das Pattern vom Gegner besser lernen oder du musst vorsichtig, was auch immer. Und das finde ich so, ist dann so ein Problem bei sowas zum Beispiel wie Let It Die. Ich finde, das war überhaupt nicht, das war das Problem davon, was mich davon abgehalten hat. Nicht, dass es, also ich liebe Grinden, so nicht, dass es zu grindy ist, sondern eher dieses so, du hast das Gefühl gehabt, es war einfach nicht fair, wenn man es so nennen kann. So, dass naja, es war halt, sag ich mal, auf die Consumables halt ausgelegt. Du konntest halt sehr viel mit den Pilzen halt machen. Nee, das Gefühl hatte ich nicht, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Ich weiß nicht, ob du das Gambit dir angeguckt hast, das Indie 2D Souls-like, was rausgekommen ist. Das habe ich tatsächlich abgebrochen, weil das war mir, wie du jetzt gesagt hast, zu sluggish, wo ich gesagt habe, die Steuerung war halt zu träge. Du konntest halt nicht viel machen, es war Delay drin. Das hat mich halt mehr aufgeregt, als dass es mir Spaß gemacht hat. Das Gefühl hatte ich bei Immortal halt nicht. Ja, es ist alles ein bisschen langsamer, aber du hast halt eben schon die Kontrolle und kannst halt eben die Gegner analysieren, ausweichen und wenn du mal stirbst, ist es nicht so bestrafend wie der Detail. Ja, verstehe, weil da hatte ich nämlich bei Immortal, ich wollte es mir eigentlich holen und dann war irgendwo PC Gamer oder so, hatte so ein Preview dazu, wo die gesagt haben, das Problem ist halt einfach genau das so, keine Ahnung, kommst um eine Ecke rum und willst den einen Gegner anvisieren und dann irgendwie das auflocken und deine Dodging-Animation und die sind alle und das fühlt sich sauber an und dann hat sich der Gegner und so und dann haben die so das ein bisschen analysiert mit genau diesen Punkten, die mich auch so bei Let It Die gestört haben. Deshalb, da hatte ich ein bisschen Angst. Nee, also bei Let It Die hatte ich nicht, das hat mir halt Spaß gemacht. Ich hatte es halt in Das Gambit und in den 10 Stunden, die ich jetzt halt eben gespielt habe, hatte ich es eben in Immortal auch nicht. Ich weiß nicht, was danach noch kommt, wie groß das Spiel ist. Keine Ahnung, das kann ich natürlich nicht sagen. Okay, aber so der erste Eindruck war halt, ich würde es gerne mal durchspielen. Okay, dann kann man es ja auf jeden Fall mal. Ich glaube, das geht morgen los. Ich habe fast vergessen, dass das rauskommt. Ich habe mir das jetzt ganz schnell mal geordert und installiert. Was denn? Naja, Immortal. Aber das ist doch schon draußen. Ja, ich habe das aber voll verschwitzt durch Spider-Man. Deswegen freue ich mich, dass Markus mir das jetzt gerade nochmal gesagt hat, weil dann kann ich mir das nämlich morgen angucken. Ja, und wenn du das morgen spielst, Nils, was hast du denn dann letzte Woche gespielt? Ich habe letzte Woche Spider-Man gespielt. Gut, dass du fragst. Und warte mal, habe ich letzte Woche Graveyard Keeper gespielt? Ich habe Scum auf jeden Fall, habe ich noch gezockt. Ich habe mir Battlefield die Dings angeguckt, die Beta.
Habe ich Crash Land Keeper gespielt? Phantom Doctrine? Aha, wie ist Phantom Doctrine? Weil ich als XCOM-Fan wollte da eigentlich reingucken, aber habe dann halt die Steam-User-Reviews mal so überflogen und die sind halt so 50-50. Und was sagst du? Wenn man XCOM mag, mag man das oder eher nicht so? Am Anfang gab es da ein sehr großes Problem, dass Gegner durch Wände schießen konnten, aber so richtig durch Wände. Und das war ein bisschen... Okay. Dann kam aber ein Patch und das wurde gefixt. Und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es echt viel Spaß gemacht. Ich habe nur am Anfang einen Fehler gemacht. Es gibt ja so eine bestimmte, ich nenne es jetzt mal Mechanik, um in die Mission selber reinzukommen, um sie selber zu spielen. Und ich habe aber die ganze Zeit die immer nur automatisch spielen lassen. Oh. Und habe die fertig machen lassen und dann war ich halt nur im Missionsbildschirm, wie man das halt von XCOM kennt und man nur rumgeflogen ist. So ungefähr habe ich denn gespielt die ganze Zeit. Dann habe ich mich gewundert, ich denke, das ist rundenbasiert, hä? Und irgendwann hat der Chat, aber Dizzy, willst du eigentlich Missionen mal ausspielen? Ich so, ja, schon gerne, ich warte. Ich habe wirklich 2 Stunden lang damit zugebracht, Leute nur hin und her zu schicken, die alles immer selber gemacht haben, bis ich das dann gecheckt habe. Dann kam aber die Ernüchterung, dass die durch Wände schießen konnten. Das ist jetzt aber gefixt und ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht es echt viel Spaß. Es ist ein gutes Spiel. Okay. Also gefällt mir. Weil da würde ich halt eben auch gerne reingucken. Wie gesagt, ich mag halt solche XCOM-Dinger rundenbasierend und wie gesagt auch so das Setting. Muss ich mal schauen, dass ich mir das eben auch nochmal angucke. Ja, solltest du auf jeden Fall tun. Und dann habe ich Spider-Man gespielt. Ja. Du hast auch Battlefield 5 gespielt. Habe ich schon gemacht, ja. Ich habe, ich glaube, 3 Tage oder so habe ich jetzt gespielt. Immer mal ein bisschen, hab mir das mal angesehen. Und naja, es ist halt nicht mehr so wie früher. Es ist so wie Battlefield 1. Im Grunde genommen bisschen was wurde geändert, aber jetzt nicht so viel. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht. War okay. Und Scum habe ich auch gespielt. Mir ist noch eingefallen. Was denn? Nein, red ruhig zu Ende. Ich habe heute Spider-Man zu Ende gemacht. Habe ich jetzt auch durch. Sag ich jetzt nochmal, weil Christoph das nicht weiß. Also als Nicht-Konsolero, wie hat's dir denn gefallen, Spider-Man? Dann mal wieder auf der Konsole halt so einen Titel zu spielen. Wieso Nicht-Konsolero? Ich spiele überall. Ja, aber weniger. Du bist ja mehr PC-Gamer. Nö, ich spiele alles gleich. Also ich habe alle Exklusivtitel, die du auf Konsolen spielen kannst, habe ich fast gespielt. Na gut, dann streich die Aussage, wie fandest du es? Ich bin ein Gamer, so sehe ich mich, weil ich habe auch alle Konsolen hier. Aber ich Twitch kannst du auch mal wieder spielen. Ne? Bitte? Twitch kannst du auch mal wieder spielen. Was kann ich spielen? Twitch? Switch. Ach, Switch. Oh, Switch ist ja für mich sowieso bin ich ja ein ganz großer Fan von. Das habe ich ja erzählt, oder? Eigentlich, ich bin ja so ein Nintendo-Nicht-Möger. Aber was die an Indie-Games anbieten... Ja, keine JRPGs, kein Nintendo. Ich habe nichts, ne? Hab nichts gegen die Fernosten, möchte ich extra nochmal dazu sagen. Ne? Aber der Store, also der Store von Nintendo, der hat mich echt überzeugt, das zu kaufen. Weil du findest halt echt viele Perlen so. Also Indie-Perlen gerade. Aus also über GOG. Kauf bei GOG. Wow. Am besten über meinen Refling. Wobei, es ist Fun Fact oder Side News. Dead Cells hat sich 4-mal mehr verkauft auf der Switch als auf der PlayStation. Ist ja auch perfektes Switch-Spiel. Gerade das, also. Ja. Ich meine, ich mache viel auf der Switch, was ich habe mit diesem so mal Docking, dann mitnehmen, irgendwo Bahnfahrt, Flughafen und so rumsitzen. Also ich nutze das schon so, wie Nintendo sich das, glaube ich, auch gedacht hat. Aber Dead Cells ist dann noch perfekt mit diesem, dass du wirklich, du kannst ja entweder sagen, so ich mache jetzt einen Run und probiere wirklich mal, ich nehme mir Zeit, ich gehe nicht auf die Timed Doors und probiere mal wirklich so weit zu kommen und vielleicht einen Boss zu legen oder so. Und dann dauert der auch mal, keine Ahnung, bei mir zumindest 40 Minuten, 50, 60 Minuten ein Run. Oder dieses so, ja komm, ich grind schnell ein paar Zellen und finde vielleicht irgendwie einen coolen Blueprint oder so und spiel's dann einfach mal 5 Minuten, während ich gerade noch in der U-Bahn stehe oder so. Und ich finde das so perfekt für die Switch. Wo du jetzt gerade das gesagt hast, spielst du mit den Controllern dran an der Switch oder nimmst du die ab? Im Handheld-Modus lasse ich sie dran. Echt? Ich nehme die ab. Ich krieg die Handschmerzen. Und dann legst du dir das dir das Ding in den Schoß oder was? Ja. Und hältst den Hat. Ich finde das, ich krieg übelst hier unten Schmerzen davon. Wenn aber ich das so ohne Handheld du spielst irgendwie. Zu Handheld? Hast du ein 3DS oder eine Vita oder sowas? Ja. Ich muss gestehen, ich bin hier, glaube ich, wirklich der Arsch aus der Gruppe. Ich habe weder so Pokémon-Kram, habe ich alles nicht gezockt. Ich habe halt wirklich super spät angefangen zu zocken. Und ich besitze kein Nintendo. Super spät?
Na, jetzt, wo mit Stream, ich glaube, ich bin mit dem Stream erst so in richtig alle Games eingetaucht, da war ich 28. Ja. Wie passiert das? Was hast du vorher gemacht im Leben, Junge? Ich war draußen. Gut, in den Mid-20s habe ich studiert. Studiert, ja. Und sonst war ich mal draußen. Also ich meine, ich habe schon immer gezockt, aber ich habe solche Sachen. So, heute ärgert mich das, ne? Ich hätte auch gerne PSP. Einfach nur so, um zu sagen, ey, ich hab's. PSP ist eine grandiose Konsole. Ja. Aber so. Zu Unrecht. Nee, aber das ist ja eigentlich komisch, dass jemand, das ist so wie, wenn ein Zigarettenraucher plötzlich sagt, so, oh, ich habe mit 28 zum ersten Mal geraucht oder so, dann frage ich mich aus, also, wie, weißt du, wie fängt man denn damit an? So, und dann, also, eine andere Sache ist jetzt ja eine Generation, die nicht damit aufgewachsen ist wie wir, also wenn jetzt heute jemand 60 ist, dafür, zum Beispiel, mein Papa, der wollte sich ein Blu-ray, dann irgendwann vor Jahren wollte er sich ein Blu-ray-Player kaufen, meinte so, hier, Sohn, ich gehe jetzt mal zum Mediamarkt und kaufe mir einen Blu-ray-Player. Und ich so, Papa, kaufst du jetzt eine PlayStation 4 und keinen Blu-ray-Player, weil das kostet so ungefähr dasselbe und dann kannst du, oder PlayStation 3 war es damals jetzt schon, ja, eine PlayStation 3 war das erste, wo dann ein Blu-ray kam, genau. Und dann kostet sogar ungefähr das gleiche und dann kannst du toll bei spielen. So. Und dann habe ich ihm, weiß nicht, ob ihr das kennt, Flower und Journey und so von dieser That Game Company. Die sind so, also Journey ist so eins meiner absoluten Lieblingsspiele und ich finde, die sind auch ein perfektes Beispiel dafür, wie so Spiele wirklich auch so zugänglich sein können und auch so wirklich weg von diesem klassischen kommen. Du bist jemand und du kämpfst gegen jemand und da ist die HP-Leiste und so, ne, diese klassischen Konventionen. Und dann hatte ich meinem Vater, da war der, weiß ich nicht, 61 oder sowas, 60 oder so, und da hat er zum ersten Mal so einen Controller in der Hand gehabt und mit der PlayStation 3 am Fernseher und dann habe ich Flower angemacht. Und dann, das Witzige ist, und das weiß ich noch ganz genau, er hat sich besser damit angestellt, weil Flower ist ja der Controller und du bist gezwungen, diese Motion Controls zu machen, ne, dass du so tiltest und so und dann so diesen Luftstrom so steuerst mit dem. Er hat sich tausendmal besser angestellt als ich, der spielt seit er, keine Ahnung, 6 ist oder so. Und weil einfach, ich bin, glaube ich, gut darin, keine Ahnung, bei Bloodborne irgendwie reaktionsschnell und tausend Inputs und so weiter und mit dem Controller so umzugehen als normaler Controller. So, ich benutze den. Aber dieses so, da dann bei Flower das so heben, schwenken zu müssen und nach vorne und so, das hat mich irgendwie mehr überfordert als ihn. Er hatte da riesen Spaß dran und so und ist da direkt eingetaucht. Und das, ich weiß nicht, das war, und natürlich, er hatte nicht die Chance, als 5-Jähriger Videospiele zu spielen und damit aufzuwachsen. Deshalb, das war dann so einfach für ihn das, so der Kontakt damit. Aber du hast auch. Ja, ich hab halt. Dir ist was schiefgelaufen. Wie gespielt? Was ist da schiefgelaufen? Sagt er. Wow! Ich habe halt vorher so Sachen wie League gespielt. 8000 Spiele habe ich in League gemacht. So. Und das würde ich jetzt nicht unbedingt als... Naja, doch schon. Es ist schon ein Game, aber nicht das, was ich heute mache. Und für den Stream habe ich mir irgendwann gesagt, okay, let's go Variety, feuerfrei. Dann habe ich halt erst angefangen. Ich habe mir meine allererste Konsole, die ich jemals... Obwohl, das stimmt nicht. Ich hatte früher einen Sega Mega Drive, aber der stand nur in der Ecke. Oh, sehr gut. Nee, Sega Master System mit Alex the Kid drauf. Ja, Master System? Ja, das war vor Mega Drive. Genau. Der zum Aufschieben hier oben. Ja, müsste ja. Master System gewesen sein, genau. Den hatte ich aber. Mega Drive war mit oben, glaube ich, reinstecken. Der Mega Drive war wie Super Nintendo, du hast oben die Cartridge so vertikal reingestopft. Ja, und dann habe ich halt nie wirklich Interesse daran gehabt. Ich hatte auch einen Game Boy so mit Tetris und sowas, aber ich hatte da nie Bock drauf. Ich kann mich noch entsinnen, ich hatte Mega Man auf dem Game Boy. Und ich habe die Scheiße nie geschafft. Daher kommt, glaube ich, auch mein Preis auf Jump'n'Run. Ich habe das nie auf die Kette gekriegt. Ich habe wirklich immer so eine Viertelstunde und dann habe ich es weggelegt, weil ich es nicht gepackt habe. Aber kannst du dir jetzt vorstellen, auch wieder auf, keine Ahnung, so in 3 Jahren, in 5 Jahren oder so, dass du sagst, so, kannst du dir vorstellen, dass du dann gar nicht mehr zockst? Einfach so, dass es halt so wieder ein anderer, dass du irgendwie ein anderes Hobby hast, so einen anderen Lebensablauf und das nicht mehr? Nee. Ich liebe meinen Job über alles. Ja, Moment, jetzt sagst du Job. Dann sag einfach mal, du gewinnst morgen 70 Millionen im Lotto und musst nicht mehr arbeiten. Macht keinen Unterschied für mich. Dann sagen wir einfach mal... Na, jetzt geht's los. Ja, nee, ich will halt weg von dem Job kommen, weil Job hat dann immer die andere Komponente. Da geht's um mehr als einfach nur... Lass mich das umformulieren. Ja. Sagen wir einfach, ich hätte einen anderen Job, weil das mich nicht finanzieren würde, würde ich trotzdem noch streamen und spielen. Ich kann nicht ohne... Okay. Pass auf, besseres Beispiel. Ja. Internet bricht Trump
sprengt das Internet und wir haben kein Internet mehr. Gar nicht. Oh, das heißt, du kannst nur noch zu Hause in deinem Raum sitzen und für dich alleine Singleplayer Spider-Man spielen. Und JRPGs. Und viele, viele JRPGs, weil sie sehr schön sind. Aber kannst du dir dann vorstellen, weil dann ist es ja, dann hat es nichts mit Stream und nichts mit deinem Ablauf jetzt zu tun, sondern ist ja wirklich so für dich, wie sehr sind so Games ein Teil von deinem Leben? Ziemlich viel. Ja. Also ich würde trotzdem zocken. Also wenn ich jetzt mal eine Woche auf der Gamescom bin, dann bin ich auf Entzug. Komplett. Also ja, es geht spannend, nicht mehr, dass du so spät da rangekommen bist. Also, weil ich glaube, ich kenne niemanden. Also natürlich kenne ich viele Leute, die einfach nicht, die irgendwie 30 sind und nicht zocken. So. Aber ich kenne niemanden, glaube ich, der jetzt so drankommt und für den das dann auch so einen hohen Stellenwert und der das jetzt genauso oder noch mehr wie als Filme oder Musik oder so konsumiert und dann jetzt aber das so super spät für sich entdeckt hat und einfach vorher nie Kontakt damit hatte. Also, wie gesagt, ich habe ja vorher auch immer so ein paar Sachen gezockt, aber nie Spiele per se. So. Und das entwickelt sich halt irgendwann so. Also ich meine, ich habe nebenbei auch noch andere Hobbys, aber das ist so, das würde ich nie wieder abgeben und hergeben. Ich habe auch meine erste Konsole habe ich 2015 bekommen, glaube ich. Danach habe ich alle gekauft. Okay. Also ich habe wirklich dann angefangen, alle zu kaufen. Ich kaufe jede du hast Plastik. Das einfach für dich irgendwann entdeckt und jetzt ist es genauso ein fester Bestandteil wie für andere. Ja. Ja, aber also jetzt einfach so, ne, es ist ja wahrscheinlich echt so die Ausnahme. Ne? Ich glaube, die Regel ist ja eher wie wir anderen so, du hast es halt immer als Kind für dich und das hat dich nicht mehr losgelassen und es war immer halt so ein großer Teil von... Ich meine, ich habe auch mal, wo ich so 15, 16, 17 war, habe ich auch mal sehr wenig gezockt, weil dann auf einmal so, oh, Partys und Saufen und... Mädchen. Frauen und so, Mädchen. Und dann, klar, habe ich viel weniger gezockt, als ich es dann... Ja, aber das waren ja nur kurze Fehlleitungen. Gemacht hat. Das war ja nur kurze Fehlleitung, dann ist man wieder zurück auf den richtigen Weg des Gelenk kommen. Da war man kurz verwirrt, ja. Und dann hat man sich wieder besonnen, so, ey, was ist eigentlich das Wichtige im Leben? Richtig, Freitagabend alleine sich einschließen im dunklen Raum und zocken. Genau. Wow, super mal. Schön. Aber was ich zum Beispiel gar nicht mehr kann, ist mich auf die Couch setzen, vor den Fernseher und zocken. Das kann ich gar nicht mehr. Ja, dann kennst du die... Ich gebe dir mal Spiele. Aber wie, was mein, wo der Unterschied... Also im Vergleich zu am Schreibtischstuhl sitzen oder was? Ja, also ich könnte jetzt... Ich kann ohne Stream fast nicht mehr spielen. Guck, das ist ja wieder das Thema, was ich eben meinte. Für dich ist das so mit diesem Stream und mit Leuten interagieren, für dich ist das so ein Gesamtkonzept. Da geht es ja nicht darum, Nils... ist mit dem Spiel für sich allein. Also ich kann es nicht, die Sache, ich kann es nicht nachvollziehen. Du guckst weil ich mein Stream nicht, oder? Ich habe noch nie gestreamt. Manchmal sitze ich da wirklich alleine und 1000 Leute gucken dabei zu. Nee, aber das meine ich, aber dann sind ja, du redest ja dann und nee. Nein, immer wenn ich bei dir gucke, dann redest du. Was soll das jetzt heißen? Es gibt auch so, bei Spider-Man habe ich mir heute die Endcutscene, so 3/4 Stunde. Oder ja, sagen wir dann guckt ihr ja zusammen, das ist ja wie mit einem Freund im Kino sitzt. Ja, gut, okay, hast du auch wieder recht. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, gut, ja, hast recht. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil ich habe noch nie gestreamt. Ich weiß nicht, wie das, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das ist mit irgendwie, ne, man zockt, weil für mich ist es so, ich sitze da und spiele das Spiel für mich und dann mache ich mir Gedanken darüber, keine Ahnung, welche Waffe will ich jetzt grinden oder welches, was mache ich als neue Sidequest oder so. Und dann diese Vorstellung, dass ich die ganze Zeit so auf meinen Zweitbildschirm rüber gucken muss, und dann schreibt hier der Peter, ey, sag mal, Christoph, gefällt dir das jetzt besser als der erste Teil? Und dann antworte ich dem da drauf. Das klingt für mich total komisch. Dieses Konzept, dass ich nicht für mich alleine mit meinem Spiel bin, sondern dass ich dann da irgendwie den Peter im Chat erkläre, warum Xenoblade Chronicles 1 besser ist als Xenoblade Chronicles 2. Ja, aber ich weiß nicht, ob es bei dir so angefangen hat. Für mich ist das Stream tatsächlich, und ich möchte es auch nicht mehr missen, eine Fortsetzung von dem, wie das Gaming bei mir angefangen hat. Weil nicht jeder hatte damals irgendwie einen Computer, ein C64, ein Amiga oder eine Konsole. Du hast dich halt mit mehreren Leuten mal eingetroffen. Einer hat gezockt, die anderen saßen dahinter, haben zugeguckt und haben halt eben Fragen gestellt und gequatscht und irgendwann hast du den Joystick halt einfach weitergegeben. Gut, das Weitergeben ist jetzt mit dem Chat natürlich nicht, aber die gucken halt eben zu und unterhältst dich mit denen, wie du dich damals mit deinen Kumpels unterhalten hast. Und genau so eine Stammtisch-Atmosphäre hast du halt in deinem Chat. Dass du halt eben deine Zuschauer hast, die quasi jeden Abend vorbeischauen und ja, du unterhältst dich halt mit denen so ein bisschen über den Tag und das Game. Und das ist halt wie damals, wie es irgendwann angefangen hat in der Schule. Und das finde ich halt sehr, sehr nice. Ja. Ja, es ist, glaube ich, was so, was man sich schwer vorstellen kann, wenn man es gar nicht
erlebt hat. Also ich habe auch viel Twitch geguckt, aber eigentlich immer nur League of Legends Streamer so. In meiner Höchstsuchtphase, wo ich nur noch League of Legends gespielt habe. Was übrigens echt kritisch ist, wenn man nur so ein Spiel hat und damit gar keine Zeit mehr findet, was anderes zu spielen. Ne? Und war echt, deshalb habe ich auch irgendwann einen kalten Entzug gemacht und mit League aufgehört, weil das ist echt nicht. Weil dann ist es halt echt kein schönes Hobby mehr, weil man nur noch das. Du kannst kein Spider-Man mehr spielen, keine Xenoblade Chronicles mehr spielen. Ja, das habe ich wahrscheinlich durchgemacht. Ich habe 7 Jahre WoW gespielt, habe dadurch halt zum Beruf gemacht. Dadurch bin ich halt mehr oder minder in die Redakteurschiene gekommen, bin Redakteur geworden, habe dann auch im Beruf über WoW geschrieben. Und irgendwann hatte ich halt einfach keinen Bock mehr. Dann habe ich halt sowohl Job als auch WoW an den Nagel gehangen. Das heißt, die andere Variante, die ich hätte machen können, wäre irgendwann in die PR zu gehen, was man so als Redakteur halt eben macht. Und ich habe mich dann irgendwie entschieden, ich werde Twitch-Streamer. Ja, nun, da kann ich eben auch verschiedene Spiele spielen. Aber ich möchte nicht nochmal zurück, nur noch ein Game spielen, da wirst du irgendwann bekloppt bei. Bist du Vollzeit-Streamer oder hast du einen Job? Ja, quasi. Also ich habe eben angefangen als Freiberufler 2012 als Redakteur. Und mittlerweile nimmt Twitch halt immer mehr Platz ein, dass Redakteur halt immer weniger wird. Also ich suche immer weniger Aufträge und vom Stream halt dementsprechend kommt genug im Moment bei rum. Ah, okay. Also das heißt regelmäßig Vollzeit nur Twitch, aber kannst dann noch so freelance-mäßig nimmst du noch einzelne Aufträge. Okay. Genau. Das ist ja eigentlich auch eine ganz coole Mischung so aus beiden. Ja, weil Problem ist, PR-technisch ist halt, ich komme gerade aus dem Ruhrgebiet, da ist halt nicht so viel PR-technisch. Der nächste wäre vielleicht Köln, Düsseldorf. Aber ja, da müsste ich dann halt eben auch umziehen, wobei halt eben die Metropolen halt Berlin, München halt wären. Und ich wollte halt nie wirklich weg aus dem Pott, keine Ahnung, bin halt ein Pott-Kind. Ich wäre am liebsten auch in Köln geblieben, weil Köln so eine schöne Stadt ist und jeder, der mal in Köln war, liebt es. Ja, nee, ist mir schon zu groß, muss ich sagen. Ach süß, okay. Hast du Auto? Ich? Ja, in Köln hatte ich eins. Ich habe es dann, als ich nach Warschau bin, habe ich es verkauft. Weil ich bin dann nach Warschau so halt wirklich einfach nur, hab mir halt so das Essentielle, also quasi 7 Umzugkartons mit Mangas und meine Spielkonsolen, die habe ich mir rübergeschickt und habe den Rest bei meinen Eltern auf den Dachboden gestellt und dann da bin ich dann einfach nur mit dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit. Ja, weil ich fahre halt unglaublich gerne Auto und in Großstädten Auto zu fahren oder einen Parkplatz zu finden, wie jetzt Köln Gamescom. Das Beste ist, was ich im Moment mache, ich fahre auch gerne Auto, aber ich bin jetzt in Berlin und in Berlin ist noch viel schlimmer als wahrscheinlich wo auch immer im Ruhrpott du bist oder Köln auch. Und was ich mache, ist dieses Drive Now, dieses Carsharing-Ding. Okay. Und das nutze ich echt exzessiv, weil das ist irgendwie so geil. Du kannst irgendwie, keine Ahnung, dann sage ich mit meiner Freundin so, wir gehen ins Kino und dann fahren wir mit dem Auto hin, können es einfach vor der Tür abstellen. Du kannst auch überall parken, so wo Parktickets sind und sowas alles beinhaltet. Und ich gehe aus der Tür raus, auf der App finde ich irgendwie 5 Autos in der Nähe, miet mir kurz eins, fahr dahin. Kostet dann irgendwie weniger, wir haben beide kein Monatsticket, die Fahrt kostet irgendwie 4 Euro, weniger als 2 Berliner Fahrkarten zum Kino. Und dann stellst du es da ab und dann gehen wir danach noch was essen und was trinken und dann saufe ich ein bisschen was und kann kein Auto mehr fahren und dann kannst du mit der Bahn zurückfahren und so und hast kein Auto, was du irgendwie abholen musst und so. Das ist für die Großstadt echt mega. Also ich müsste mal googeln, ob es sowas also Gelsenkirchen ist der Ort, wo ich wohne. Also das ist doch groß genug, warte. Ja. In Gelsenkirchen kannst du die Brechstange nehmen, das Carsharing dein Geld. Wow. Gelsenkirchen Drive Now, das gibt's so. Drive Now Berlin. Wenn ich eintippe, Gelsenkirchen, Drive Now, kommt Drive ja, Now. Ja, ich sehe hier auch nur irgendwie, keine Ahnung, Düsseldorf, ne, Köln. Ja, Düsseldorf, Köln gibt's, ja. Was wir in Gelsenkirchen haben, sind Fahrräder. Die könnte ich nehmen, aber nun. Ah, diese Mietfahrräder. Ja, die stehen halt überall rum. Ja, was heißt stehen überall rum? Ich weiß nicht, ob in Gelsenkirchen noch da nettere Leute wohnen als in Berlin, aber die Dinger, die stehen ja nicht rum, wird ja nur mit rumrandaliert. Also hier, die stehen da tatsächlich. Und ich gehe mir irgendwie, weiß ich nicht, was zu essen hole, 3 Straßen weiter, komme ich an mindestens 3 verschiedenen Marken von diesen Leihfahrrädern, die alle zusammengetreten, da guckt der Berliner da unten, nickt auch die ganze Zeit, der die ganze Zeit die zusammengetreten dann irgendwie in der Ecke liegen und so, wo und ich sehe echt so 5 verschiedene chinesische Leihfahrradfirmen, ich weiß die Namen alle gar nicht, und da habe ich neulich noch irgendwas drüber gelesen, einen Artikel, dass das echt ein Problem wird für die Städte, so wieder ein ganz witziges juristisches oder bürokratisches Problem, weil
Diese Firmen, also die sitzen im Ausland, die haben dann irgendwann mal einen Vertrag, sagen wir, mit der Stadt Berlin geschlossen, dass sie 5000 Fahrräder hier abstellen dürfen und mit der App und verleihen dürfen. Dann geht die Firma im Ausland entweder bankrott oder zieht sich aus Berlin zurück oder sagt, Deutschland Geschäft, das mietet keiner, das gibt's, machen wir nicht mehr. Und dann stehen jetzt 5000 Fahrräder in Berlin und stehen, liegen, sind in der Ecke kaputt getreten, 5000 Fahrräder rum. Und dann ruft der Berliner Stadtrat, probiert jetzt diese chinesische Firma anzurufen und zu sagen, ey, was ist mit euren Fahrrädern? Und dann erreichen sie da keinen. Und dann, die dürfen die nicht, die dürfen die jetzt nicht verschrotten und so, weil die haben ja mal einen Vertrag mit denen geschlossen und so. Also ich weiß jetzt nicht, ob das dann irgendwelche zeitlichen Fristen hat und so weiter, aber das war irgendwo bei einer Zeitung vor ein paar Wochen, war ein Artikel darüber, dass das ein Problem ist, dass in irgendeiner Großstadt, ich glaube es war Frankfurt das Beispiel, dass von so einer chinesischen Firma 3300 Fahrräder jetzt rumliegen in der Stadt und sie dürfen sie nicht entsorgen, sie dürfen nichts machen und die liegen jetzt einfach so als Fahrradmüll in der Gegend rum. Cool. Das Witzige ist, im Internet gibt es dann dazu Anleitungen, wie man das Ganze hacken kann. Wie? Diese Fahrräder? Ja, die Schlösser da dran. Das Einzige, was ich hacke, ist meine PSP. Fahrräder, das ist doch höchst kriminell. Kann man doch genauso gut die Spiele von GOG sich illegal runterladen. Das ist doch genau das Gleiche. Aber das ist doch DRM-free. Das kann man sich doch bei einem Kumpel auf dem USB-Stick holen, oder nicht? Ja, aber wir sagen ja einfach nur, wir wollen den User nicht durch technische Maßnahmen das nicht ermöglichen. Wir vertrauen dem User einfach. Das heißt, wir sagen, Nils, du hast beim Markus gesehen, dass der Dead Cells spielt und das fandst du doch ganz geil. Warum willst du nicht auch, wenn du es dir leisten kannst? Und dann machen wir noch einen schönen Sale dazu und dann kannst du es holen. Und dann sorgst du auch dafür, dass Motion Twin, der Entwickler von Dead Cells, dass er sein 1 Million und erstes Exemplar verkauft und genug Geld hat, um Dead Cells 2 zu machen. Weil Dead Cells 2 wird auch ganz großartig, weil sonst hätte zum Beispiel, stell dir mal vor, CD Projekt Red, ein sehr sympathischer, fähiger, rundherum guter Spieleentwickler aus dem schönen Warschau. Stell dir mal vor, die hätten keine Kohle, um Cyberpunk zu entwickeln, weil Witcher 3 wäre nicht 7 Trilliarden mal gekauft worden, sondern 7 Trilliarden mal raubkopiert worden. Und dann gäbe es jetzt einfach, also ich meine, ist ja ohne Flak so, also dann gäbe es einfach kein Cyberpunk so, weil wir sind ja nicht irgendwie ein Riesenkonzern, die irgendwie pro Jahr 40 Spiele veröffentlichen. Wir haben halt so ein Spiel alle Jahre. Und wenn Witcher 3 ein Flop gewesen wäre, so, dann, oder wenn es alle Leute gespielt hätten, aber keiner gekauft hätte, so, dann wäre jetzt keiner mit Cyberpunk gehypt. Aber das ist doch voll schade. Ja. Ich habe gehört, ohne Raubkopien gäbe es CD Projekt gar nicht. Das stimmt sogar. Aha. Denn, aber das ist ein Apfel mit Raubkopien-Vergleich, den wir hier machen. Nee, wo CD Projekt herkommt, worauf du anspielst, ist ja, in Polen gab es ja gar keine Urheberrechtsgesetze. Die hatten also, als CD Projekt gegründet wurde, das wissen ja vielleicht auch viele nicht, ist ja, bevor sie mit CD Projekt Red Spiele entwickelt haben oder mit GOG Spiele verkauft haben, hat ja CD Projekt war, dass unser Gründer und der heute immer noch CEO ist, der Marcin Iwinski, hat ja quasi aus seinem Kofferraum heraus Spiele verkauft auf also so Spiele-Flohmärkten. Weil zu der Zeit gab es auch keine Gesetze in Polen. Also die hatten sowas einfach nicht, Urheberrechts und Marken, ja, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, es war nicht illegal. Und dann haben sie aber gesagt, Moment mal, es gibt doch aber, weil es hat ja keiner Spiele für den polnischen Markt lokalisiert. Also wir sind als Deutsche ja relativ verwöhnt, dass wir immer, und das bezieht sich ja nicht nur auf Spiele, auch auf alles andere, also zum Beispiel Filme oder so, wir haben ja unsere Synchronisation, also klar, man kann trotzdem, ist das jetzt ja wieder so eine Debatte, wo sich die Geister dran scheiden, guckt man im Original oder synchronisiert, aber dass unsere Synchronisation eine der besten oder die beste weltweit ist, ist ja schon seit Jahrzehnten so, einfach weil wir halt immer wirtschaftlich ein wichtiger Markt sind für jeden Filmvertrieb, für jeden Spielehersteller und so weiter. Und das war Polen halt nicht. Und dadurch, dass es Polen nicht war, kamen dann halt die großen aller Rollenspiele nicht raus. Und das war, ich glaube, es war Baldur's Gate 1, irgendwie so Anfang 90er, Baldur's Gate 1. Das war das erste Spiel, wo dann der Marcin zu Fairplay? Was?
BioWare. Ja, aber ich glaube, Interplay hat da noch dran mitentwickelt und BioWare dann, wie auch immer. Sagen wir einfach, er hat mit einer amerikanischen Firma geredet und hat gesagt, hör mal, gebt mir doch mal die Rechte für Baldur's Gate in Polen und wir machen dann und wir machen da richtig Feuerwerk, wir machen eine polnische Übersetzung mit wirklich den Leuten, die so quasi den Äquivalenten zu, was bei uns dann irgendwie der die Synchronstimme von Bruce Willis ist oder von Arnold Schwarzenegger oder von sonst was. Mit denen machen wir die Synchronisation davon mit echt Top-Leuten. Wir drucken ein hochwertiges Handbuch auf Polnisch, wir machen eine schöne Big Box, so wie die früher Spiele. Ah, das habe ich bei dir, Markus, in diesem Trailer gesehen, den ihr hierfür gemacht habt, dass du so eine ganze Sammlung Big Boxen hattest. Naja, und da haben sie hat er gesagt, wir bringen das mal richtig geil raus und beweisen, dass auch in Polen Leute sind, die Bock haben, das Spiel zu kaufen, wenn wir ihnen ein gutes Angebot machen. Ein gutes Angebot nicht nur auf jetzt das Preisschild, was am Schluss draufklebt, sondern auf das Gesamterlebnis. Und halt nicht, dass du irgendwie den CD-Rolling oder damals Disketten, wo einer mit dem Edding draufgekritzelt hat, Baldur's Gate 1 von 4, Baldur's Gate 2 von 4, Baldur's Gate 3 von 4, 4 von 4. Und das war's. Und dann hast du irgendwie eine englische Version, die hoffentlich bei der dritten Diskette immer noch läuft und nicht irgendwie weg ist, sondern du hast dieses geile Produkt, du hast was in der Hand und es sieht hochwertig aus. Du hast ein ganz anderes Erlebnis damit und du bist wirklich, du als Kunde, als Käufer, wirst damit einfach gewertschätzt. Und dieses, weil man fragt ja auch was von dir, man will ja auch deine Kohle haben. Und das ist eigentlich, lange Rede, kurzer Sinn, und das ist eigentlich, glaube ich, genau das, wie sich auch so, wie unsere Firma entstanden ist, was sich in GOG übertragen hat und wo wir auch, gerade wo wir herkommen, als wir gegründet wurden, ist ja, dass wir nur alte Spiele, nur Retro-Spiele hatten, das war so unsere Lücke, unsere Nische, und genau das gemacht. Also wenn du Wing Commander 1, so ein relativ geiles Space-Flight-Sim-Shooter so aus den 90ern, wenn du das bei uns kaufst für 4,90 Euro, kriegst du, keine Ahnung, 2 Dutzend Handbücher, Sternkarten digitalisiert, Interviews mit den Entwicklern, irgendwelche Pins und Messe-Goodies abgescannt und so. Also du kriegst einen Riesenhaufen digitale Extras, also quasi jetzt im digitalen Zeitalter so das Äquivalent von so einer Big Box. Ja, das kriegst du alles dazu. Und ja, du findest auch irgendwo, also es ist ja kein Hexenwerk, wenn du ein Spiel illegal aus dem Netz zu ziehen, wenn du es raubkopieren willst. Aber wir sagen halt einfach, wir machen keinen Kopierschutz drauf, der dir das unmöglich macht. Was wir machen ist, wir überzeugen dich damit, indem wir ein geileres Produkt geben. Und das ist, glaube ich, so das, wo es damals herkam, schon vor fast 30 Jahren bald, vor 25 Jahren, warum Baldur's Gate dann in Polen war ein Riesenerfolg. Das Ding war ausverkauft innerhalb von Tagen. Die mussten nachdrucken und nachdrucken. Das war ein riesiger kommerzieller Erfolg. Und dann haben sie von da ab halt immer mehr gemacht. Und so ist die ganze Firma CD Projekt entstanden. Und das Gleiche haben sie dann nämlich irgendwann im Jahr 2008 bei GOG gesagt. Und haben gesagt, ey, wenn du jetzt die ganzen coolen Spiele von vor 10 Jahren, 15 Jahren, wenn du die nochmal spielen willst, Theme Hospital, was Markus vorhin gesagt hat, so mit Die Siedler 2 habe ich vorhin mal genannt, als wir gesprochen haben. Wenn du die alle spielen willst, du kannst die irgendwie dann in der Version, dann klappt vielleicht, dann ist der Sound fehlerhaft und du hast das Handbuch nicht dabei und vielleicht gibt's dann irgendwelche Bugs drin und außerdem auf deinem Windows 10 Rechner mit RTX, Nvidia 7 Trilliarden Raytracing hast du nicht gesehen, gibt das auch irgendwelche irren Grafikbugs und sowas alles. Und das kannst du alles machen oder du kriegst bei uns dann für einen Fünfer dieses komplette Produkt, was wir aufbereitet haben, was auf deinem Rechner läuft, wo wir das Handbuch eingescannt haben, wo wirklich ein Kollege von mir in Warschau, der sitzt echt da und wir haben nicht einen Kollegen, der nur das macht, aber einer aus dem Team, der diese Spiele aufbereitet, der ist so unser Archivar, der sitzt original da und hat zum Beispiel bei Dungeon Keeper 1 hat er das Handbuch eingescannt und dann hatten wir einen deutschen User, der gesagt hat, ey, ihr habt das nur auf Englisch, ich habe das noch auf Deutsch auf dem Dachboden liegen, soll ich euch das mal schicken? Und dann schickt er uns das per Post und dann scannen wir das ein und packen es auch dazu. Und das hatte ich gerade noch letzte Woche hat mir der Peter geschrieben, ich weiß den Nachnamen nicht mehr, aber sollte ich wahrscheinlich eh nicht nennen, aber ein Peter. Und Peter hat uns geschrieben, der hatte für Jagged Alliance 2, für dieses sehr, sehr, sehr geile Söldner-Taktik-Spiel, hat er uns, das haben wir nur auf Englisch, und dann hat er, und mit englischem Handbuch, und da hat er uns das deutsche Handbuch und die deutsche Version rübergeschickt und meinte, hey, wenn ihr Zeit findet und wenn das technisch klappt, hier könnt ihr es auch für eure deutschen Leute anbieten, so. Und, ja, das ist halt so dieses, so, was bis heute so der Unterschied ist, wie dann, ne,
so anders machen und so. Und wir, also in dem Fall jetzt für Retro-Leute, aber das ist halt so der Gedanke, wo wir herkommen. Ne? So der auf jeden Fall sehr interessant. Das heißt, ja, und ich glaube, ihr bereitet die tatsächlich auf. Also ihr haut nicht die Spiele raus und die Leute müssen hoffen, dass sie funktionieren, sondern... Hör mal. Also, Ich habe eine Frage. Okay. Jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt nämlich gerade noch gesucht nach, Mist, jetzt habe ich es vergessen, diesen alten Adventures von LucasArts. Da habt ihr nämlich Simon Max, Indiana Jones, Monkey Island. Ja, genau, Jones, weil Monkey Island wurde ja mittlerweile remastered. Haben wir aber auch die Originalen, die alten Spiele. Wenn ich jetzt eine alte CD habe, noch mit dem Kopierdrehdings zum Beispiel von alten LucasArts Spielen, dann muss ich ja heute so ein Scum-VM installieren, damit das überhaupt funktioniert. Das heißt, wenn ich bei euch die alten Spiele kaufe, muss ich das nicht mehr installieren, sondern die laufen tatsächlich auf einem Windows 10 PC ohne Probleme. Also was wir garantieren, und garantieren wir auch mit einer Geld-Zurück-Garantie, dann auch genutzt wird, wenn wir unsere Garantie nicht einlösen können. Wir haben irgendwas 2700 Spiele gerade oder so, und jedes einzelne von denen testen wir dann auf Windows. Wie gesagt, wir haben immer, jeder Produktseite steht zum Beispiel, dann hast du gerade gesagt, Indiana Jones. Und dann steht da rechts, läuft auf Windows 7, Vista, keine Ahnung. Aber sagen wir auf 7, auf XP und 10. Ja. Und dann läuft das auch auf denen, ohne dass du irgendwas, du lädst dir bei uns die Exe runter, kriegst drauf, installierst es und das läuft. Und wenn es nicht läuft, dann schreibst du unseren Support und kriegst Geld zurück. Also das ist, wie gesagt, das garantieren wir jedem Käufer für jedes Spiel. Bei manchen Spielen unterstützen wir nur Windows 10, bei anderen unterstützen wir, wie gesagt, noch 7 oder Vista oder 8 oder XP oder was weiß ich. Immer dadurch, dass wirklich unser Inhouse-Team jedes einzelne Spiel testet, sich anschaut und auf verschiedenen Konfigurationen testet, können wir dann garantieren, auf welchen es laufen soll. Das ist natürlich für ein aktuelles Indie-Spiel ist das jetzt was anderes. Also wenn jetzt Dead Cells hatten wir gerade, wenn das rauskommt, natürlich läuft das auf Windows 10. Das ist ja, die bringen es gerade raus. Ne? Das müssen wir jetzt nicht groß aufbereiten. Das ist aber bei so einem alten Theme Hospital oder sowas dann vielleicht, oder Dungeon Keeper oder das Schwarze Auge, ist das dann nicht so einfach. Und das wollte ich nämlich sagen. Wir sind ungefähr so 160 Leute oder so, oder 170, irgendwie sowas dazwischen. Und davon sind 30 oder 35 sind nur diese Leute, die in der quasi Technik, also bei uns heißt es Product Department, die machen alles an den Produkten. Und die gehen wirklich, wenn wir dann so ein altes Spiel haben, die bereiten das auf. Das reicht von, manchmal ist es nur ein DOSBox-Wrapper, den wir machen. Also DOSBox ist ja so ein kleines Programm, ein frei erhältliches Programm, das dafür sorgt, dass du vor Windows gab es ja DOS als Betriebssystem. Und das sorgt quasi dafür, dass du auf Windows-Rechnern ein DOS emulieren kannst, also den Windows-Rechner vorgaukelst, es würde gerade auf DOS laufen, für dieses eine Programm, für dieses eine Spiel. Und diesen DOSBox, den kannst du also quasi wie eine, deshalb Wrapper, wie eine Verpackung um das Spiel drum machen. Dann hast du hier Theme Hospital, wir packen diesen DOSBox-Wrapper drum und geben dir das Gesamtpaket. Du kannst das dann auf Windows ganz normal Exe installieren, spielen oder über unseren Client auch einfach dann sagen, install and play. Und dann funktioniert das ganz normal. Und das ist halt so dieser Mindestaufwand, den wir bei den alten Spielen machen, dass wir einfach gucken, dass dieser Wrapper halt perfekt eingestellt ist, dass er gut ordentlich konfiguriert ist. Teilweise übrigens sogar die Entwickler von DOSBox selber sind gute Freunde von uns, denen arbeiten wir zusammen. Bei manchen Spielen haben die DOSBox verändert, damit das für uns läuft. Also wir sind echt, sind denen auch groß verbunden dadurch, weil ohne deren Arbeit hätten wir das zum Beispiel auch gar nicht machen können. Bei anderen Spielen, aber das war so der geringste Aufwand, bei anderen Spielen gehen wir komplett wirklich in den Code rein. Und das heißt, zum Beispiel, das war vor ein paar Jahren mal so ein Zeitungsartikel, der so ein bisschen, oder so ein Gaming-News, die so ein bisschen viral gegangen ist. Also sie war zum Beispiel auch international auf den ganzen hier so GameSpot und IGN und Kotaku und sowas allem. Da haben unsere Leute in diesem Product Department haben im Code von Dungeon Keeper 1 eine Nachricht gefunden, die der Entwickler in den Codezeilen reingeschrieben hat für die Nachwelt quasi. Und die wurde dann jetzt nach 20 Jahren oder 25 Jahren, haben wir die als erste so entdeckt, weil vorher hat halt niemand den Code davon auseinandergepflückt, weil keiner hat da irgendeinen Sinn drin gesehen. Und wir haben es halt gemacht, damit wir es wieder anbieten können. Und dann stand da irgendwie drin so,
wir haben gerade 16 Stunden am Stück gecruncht, es sind die letzten Minuten, bevor wir live gehen, ich bin am Ende unterschöpft, aber super glücklich und das Produkt ist geil und wir geben jetzt ab und das war halt irgendwie, weiß ich nicht, 94 oder 93, das wurde dann 2010 von uns wiederentdeckt. So, das ist schon irgendwie, also gerade wenn man so mit Leidenschaft Gamer ist, ist das echt irgendwie schon was, finde ich, was Besonderes und was Tolles. Ja. Habt ihr irgendwo eine Seite, wo man euch noch Spiele vorschlagen kann, die man gerne noch drauf hätte? GOG.com/wishlist. Wishlist. Ja, und da sieht man auch, also was wir echt viele, also wir lassen auch die erfüllten Wünsche drin und markieren die einfach. Und da siehst du zum Beispiel dann auch viele, die wir, also echt viele Spiele, die wir schon oder Wünsche, die wir erfüllen konnten, mit Spielen, die wir gebracht haben. Und manche Dinge sind seit es uns gibt. Und die werden wir, also frag niemals nie, aber es bleibt halt, zum Beispiel ist Anfang an Diablo 1 und 2 oder die Lord of Destruction Box oder Warcraft und so, also die Echtzeitstrategie-Dinger Warcraft, schon ewig drin. Und da hat es halt leider bisher noch nicht geklappt, dass wir die bekommen. Und wie gesagt, seit Jahren stehen die da drin, also und sind die mit die meistgewünschten Spiele. Deshalb ja, manchmal wissen wir, dass alle sich wünschen und wissen, dass viele wild drauf sind, aber wir können es dann einfach nicht hinbekommen. Black and White 1 und 2 sehe ich gerade. Ja, ja. Vor allem, wie kann man sich den Prozess dann halt eben vorstellen? Also ist es eher technisch oder eher liegt es daran, dass die ursprünglichen Entwickler und Rechteinhaber gar nicht mehr existent sind? Beides, je nachdem und sogar noch mehr Gründe. Also Sache ist ja, wenn wir ein Spiel anbieten wollen, brauchen wir sowohl die rechtliche Grundlage, wir müssen also mit dem Rechteinhaber des Spiels einen Vertrag schließen und gleichzeitig brauchen wir dann das Produkt selber und müssen das Produkt dann aufbereiten und lauffähig bekommen. Also wir haben erstmal die Hürde, den Vertrag aufzusetzen. Das kann dann, und da können mehrere Sachen scheitern. Eine Sache kann scheitern, wir wissen, wer der Rechteinhaber von dem Spiel ist, das wir wollen, sagen ihm, wir wollen das anbieten und er sagt, nee. Dann bieten wir ihm Gründe, erklären ihm, zeigen ihm andere kommerziell erfolgreiche, sagen ihm, da kannst du viel Geld mitmachen und ansonsten liegt das einfach nur rum und so. Vielleicht kriegen wir ihn nicht überzeugt, einfach nee, dann scheitert es daran. Eine andere Sache kann sein, wir wissen, welches Spiel es ist, aber wir können nicht mehr rausfinden, wer der Rechteinhaber ist. Und das klingt jetzt merkwürdig, wenn du jetzt zum Beispiel von heute in 20 Jahren versuchen wollen würdest, wer ist der Rechteinhaber von Destiny? Wäre das, glaube ich, sehr, sehr einfach, das rauszufinden, weil mittlerweile ist Gaming ein Multimilliarden-Geschäft, ne? Und damit ist klar, dass das alles strukturiert ist, alles sind professionelle Läden. Anfang der 90er, da war teilweise, das waren ja viele Autodidakten, die sich, also da war ja auch kein Game-Design-Studiengang und sowas, das waren Leute, die manchmal Informatiker, manchmal aber auch Quereinsteiger, die einfach irgendwann damit rumexperimentiert haben, als Computer gerade so im Vormarsch waren. Und die haben, das heißt, die Leute sind vielleicht seit 20 Jahren, entwickeln die keine Spiele mehr. Teilweise erreichst du die Leute nicht mehr. Teilweise kannst du gar nicht mehr nachvollziehen, wer der ist. Selbst mit, also wir haben manche Spiele, wo dann jahrelang unsere Leute echt forschen und detektivische Arbeit leisten und es nicht mehr rausbekommen, wer der Rechteinhaber ist. Und wenn wir ihn dann finden, dann musst du irgendjemanden, der mal vor 27 Jahren ein Spiel programmiert hat, seit 26,5 Jahren, aber nichts mehr mit Videospielen zu tun hat und jetzt irgendwo ein Rentner ist in Niederschutzingen, dem musst du dann irgendwie klar machen, dass wir sein Spiel, wir sind übrigens eine polnische Firma und wollen sein Spiel im Internet an alle verkaufen und so. Ne? Ja. Also das sind dann schon mal so quasi so rechtliche oder so quasi so geschäftliche, so Business Stolpersteine oder Hürden, die wir haben. Aber dann mal gesetzt den Fall für ein Spiel, wir haben es geschafft und haben jetzt mit irgendjemandem einen Vertrag geschlossen, wir dürfen dein Spiel, Spiel X, wir dürfen es verkaufen. Dann brauchen wir das Spiel X ja erstmal. Klingt auch wieder komisch. Heutzutage ist alles digital, es wird alles von so tollen Firmen wie GOG archiviert ja und für die Nachwelt festgehalten. Das heißt, man würde alles finden. Aber teilweise heißt das, also wenn wir mit jemandem so einen Vertrag schließen, denkt jeder ja, okay, dann schickt der uns halt das Spiel. Aber gerade das Beispiel von eben, sagen wir einfach mal, der Rentner in Niedertutzingen, der hat gesagt so, ey, leicht verdiene ich da ein paar Euro dran, mache ich einfach mal. Dann sagen wir ja, dann schicken Sie mal das Spiel zu. Und sagt er, weiß ich, habe ich nicht. Teilweise kaufen wir Dinger von eBay, teilweise haben wir selbst, aus unseren eigenen Sammlern, also wir haben Leute im Büro, die haben 600, 700 Big Boxen noch im Keller bei den Eltern liegen und so. Also
Aber damit kommen wir gleich zum anderen Problem. Wenn der polnische Kollege nämlich eine Version findet, dann hat die in seltensten Fällen deutsche oder englische Tonspur auch wieder. Naja, aber es gibt dann verschiedene Hürden, wie wir an das Spiel drankommen. Und dann haben wir irgendeine Form des Spiels. Sei es im besten Fall Source Code oder kompilierten Code vom Entwickler. Im schlechtesten Fall eine Diskettenversion in einer angeschimmelten Box von eBay. In den Fällen Disketten oder CDs müssen wir das erstmal rippen. Also machen wir ganz normal, dass wir wirklich quasi ISOs erstellen, die rippen und dann fangen unsere Leute an, daran zu arbeiten. Oder im anderen Fall arbeiten sie halt am Code. Und dann sagen wir, okay, wie kriegen wir das auf Windows 10, 7, vielleicht noch Mac OS X zum Laufen? Dann gehen diese Produktleute hin und erstellen eine Version von diesem Spiel, die auf Windows 10 läuft. Dann machen die das fertig, dann gibt das quasi unsere Produktleute, die, was soll ich die nennen, also die Programmiererleute im Produktbereich, die machen das und dann geben die das an unsere Tester im Produktbereich. Die setzen sich dann hin und spielen das Spiel. Und dann spielen die das und zum Beispiel klappen vielleicht die ersten 4 Stunden und dann gibt es irgendwo irgendwas nach 4 Stunden, was das Ding abstürzen lässt. Zum Beispiel sowas wie, muss man sich halt auch wieder vorstellen, wie anders die Systemarchitektur damals war. Was häufig ist zum Beispiel, dass unsere Hardware heutzutage zu potent ist, zu leistungsfähig ist für diese Spiele und dass dann zum Beispiel bei einem Spiel haben Grafikkarten, selbst eine schlechte Onboard-MacBook-Grafikkarte hat zu viel VRAM, zu viel Power, um dann im Spiel was darzustellen und sorgt dann für einen Overflow, der dann da irgendwas, der glitscht den ganzen Bildschirm weg und das Ding schmiert ab. Ja, oder Geschwindigkeiten, die damals an der Megahertzzahl gekoppelt waren, solche Scherze, ja. Exakt. Und dann haben unsere Tester also, die auch bei uns sitzen, testen also dieses Spiel, geben das dann zurück an den Programmierer und sagen, hier, an der Stelle, hier ein Screenshot gemacht, passiert das und so. Dann gehen unsere Programmierer wieder hin und arbeiten wieder am Code und pflücken das auseinander und probieren das zu beheben und dann irgendwas um oder im leichten Fall ändern irgendwas am DOSBox-Wrapper oder so. Dann geht's zurück an die Tester und dann in dem Testlauf haben wir irgendwann hoffentlich ein... Achso, übrigens eben, das war natürlich das zweite Problem, wo es dran scheitern kann. Wenn wir keine Version des Spiels finden, sei es auf Disketten, auf CDs oder im Code, dann können wir es auch nicht, selbst wenn wir einen Vertrag geschlossen haben, aber teilweise passiert es, wir kriegen das Spiel einfach nicht. Und hier kann jetzt gerade die dritte mögliche Hürde kommen. Wenn unsere Tester Bugs finden, Abstürze finden, die für die Programmierer nicht behebbar sind, dann, es kann sein, dass wir haben Verträge ausgehandelt, wir haben uns mühevoll die Version besorgt, unsere Programmierer haben tagelang, manchmal wochenlang daran gearbeitet und dann haben wir irgendeinen Fehler, dass wir das Ding einfach nicht zum Laufen bekommen. Und dann dann geben wir dann auf. Das kann so der dritte Punkt sein, was uns daran hindert, ein Spiel zu veröffentlichen. Und deshalb gibt es halt immer noch so viele Spiele auf der Wunschliste, die wir nicht anbieten können, obwohl wir es gerne wollten, weil damit verdienen wir auch unser Geld. Aber mit all diesen verschiedenen Gründen kann es halt immer irgendwas passieren, was dann außerhalb unserer Macht liegt. Ist aber auch natürlich keine Sache für Ewigkeiten. Also wir haben zum Beispiel Spiele, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, hat mir ein Kollege neulich noch erzählt, als ich in Warschau zu Besuch war, irgendein Spiel, über das wir 6 Monate lang, haben wir das intern quasi immer verschoben, haben wir gesagt, ja, das schaffen wir nicht, das ist kaputt, das kriegen wir nicht gefixt. Und dann irgendwann hat es einer repariert und jetzt läuft's und dann haben wir es veröffentlicht. Ich weiß nicht mehr, welches das war, aber irgendein Spiel, was halt schon intern so als, naja, können wir halt nicht veröffentlichen, abgeschrieben war. Und Ihr habt ja im Moment einen Mix zwischen, sage ich mal, den alten Spielen und den neuen. Könntet ihr ohne die neuen Spiele quasi gewinnbringend arbeiten? Oder deckt quasi die Neuverkäufe von neuen Games den Aufwand, den ihr mit den alten Spielen betreibt? Weil, wie du gesagt hast, ihr investiert teilweise bis zu 6 Monaten, könnt das Spiel aber nicht veröffentlichen. Ich meine, die Leute werden bezahlt, es steckt Arbeit drin, aber ihr verdient mit dem Produkt nichts, weil es nie veröffentlicht. Traurigerweise kannst du das sogar noch weiter spinnen. Wenn wir es veröffentlichen, musst du ja auch überlegen, was ich eben gesagt habe, wir Team Hospital, wir verkaufen das für 5 Euro. Genau. Wenn wir es für 5 Euro verkaufen, gehen davon erstmal 70% an den Rechteinhaber. Das heißt, von den 5 Euro gehen 3,50 Euro gehen direkt weg. Dann müssen wir von den übrigen 1,50 Euro, müssen wir also sowas, sagen wir einfach mal, der Nils hat sich Team Hospital gekauft und hat es mit Kreditkarte gezahlt. Dann gehen nochmal x Cent plus x Prozent Transaktionskosten an den Kreditkartenbetreiber.
Dann haben wir CDN-Kosten, also Serverkosten, wo wir das Spiel liegen haben, weil dann sagt der Nils ja nach dem Kaufen, ich möchte es mir runterladen, klickt auf den Button und dann müssen wir es rüberschicken. Da haben wir, klar, ist jetzt natürlich marginal, aber im Großen und Ganzen ist das natürlich auch mehr. Dann haben wir da nochmal Kosten. Dann haben wir, wie gesagt, Büroflächen, 170 Leute, haben Christoph hier in Berlin sitzen, der Hype bekommt. Und dann wird es echt schon relativ schmal, was wir an so einem alten Titel wirklich noch Gewinn machen. Und deshalb auch mit deiner Frage. Deshalb ist, wenn wir jetzt zum Beispiel, was war jetzt dieses Jahr, Divinity Original Sin 2, wenn das rauskommt und das verkauft sich, wird verkauft für 50 Euro, in einer Deluxe-Edition für 70 Euro, in einer, keine Ahnung, Divine Super Edition für 90 Euro. Wenn wir jetzt ein Spiel für 90 Euro verkaufen und davon dann 63 Euro an den Publisher abgeben, haben wir aber immer noch 27 Euro erstmal dran. Dann zahlen wir, die Kreditkartentransaktionen sind ähnlich und dann bleiben uns da aber statt, sagen wir einfach mal 80 Cent, bleiben uns da dann plötzlich mal 22, 23 Euro übrig. Und im Endeffekt war es ja der, es war sogar noch weniger Aufwand für uns, weil Divinity, das kriegen wir von Larian halt und das läuft auf Windows 10, da müssen wir nicht dran arbeiten. Deshalb, ja, also wenn wir ein Divinity Premium Super Edition verkaufen versus ein Team Hospital, machen wir ein Divinity 1000-mal mehr dran. Also, geht ihr denn prinzipiell auf alle aktuellen neuen Publisher zu oder seid ihr da selbst selektiv? Oder wollen die vielleicht gar nicht bei euch publishen? Wie kann man sich das vorstellen? Dass ja, ihr, alles, glaube ich. Also zum einen ist es, wir suchen uns ja schon aus, was wir wollen. Also wir sind ja, das ist ja der große Unterschied zwischen uns und Steam auch. Auf Steam ist ja erstmal, das war ja gerade so eine Diskussion in den letzten Monaten, so mit diesen so Erotik-Adult-Sachen und so immer diese Kuration von Inhalten, ne? Dass du bei Steam alles, also es ist jetzt auch nicht so, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Deshalb auch gar nicht, ich selber als Gamer, ich nutze auch Steam und ich kaufe mir auch Spiele auf Steam. So. Das ist ja nicht, ist halt einfach was, ich glaube, es sind so ein bisschen andere Ansätze, die beide, glaube ich, Berechtigung haben, weil auf Steam ist einfach so, da ist Masse. Du hast alles da, jeder veröffentlicht Spiele. Klar, wenn du irgendwie ein Spiel mit, wenn du ein Spiel veröffentlichst, was, keine Ahnung, Hardcore-Pornografie beinhaltet hat, dann wird es runtergenommen von Steam. Oder wenn du eins veröffentlichst, was, der Hakenkreuz ändert sich auch gerade, aber momentan ist es noch so, du kannst nicht einfach das mit Hakenkreuz veröffentlichen. Dann wird es auch runtergenommen von Steam. Aber wenn das nicht passiert, kannst du erstmal Steam vollballern mit allem. Ne? Da ist jetzt keiner, da sitzt jetzt keiner bei Steam wie bei uns bei GOG, guckt sich das Spiel an, spielt das durch, testet das und sagt dann, ja, das wollen wir. Weil so, was ich eben da technisch erklärt habe, das machen wir auch bei neuen Spielen. Wir haben ja ein Team an Leuten, die auswählen, welche Spiele wir aufnehmen. Und das wird selektiert. Also wir kuratieren das und deshalb veröffentlichen wir nicht, keine Ahnung, wenn bei Steam 100 Spiele in der Woche rauskommen, kommen bei uns halt nur 10 raus oder 8. Und dafür haben wir uns jedes einzelne Spiel angeschaut. Dafür ist halt bei uns auch, würde ich sagen, relativ wenig bis gar kein Scheiß auf der Seite. Also natürlich, es gibt Spiele, die dir vielleicht persönlich vom Geschmack nicht gefallen. Aber wir haben jetzt keine so Unity-Asset-Dinger, wo irgendjemand ja, was zusammengeklickt also hat. Scam-Games genau, oder genau was diese Scam-Sachen. Ja. So was gibt's bei uns einfach nicht und kann auch gar nicht passieren. Das ist so, durch den Prozess, den wir haben, kann es nicht passieren. Das ist so das Positive daran, glaube ich, dass wirklich, du kannst bei uns auf die Seite gehen und du findest hohe Qualität. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass nicht alles da ist. Und wenn ich zum Beispiel habe ich riesig, ich habe noch eben noch überlegt, weil ich viel Konsole auch spiele, und ich spiele Retro am PC und sonst viel Konsole. Was ich letztes noch gespielt habe, war zum Beispiel They Are Billions. Das war auch so ein Indie-Hit auf Steam. Ne? Das muss ich mir dann halt auch direkt auf Steam holen, weil das ist aus bestimmten Gründen, ist das halt nicht zu uns gekommen. Und da ist dann halt so die Kehrseite davon. So, das war ein Spiel, auf das ich Bock hatte. Das war, wollte es unbedingt spielen, aber GOG hat es mir nicht angeboten. Wie gesagt, es gibt verschiedene Gründe. Manchmal ist es so, wir sprechen jemanden an und sagen, wir wollen euer Spiel anbieten und die sagen nö. Manchmal ist es so, Leute sprechen uns an, sagen, wir wollen euer Spiel bei euch vertreiben und wir sagen nö. Und deshalb gibt es bei uns halt nicht einfach jedes Spiel, das du woanders finden kannst. Wie gesagt, das ist halt dann halt als aus Gamer-Sicht die Negativseite davon, dass ich dann sagen muss, okay, ich finde, wenn ich wirklich jedes Spiel finden will, teilweise mich vielleicht durch Müll durchsuchen muss, aber dann finde ich das auf jeden Fall woanders. Hat das exklusive Gründe, warum ein Publisher beziehungsweise ein Hersteller halt sagt, nö, ich möchte bei euch nicht? Weil ich würde jetzt, sage ich mal, so laienhaft sagen, wenn ich auf mehr Plattformen verkaufen kann, ist mehr immer besser. Warum sollte ich nicht bei euch verkaufen wollen?
Also ein Grund ist, wir haben ja eben auch mal kurz dieses DRM-frei angesprochen, was ja wirklich heißt, wir vertrauen unseren Käufern. Und nicht als hohle Market- oder PR-Floskel, sondern wir zeigen das mit unserem, seit 10 Jahren gibt es uns jetzt, wir zeigen das mit unserer 10-jährigen Geschichte. So, wenn du bei uns das Spiel kaufst, du hast grundsätzlich die Möglichkeit, technisch, du kannst es auf einen USB-Stick packen und kannst zum Nachbarn rübergehen und der kann sich's draufziehen. Wir bitten dich halt einfach, das nicht zu tun, weil, wie gesagt, aus den Gründen, die ich eben gesagt habe, wir haben Arbeit da reingesteckt, da hat ein Entwickler Arbeit reingesteckt und wenn du willst, dass die Leute dafür Geld verdienen, genauso wie ihr verdient Geld mit Streamen, ich verdiene Geld mit, dass ich GOG an deutschsprachige Gamer bringe, so, dann und du willst das Spiel spielen, dann unterstütze es bitte auch. Und wie gesagt, wir werden auch diese Überzeugung haben, wer raubkopieren will, der macht es auch, weil yeah, du findest es auf Torrent. Also, wenn ich ein Spiel mir illegal von Torrents ziehen will, dann mache ich das. Dann ist es egal. Und selbst wenn jetzt hier, was war jetzt gerade das Spiel, was jetzt gerade... Two Point Hospital. Wir haben eben drüber geredet. Das war doch hier ja groß mit Denuvo rausgekommen und so. Denuvo Kopierschutz, das frisst CPU-Leistung. Das macht dir dein Leben schwerer als... Du bezahlst doch 60 Euro für das Spiel und dann, oder wie viel auch immer, ne? Aber du bezahlst deine Kohle für das Spiel und dann hast du ein schlechteres Erlebnis mit dem Spiel, eine schlechtere Erfahrung, als wenn du es dir von einem Torrent laden würdest, wo du keinen Kopierschutz drin hast. So. Und das ist halt was, wo wir einfach sagen, wieder die Unterschiede so, das sehen wir nicht ein. Und deshalb, in dem Moment, wo dir das dann wichtig ist, ne, da ja, also die Sache ist einfach, wir vertrauen und genauso vertrauen wir auch darauf, dass unser Vertrauen nicht enttäuscht wird. So. Aber wer es oder missbraucht wird und wer also, es missbraucht wird, kann es tun. Habe ich richtig verstanden, dass du damit sagen wolltest, mehr oder minder, dass manche Publisher dementsprechend oder Hersteller nicht auf diese Kopierschutzmaßnahmen verzichten möchten, was für euch aber das Go wäre, es zu publishen? Ja, also wir werden ja kein Spiel anbieten, was mit einem Kopierschutz wie zum Beispiel Denuvo kommt. Okay. Und deshalb, also habe ich es richtig verstanden. Ja, und deshalb, wie gesagt, also es ist eine pure Vertrauenssache. Und da sagen natürlich manche, das wollen wir nicht. Wir wollen oder wir vertrauen da nicht. Und, ja, wobei ich sehe es ähnlich wie du. Also wenn die Leute halt eben Spiel raubkopieren wollen, dann machen sie es eh. Ob da jetzt ein Kopierschutz drauf ist oder nicht. Und wie gesagt, viele Gruppierungen machen sich da ja aus dem Wettbewerb, wer ist der Erste, der den Kopierschutz knackt. Gibt ja keinen halt... Kopierschutz. Das ist ja halt auch diese Diskussion ist halt so bescheuert. Und wie gesagt, ich verstehe andere Gründe. Also zum Beispiel, was ich verstehe, ist, wenn jemand sagt, wenn mir einer sagt, ich habe 150 Spiele auf Steam und ich will auch mein 151. Spiel auf Steam haben, damit ich einfach alles auf Steam habe und das will ich nicht bei GOG kaufen. Das finde ich total nachvollziehbar. Also dann, das ist ein Grund für mich. Aber dieser dieses Kopierschutz, den dann quasi den User, der das gleiche zahlt dafür, den dann noch zu gängeln dafür, das ist halt echt was ich, oder wir als Firma, also ich als Person, aber auch so, was halt die Firmenphilosophie ist, ne, wo da kein Verständnis für ist und was deshalb auch nicht stattfinden wird. Und deshalb wird so ein Spiel dann auch bei uns nicht kommen. Und deshalb haben wir halt auch viele Spiele nicht, die, wo Firmen sagen, da möchten wir nicht drauf verzichten. Und ja, und dass ein Denuvo hier von Two Point Hospital am Release-Tag oder am Tag vor Release gecrackt wird und dann auch nicht mehr und dann auch genauso tierschutzfrei verfügbar ist, ohne Geld zu investieren, wenn du willst, so, das wird ja immer wieder bewiesen. Deshalb es ist keine effektive Verhinderung. Es macht es einfach nur schwerer für alle. Und aber ja, deshalb, ich verstehe auch genauso gut, wenn jemand sagt, so ja, ist ja alles schön und gut, aber wir fahren gut damit, wir verkaufen auch trotzdem genug Kopien damit mit Kopierschutz und so. Und dann ist es halt einfach, dann passt man halt nicht zusammen. Das meine ich auch eben so. Ne? Es ist ja nicht, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Es sind halt einfach so zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Und für den einen passt halt das eine und für den anderen das andere. Als du das erste Mal diese Muten. Filmphilosophie Muten. Gehört hast. Was? Muten. Oh. Verzeihung. Dieses Cringe-Gesicht immer, das habe ich immer noch nicht verstanden. Als du das erste Mal von dieser Filmphilosophie gehört hast, hast du dich innerlich gefragt, ob die noch alle Tassen im Schrank haben oder war das so, oh ja, das ist ja voll die geile Idee? Bezüglich des Kopierschutzes und nee, Vertrauen. Also ganz ehrlich, für mich macht das Sinn,
von dem, wie es. Also zum Beispiel etwa hier, ich habe PSP, Sony PSP, den Handheld, ne? Habe ich mega viel gespielt, habe ich geliebt, so als Konsole, weil irgendwie so ein technisch schöner, guter Handheld. Und den hatte ich, der war halt, den konntest du ja super easy cracken, ne? Dass du Homebrew drauf hattest. Da hatte ich zum Beispiel Super Nintendo Emulator drauf mit allen Super Nintendo Spielen. Und da, die ganzen Spiele, die ich dann da drauf hatte, so, das ist auch nicht legal, aber es wird, ich gehe jetzt nicht in den Mediamarkt hier und kaufe mir irgendwie ein Super Nintendo mit Spiel, gibt's da nicht, ne? Also vom Super Nintendo Mini. Deshalb, da hatte ich kein schlechtes Gefühl oder schlechtes Gewissen bei, weil das ist nicht das, genauso wie ich habe auch immer noch ein Super Nintendo hier an meinen Fernseher drüben angeschlossen, einen originalen alten mit, ich habe einen ganzen Umzugskarton mit Spielen steht da oder so, weil das ist einfach so eine Retro-Passion, aber das ist was anderes, als dass ich mir dann die so ein komplettes Emulator-Pack auf meine PSP für unterwegs ziehe, so, aber wenn ich dann aber hingehe und weiß ich nicht, FIFA 18 kommt raus und ich will FIFA 18 spielen, dann hinzugehen und auf den Torrent, den mir einen Torrent zu ziehen und das zu spielen, so, das finde ich halt einfach nicht okay. Aber das ist halt, glaube ich, das ist echt eine sehr moralische Frage und eine persönliche und so. Und wenn einer sagt so, ist mir doch alles egal, ich habe jetzt keine 50 Euro oder EA ist eh scheiße, ich sehe das nicht ein, für FIFA zu bezahlen und will's aber gut, dann verstehe ich nicht. Ja, aber das ist meistens, sage ich mal, ist eine gewisse Doppelmoral, weil die Leute sagen dann auch, ja, aber ich freue mich auch, wenn dann FIFA 19 und 20 noch rauskommt und ich die auch noch spielen kann, also in dem Sinne dann nochmal raubkopieren kann, weil sie das ja nicht bezahlt haben. Also ich sehe es halt wie du, gute Firmen für gute Spiele unterstütze ich gerne, weil ich halt hoffe, dass sie weiter gute Games entwickeln und tatsächlich manche unterstütze ich halt nicht, aber dann kaufe ich mir auch die Spiele halt nicht und spiele sie halt eben auch nicht, weil mir halt eben nicht gefällt oder zusagt. Genau, aber deshalb glaube ich, es ist halt echt so eine persönliche Sache und derjenige, der halt null schlechtes Gewissen bei hat und der halt für sich sagt so, ich finde nichts falsch daran, mir das Spiel über Torrent zu ziehen, weil ich will es zocken, aber ich will kein Geld dafür ausgeben. Wie gesagt, da ist für mich jetzt kein Grund mehr, da macht es keinen Unterschied, ob ich mein Spiel jetzt mit Kopierschutz rausbringe, mit DRM oder ne, ob man es dann bei GOG oder Steam holt oder so weiter. So, das ist dann eh eine andere Geschichte. Und den werde ich auch nicht davon überzeugen, dass er jetzt bei mir doch bitte den Vollpreis ausgeben soll und sich das holen soll, weil der hat eh seine Entscheidung getroffen und so. Vielleicht, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem ganz am Anfang mit CD Projekt und mit Marcin und Baldur's Gate aus dem Koffer. Und wenn man dann sagt, ja, du kannst dir jetzt das Spiel ziehen, aber du hast halt bei uns noch x andere Boni und Zusatzfeatures und irgendwas oder eine Anreicherung, die das für dich schöner machen oder dann irgendwie ne, als Sammler oder was weiß ich, dann hat man natürlich wieder was, wie man ihn vielleicht überzeugen kann davon. Aber das ist vielleicht der Unterschied. Überzeugen, ich will mir gerne Gedanken machen, oder wir als Firma wollen uns gerne Gedanken machen, wie man jemanden überzeugen kann, aber zwingen wird halt nicht funktionieren. Ja. Und wovon ihr echt viele habt von den Goodies. Bei so alten Spielen, ja klar, bei so alten Spielen gerade, das ist ja das, was uns dann auch so besonders gemacht hat. Also da kommen wir ja her, ne? Am Anfang sind wir gestartet als Good Old Games. Und haben gesagt, wir bieten nur gute alte Spiele an und holen die wieder zurück. Und dann haben wir irgendwann, also dann hatten wir immer mehr alte Spiele und haben irgendwann gesagt, Mensch, da muss es doch nicht aufhören, wir können doch auch neue gute Spiele bringen. Und dann haben wir immer mehr Indies gebracht. Und das finde ich eigentlich echt eine ganz schöne, wie gesagt, eben im Day of Billions Beispiel. Manche Spiele gibt's halt dann trotzdem nicht bei uns. Da muss ich dann woanders hin, um mir die zu holen. Aber grundsätzlich so alles, so andere groß, also wir hatten ja sowas wie Dead Cells hatten wir, dann Hellblade, Divinity und die ganzen Stardew-Valley. Genau, also so große Indie-Hits. Davon, was ich also persönlich als Gamer jetzt wieder eine ganz geile Entwicklung finde, ist, wie diese Indie-Welle und so, wie viel Kreatives, Gutes da rauskommt und wie dann auch ein paar Leute echt was machen. Klar, das sieht jetzt nicht so opulent aus wie irgendwie der mega 100 Millionen Dollar Budget Shooter, wo 400 Leute allein die an der Grafik-Engine die geil machen, aber hat halt viel mehr so andere Qualität. Zum Beispiel Stardew Valley, perfektes Beispiel für mich. Ich habe früher Harvest Moon geliebt auf Super Nintendo und die Harvest Moon-Reihe ist ja irgendwie ein bisschen so vor die Hunde gegangen. So, wenn dann nochmal Spiele kamen, waren die eher shitty, so von der Optik oder von der Mechanik waren die nicht gut. Diese Rune Factory-Ableger waren ja noch ganz geil. Aber die Harvest Moon-Reihe an sich ist irgendwie über ein Jahrzehnt oder 15 Jahre so ein bisschen kaputt gegangen. Und dann, das ist ja die Stardew Valley-Geschichte, ist ja, dass der Typ selber ein riesen Fan ist von Harvest Moon
und hat nach dem Studium keinen Job gefunden und hat dann gesagt, ich mache meinen eigenen Harvest Moon Klon, weil ich gerade eh arbeitslos bin, und hat dann, während er auf Jobsuche war, hat er halt einen Harvest Moon Klon gebastelt. Und der wurde dann immer besser. Und dann, bevor er einen Job gefunden hat, hat dann irgendwann hier Chucklefish, war das, glaube ich, die dann gesagt haben, hier, wir, willst du das nicht rausbringen? Wir unterstützen dich jetzt auch finanziell dabei ein bisschen, dass du dich weiter finanzieren kannst, während du es zu Ende entwickelst. Und dann hat er, glaube ich, irgendwie 3 Jahre, 4 Jahre oder so, hat er echt alleine, klar, mit mal vielleicht ein bisschen Unterstützung da, hier und da, aber er allein hat alles von der irgendwie Geschichte, Grafik, die ganze Mechanik, Coding, alles selber, Musik, alles selber gemacht. Und dann bringt das raus und die Gaming-Welt sagt plötzlich, ey, wir warten seit 15 Jahren auf ein geiles Harvest Moon und da ist es so. Und dann hat sich's ja irgendwie, weiß ich nicht, 7 Millionen Mal verkauft oder so und der Typ hat ausgesorgt direkt so mit dem einen Spiel. Und, keine Ahnung, das finde ich halt mega, diese Indie-Zeit, in der wir leben, was da alles rauskommt. Und deshalb finde ich es halt echt schön für unseren Katalog. Ich finde, das passt auch gut, dass wir neben diesen ganzen Retro-Sachen, was halt, wo, als wir alle jünger waren, was da so so die Perlen waren und so. Und dann haben wir auch so die modernen Perlen auch auf der Seite. Also ich finde, das ergänzt sich ganz gut. Ja, plus, dass die wahrscheinlich nicht so viel ihr eigenes Süppchen dann halt noch mit Lootboxen und Top garnieren und was dann wahrscheinlich schwieriger halt wird, wenn sowas dann natürlich dann wahrscheinlich Online-Anbindung erfordert. Wobei, gibt's bei euch Games im Katalog, die auch tatsächlich Online-Anbindung erfordern? Wahrscheinlich nicht, wenn du sagst, du kannst sie runterladen. Doch, viele. Wir haben, bei uns ist ja wichtig, die hat ja eben schon, wir wollen überzeugen und nicht zwingen, ist ja gleich, wir haben ja auch einen Client, der dann wie Steam ist, GOG Galaxy heißt der, musst du aber nicht nutzen. Aber klar, wenn du jetzt zum Beispiel wenn du Achievements haben willst oder weiß ich, Auto-Updates oder so, ne, was du nicht leisten kannst, wenn du dir einfach nur so eine Exe runtergeladen hast und die bei dir auf der USB oder auf der Festplatte oder auf dem USB-Stick bei dir lagerst, dann können wir da natürlich keine Auto-Updates machen. So geht ja technisch nicht. Aber wer halt das, also wer quasi die Annehmlichkeiten davon haben will, die so ein Client und so eine Plattform bietet, der kann es haben, für den haben wir so einen Client und da hast du dann alles, Achievement und Chatting-Funktion und Online-Anbindung und Cosplay und sowas alle und Cloud-Saves und so ein ganzes Zeug. Aber wie gesagt, wer es nicht will, der halt nicht. Und ja, das bleibt also so weiterhin auch so unsere Philosophie, ne? Dass du quasi entscheidest, was du nutzen sollst. Und der Client heißt GOG Galaxy. GOG Galaxy, ja. Okay. Das ist so völlig surreal in 2018, dieses ganze Konzept. Ja, ich weiß auch nicht, man muss ja gucken, wie es weitergeht alles, ne? Und wo wir hingehen. Deshalb, also zum Beispiel dann auch, dass wir so Indies aufnehmen, passt auch gut zu uns. Aber klar, müssen wir dann auch irgendwann so mit den Retro-Spielen, nur so Klassiker, natürlich war das ja auch irgendwann dann abgeschöpft. Ne? Also klar, es gibt immer noch alte Spiele, die wir nicht haben, aber dann habe ich ja eben genannt, dann Gründe dafür, warum wir die nicht haben. Und natürlich mussten wir auch irgendwann gucken, wie können wir noch weiter wachsen, wie können wir noch mehr anbieten für Gamer und nicht einfach jetzt sagen, okay, das war's, wir haben fertig, GOG ist vorbei und wir haben jetzt 1000 Spiele, Retro-Spiele und das war's, fertig. So, und dann haben wir natürlich gesagt, diese Indie. Wir hätten auch super gern noch mehr AAAs, wir hätten super gern die ganzen großen AAA-Spiele alle am Tag 1 bei uns auf der Plattform. Aber wir sagen halt als Bedingung, keinen Kopierschutz, keinen Online-Zwang, kein so, dass jeder, der sich's einfach runterladen will, offline speichern will und einfach selber damit machen will, was er möchte, das ist immer Zwang oder ist immer halt Grundvoraussetzung bei uns. Sonst nehmen wir es nicht auf. Und damit scheiden halt sehr, sehr viele dann auch aus. Wie streng nehmt ihr denn den Online-Zwang? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Multiplayer-Spiel rauskommt, das halt nur im Multiplayer funktioniert, dann hast du ja automatisch einen Online-Zwang. Also wir haben keine Multiplayer-Only-Spiele aktuell, aber wir haben halt Singleplayer-Spiele, die dann auch, also dann, keine Ahnung, wir haben kein Call of Duty oder sowas, jetzt fällt mir gerade mal das Spiel ein, ne? Ja. Weil dann irgendwie Singleplayer-Kampagne und dann aber auch noch ein Multiplayer-Komponente, sowas bieten wir dann an und dann kannst du Multiplayer nutzen und derjenige, der sagt, ich habe keinen Bock auf dieses Online und ich will es einfach nur offline und kopiert haben, der kann dann einfach weiterhin nur Singleplayer offline nutzen. Aber klar, wer Multiplayer spielen will, der muss halt leider online gehen. So, dass er dann und wie sieht es jetzt zum Beispiel aus bei Divinity? Wenn ich das mit jemandem zusammenspielen will, muss der auch die GOG-Version haben oder kann das die Steam-Version sein? Ja, das schreiben wir dann auch bei jedem Spiel dazu, weil
da müssen wir natürlich, muss ja so angelegt werden quasi und so vorbereitet werden. Also bei manchen Spielen, bei großen Spielen, wir probieren es immer, wir reden, also unsere Techniker reden auch mit den Technikern von den Spielen, die wir bekommen, dass wenn ein Spiel Online-Funktionalitäten hat, dass wir denen sagen, wir wollen gerne, dass jeder das mit jedem Spiel, jetzt gerade hier Fortnite-Diskussion und so, ne, passt ja dann nur zu dem, wie wir von uns selber reden. Natürlich sagen wir, wir wollen, dass jeder mit jedem spielen kann. Ist aber auch wieder eine Sache, die ich auch verstehen kann. Es ist natürlich mehr Aufwand für Leute und es ist Arbeitsaufwand, den die reinstecken müssen. Und man kriegt das auch mit bei Spielen, so mit Day One-Patches und so, die arbeiten bis zur letzten Sekunde am Spiel. Und sogar so, selbst wenn das Ding schon gepresst wurde und auf dem Weg zum Mediamarkt ist, die Blu-ray, selbst dann arbeiten die ja schon dran für einen Day One-Patch, um irgendwas nachzuliefern. Dann ist es natürlich schwer, denen zu sagen, jetzt übrigens zieht mal da ein paar Programmierer ab und die machen jetzt die Online-Anbindung zu GOG. Deshalb, das ist ein schwieriges Thema. Deshalb können wir nur bei jedem Spiel sagen, hier konnten wir die vom Crossplay überzeugen, da nicht. Aber es ist auf jeden Fall für uns ein wichtiges Thema, weil wir wissen natürlich auch, derjenige, der dann die Spiele online spielen will, dass das die gleiche Situation wie jetzt gerade bei Fortnite ist. Natürlich will auch der Xbox-Spieler, der Fortnite spielt, will auch, wenn drei seiner Freunde PlayStation-Spieler sind, dann will er auch mit denen zusammenspielen. Und ja, wir wollen halt auch derjenige sein, der das... Problematik ist ja jetzt nicht nur bei euch neu. Egal, ob es jetzt bei Origin oder Uplay kaufst, du kannst zum Teil halt eben nicht mit den Leuten von Steam dann zusammenspielen. Die Problematiken gab es da auch schon halt super lange. Ja, nein, also ja, das, der Unterschied ist ja, dass wir haben ja keine, also Witcher, Cyberpunk Ausnahme, aber ansonsten haben wir ja keine eigenen Spiele und damit kein, also im Gegensatz bei Uplay und Origin sind ja 100% eigene Spiele. Das und damit haben die nicht nur eine andere Motivation, auch einen anderen Hebel. Weil die können ja zum Beispiel hingehen und irgendein Spiel wird jetzt announced, wo sie sagen, das bringen sie nicht auf Steam, sondern nur was, entweder Ubisoft oder EA, einer von was Anthem? Ich weiß nicht. Bei irgendeinem kommenden großen Blockbuster-Knaller hat einer von beiden announced, dass sie es nur auf der eigenen Plattform bringen und nicht auf Steam. Und das ist natürlich schon hart, also so wichtig und so groß wie Steam ist, jetzt zu sagen, du gehst nicht auf Steam, ist natürlich echt mega riskant, aber wenn es klappt und es verkauft sich trotzdem gut und die sehen dann, wie gesagt, ich weiß nicht, welche der beiden Firmen es war, aber wenn die dann nachher sehen, da intern die Manager, hey, das ist ja richtig, das ist richtig erfolgreich gewesen. Klar, wir haben vielleicht ein bisschen weniger verkauft als mit Steam, aber auch wieder die Sache, ich habe eben erzählt, wie dieses 70%, 30% dieser Aufteilung, dann ist natürlich, wenn jemand es über, sagen wir einfach mal, es ist Anthem, wenn es über Steam gekauft wird, kriegt EA da nur 70% dran und die 30% gehen an Steam. Wenn es über Origin gekauft wird, haben sie 100% in-house. Chat sagt jetzt, Fallout 76. Ah, Fallout 76, alles klar. Genau, und also die mit ihrem Bethesda-Launcher dann. Aber die kriegen auch einen eigenen Launcher? Ja, ja, jeder macht einen eigenen Launcher. Du kriegst einen Launcher und du kriegst einen. Aber everybody gets launched. Ja, aber ja, auch ich habe die Befürchtung, dass Sekiro jetzt, wo sie bei Activision sind, dann irgendwann auch über Battle.net nur kommt oder mit so. Mit Sicherheit. Also Sekiro wird auf dem PC mit Sicherheit nur über Battle.net. Das ist gar kein Problem. Muss er auf PlayStation 4 spielen. Ja, eben. Ach, der Mann ist mir sympathisch. ja, und damit ist natürlich dann für so ein, ne, für ein Publisher-getriebene Plattform, wie dann jetzt Bethesda-Ding und Origin und Uplay, ist natürlich immer ein ganz anderes Kalkül. Und wenn die jetzt so einen erfolgreichen Fall machen können, wenn jetzt Fallout 76 erfolgreich kommt und so, ne, und erfolgreich läuft für die. Und ich meine, welcher Fallout-Fan verzichtet denn drauf, nur weil er sich jetzt noch den 10. Launcher installieren muss? Also. Oh, einige. Meinst du? Ja. Meinst du dafür? Ja. Nein, weißt du was? Pass auf, ich habe das perfekte Beispiel für dich. Ich glaube, das wird genau das gleiche wie bei Star Wars Battlefront 2. Das ist, wir leben in einer, guck mal, wir sind alle so hardcore in so einer Gaming-Welt drin. Wir lesen Gaming-News, wir gucken uns einen Twitch-Chat an und so weiter. Wir sind total in so einer Bubble von Leuten, die alle so Hardcore-Gamer sind und die da total emotional bei sind, denen das wichtig ist. Die schreien alle ganz, ganz laut. Und guck mal, bei Star Wars Battlefront 2, klar, wir boykottieren das, keiner kauft das, das wird Desaster und denen zeigen wir es mal richtig. Im Endeffekt, das war, auf einen Chart hast du gesehen, das hat sich super verkauft. Das ging die ganz marginal unter den Erwartungen von denen zurück, obwohl die Lootboxen drin hatten. Das heißt, unterm Strich, als finanzielle Rechnung bei denen, haben sie sogar noch einen positiveren Case gemacht, als wenn sie es, weil sie haben ein bisschen weniger verkauft, aber dann durch die Lootbox-Mechanik natürlich noch viel mehr in-game dann dran verdient. Das heißt,
für die war das einzig Schlechte war dran, die negative PR und dass das halt ein bisschen, ne, so negative Aufschrei gab und dass das halt so jetzt, das war ja so ein bisschen der Sündenbock dann so in der Gaming-Welt jetzt von, wie man es nicht machen soll und wie man Gamer nicht behandeln soll. Aber wir, und jetzt meine ich so, wir Gamer, wir schreien alle ganz laut und wir hören uns alle gegenseitig in der kleinen Welt, in der wir leben und denken so, wir machen das alle. Ich rede ja was gerade passiert ist, weil es gab noch keinen so großen Shitstorm wie bei Star Wars Battlefront 2, dass es die große Boykott wird und so. Finanziell, Riesenerfolg für die. Und genau das Gleiche, wenn jetzt alle Leute aufbrüllen, ich werde niemals Fallout 76 spielen, weil Bethesda Launcher und ich boykottiere das und so. Das sind die gleichen Leute, die kaufen das dann. Oder machen sich... Ja. Macht zu Ende? Nee, war eigentlich Ramble zu Ende. Aber wir sind nur ein kleiner Furz in der riesigen... Wir denken immer nur, dass wir was zu sagen haben, das haben wir aber nicht. Weil der Großteil dieser Menschen hat überhaupt nichts davon mitgekriegt und wird auch nie was davon mitkriegen. Denn Karl-Heinz, 42, Vater von zwei, liest sich weder bei Twitter durch noch irgendwelche Online-Nachrichten, sondern rennt in den Laden. Oh, Star Wars Battlefront, let's go. Und davon profitieren die ja. Und genau dieser Typ, wenn er sagt, ach Mensch, laut, die Reihe spiele ich ja schon seit ich 15 bin, finde ich voll geil. Ja. Jetzt will ich auch das neue Fallout 76 spielen. Dann glaubst du, der Typ sagt dann, nee. Also auch der die Fester-Launcher installieren, die zwei Minuten Downloadzeit, ne, da ohne mich. Nee, genau. Und deshalb natürlich, klar. Deshalb, und dann, und jetzt weitergedacht, das heißt, die Fester sitzt man jetzt da und denkt sich, wir haben jetzt also von unseren, sagen wir einfach mal, willkürliche Zahlen, statt 1 Million Units zu verkaufen, wovon der Großteil über Steam geht und wo wir dann 70 behalten, haben wir jetzt nur 950.000 Units verkauft. Die sind alle über uns und wir haben 100% von einem. Und 100% von 950.000 versus 70% von 1 Million, dann sagt doch jeder bei denen, lass doch mal durchrechnen, Moment, das war ja eine super Entscheidung. Das nächste Spiel kommt nur noch bei uns. Und dann haben wir in ein paar Jahren haben wir alle 47 Launcher und in jedem Launcher haben wir die exklusiven Spiele eines Publishers. Warte, ich muss mir das gerade aufschreiben, CD Projekt Launcher Cyberpunk. So. Ja, das wird super. Haben Sie doch schon mit GOG oder nicht? Ja, klar. GOG ist doch euer Launcher. Ja. Du hast übrigens Gwent vergessen. Ihr habt drei vergessen. Also ihr habt drei. CD Projekt hat ja drei. Gwent gehört ja dazu. Ja, streng genommen gibt's ja noch ein paar. Es gab's noch irgendwas, ein Witcher-Adventure-Game-Ableger mal, der auch irgendwie so unterm Radar gelaufen ist. Also klar, so, es gibt noch so andere Projekte. Was jetzt bei Gwent eher spannend wird, ist, wir haben ja, da kommt jetzt ja eine quasi Singleplayer-Dinge, ne? Thronebreaker. Echt? Also quasi die Gwent-Mechanik, aber in ein normales Rollenspiel mit Story und mit Kampagne und so und dann alles so. So wie Hand of Fate-mäßig, oder? Ja, Hand of Fate hat's ja noch, genau, wenn du quasi, wenn Hand of Fate von Blizzard wäre und mit der Hearthstone-Mechanik. So, ja. Okay. Ja, das kommt. Und die Sache ist, dass, weshalb ich dann, also ich bin ja nicht so der Collectible-Card-Game-Spieler, aber was cool wird, ist, die Story ist halt geschrieben von dem, der die Witcher 3-Story geschrieben hat, also unserem Haupt Story-Quest-Autor, der hat Thronebreaker geschrieben. Das heißt, ich glaube, die Story wird schon ziemlich cool. Okay. Ich habe noch eine Frage zu dem, Galaxy Client. Ja. Ich weiß nicht, ob die Aussage, die ich jetzt treffe, richtig ist. Dann, wenn nicht, sag, ist falsch. Und wenn sie richtig ist, ob es mal so war oder noch so ist. Ja. Dass man mit dem Client scannen kann, was man auf Steam hat und wenn man das dort hat, dass es irgendwie übertragen wird. War das irgendwann mal ein Ding? Ja. Also, wir haben uns irgendwann mal also ich kann ja mal mit anfangen, hier tue Gutes, rede darüber, ne, was wir haben uns mal gedacht, wir wollen Leute, die, also unser offizieller Sprech dazu ist, zu GOG Connect, so heißt das, ist, wenn du Spiele einmal gekauft hast, sollst du ja nicht ein zweites Mal dafür bezahlen. Also wenn du dir jetzt Shadowrun Returns auf Steam gekauft hast und bist jetzt aber auch ein GOG-User und hast Spiele bei uns, dann warum solltest du bei uns nochmal Shadowrun Returns kaufen, damit du es auch in deinem GOG-Client hast? Das macht ja gar keinen Sinn. Und deshalb bieten wir GOG Connect an, dass wir dann sagen, hier, scan Steam, da hast du Shadowrun Returns und dann kannst du es ja auch bei Connect runterladen. Der
Gedanke dahinter ist natürlich, also ganz uneigennützig, ist natürlich jemand, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn ich nur Spiele, 150 Spiele bei Steam habe und keins bei GOG, ist es halt schwierig, das erste Spiel bei uns zu kaufen. Klar, wenn jemand jetzt sagt, ich habe 100 Spiele bei Steam und kann mir jetzt 10 von denen rüberziehen zu GOG, ist natürlich leichter, dann das 11. Spiel auch bei uns zu kaufen. Deshalb, also, das ist natürlich so ein bisschen, wir wollen dann die Eintritts-, die Hürde ja, abbauen, anfixen. Und, darf ich dazu kurz was sagen? Pushen. Ja. Ich besitze 570 Spiele auf Steam. Ja. Ich habe gerade mal GOG Connect gemacht, währenddessen du geredet hast. Ja, ja, ich meine, der Punkt, ich weiß, was du sagen willst, aber der Punkt, der war noch nicht fertig. GOG Connect ist ja, das ist ja kein dauerhaftes Feature. Das machen wir immer mal wieder, wenn wir große Sales haben. Dann fragen wir alle Leute, die bei den Sales mitmachen, ob wir ihre Spiele zu GOG Connect anbieten dürfen. Und einige Nette sagen ja, viele sagen nein. Und das ist der Grund, warum du jetzt auch gerade keine gefunden hast. Also wir haben zum Beispiel, wir haben das gelauncht vor irgendwie 2 Jahren. Und da hatten wir am Anfang, dann hatten wir halt für den, das war irgendwie im Summer Sale vor 2 Jahren oder so, und dann hatten wir irgendwie 30 Spiele. Und dann hatten wir beim Halloween Sale nochmal 10 Spiele und dann Weihnachten nochmal welche. Und jetzt gerade hatten wir auch wieder so ein Sale und da hatten wir auch nochmal, keine Ahnung, 10 Spiele oder sowas. Und das ist halt immer so, aber genau das, halt einfach die Barrieren abbauen und im Endeffekt, das ist ja das Gleiche wie mit Witcher 3. Wenn du Witcher 3 gekauft hast, hast du es ja auch bei GOG aktiviert und dann ist ja auch das Gute dann für uns, ne, dass dadurch, dann hast du halt mal das erste Spiel. Und dann ist es ja eher die Sache, wenn du Stardew Valley gibt's auf Steam und bei uns, und dann ist halt einfach, wenn du schon das erste Spiel bei uns hast oder das zweite, dritte und vierte Spiel, ist halt leichter, wenn dann Stardew Valley rauskommt und wir haben gerade einen Sale und bei uns kostet halt 5 Euro weniger, dann ist natürlich leichter, das bei uns zu kaufen. Ist einfach auch was davon. Aber ja, ich finde GOG Connect ist trotzdem eine schöne Sache, weil im Endeffekt wir verdienen nichts da dran. Wir hoffen halt einfach, dass dann mehr Leute bei uns kaufen, aber erstmal versuchen wir natürlich Leute zu überreden, dass wir denen Spiele gratis geben dürfen, was ja an sich erstmal nichts Schlechtes ist. Auch wenn wir natürlich auch davon profitieren haben. Gut, aber zusammengefasst, nicht dauerhaft, sondern immer temporär zu wahrscheinlich irgendwelchen Sales, dass dann halt ja, mal gescannt genau, werden soll von den Usern, die den Client halt nutzen, um die Spiele halt von Steam dann halt zu übertragen. Genau, also, genau, das kündigen wir dann immer an, ja. Okay. Ich habe jetzt gerade auf der Wishlist gesehen, dass ihr daneben Games, Features auch Movies habt. Kann man sich Filme bei GOG auch kaufen? Also ich glaube, das darf ich nicht offiziell sagen, deshalb vielleicht sage ich es offiziell, keine Ahnung. Ja, das ist irgendwie so Hype, ja, das ist so mehr oder minder tot. Also das war mal auch eine Zeit, wir haben mal geguckt, wie gesagt, so wie wir gesagt haben, erst waren wir nur alte Spiele. Dann haben wir irgendwann gesagt, hey, lass doch auch neue Indies nehmen. Haben wir irgendwann auch gesagt so, und das mit, hey, lass doch neue Indies nehmen, war eine grandiose Idee. Hat super funktioniert und ist jetzt auch, hat uns immer erfolgreicher gemacht, hat uns wachsen lassen. Die Idee, hey, lass doch auch mal Filme nehmen, hat nicht so gut. Naja, gut. Kann halt nicht alles gehen. Ja, ja. Also, nee, ist jetzt nicht, ich würde sagen, es ist nicht unser Steckenpferd, auch Filme anzubieten. Ja, Filmrechte ist ja auch noch ein ganz anderes Thema, glaube ich. Ja. Nee, also das erwarte mal, vielleicht vorsichtig formuliert, erwarte nicht, dass das irgendwie noch groß, ja, ausgebaut wird in Zukunft. Okay. Ich meine, Witcher kommt ja jetzt auch auf Netflix. Ja, und Superman als Witcher, ich finde, geht voll gut, oder? Ja. Ich finde ihn, nee? Also ich mochte seinen Superman nicht. Das heißt jetzt nicht, dass ich seinen Geralt nicht mögen würde. Echt? Aber ich finde, als Superman ist er doch, also ich fand ihn ganz unsympathisch. So, ganz, ganz unsympathisch. Ich vielleicht finde ich den Schauspieler auch einfach gut so, aber ich finde, der passt echt. Ich finde, und vor allem mit dem, ich weiß nicht, ob das offiziell war oder ob das so fanmäßig war, wo dann einer den schon so, dieses Netflix-Plakat von Witcher, ne? Ich weiß nicht, war das offiziell? Wo er dann quasi, er war da in Geralt schon so mit grauen Bart. Ja, genau. Das habe ich auch gesehen, ob es jetzt offiziell war, weiß ich nicht. Ich glaube nämlich, es gab noch gar keinen. Aber es gab nämlich gar keinen offiziellen. Egal, aber ich finde, da sieht man schon, es passt echt gut so. Und ich kann mir das echt, mir das echt gut vorstellen. In welchem Film ist das? Es gibt doch diese geile Szene, wo der Schauspieler irgendwo in irgendeiner Prügelszene läuft auf einen zu und macht so mit seinem, lädt so, da gibt es auch so ein Meme dazu, wie er so seine Fäuste auflädt, seine ganzen. Oder, kennt ihr das? Wo er so, dann läuft er auf so eine Schlägerei, läuft er drauf zu und macht dann so mit der Fäuste, geht dann so auf die Schlägerei zu und dann gibt es so ein Meme, wo das dann so mit so Nachladegeräuschen kommt, während er so die Fäuste vor der Schlägerei sagt. Ich finde, ich kann mir das echt geil vorstellen, gerade weil so die Geralt, oder zumindest die Interpretation, die wir gemacht haben, ist ja auch noch was anderes als die Bücher, ist ja schon einer, ne, so sehr, immer dieses so,
Prügeln kämpfen, also dass er wirklich so ein gestellter, prügelnder Typ ist und das ist jetzt nicht so. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, wie der so auch so in den Action-Szenen, in den Körperbetonen, wie das extrem gut funktioniert, wie der auch so ein erwachsenen Dreck, also ne, nicht nur so ein Hochglanz-Hollywood-Schlägerei-mäßig, sondern wirklich so ein, ne, wie zum Beispiel was die, waren es die Zack Snyder Batman-Filme, aber die, wo Batman halt so ein bisschen mehr wurde, während er früher eher so dieses MacGyver-mäßige hatte, so, ne, ich kämpfe, aber tu keinem wirklich weh, wurde er irgendwann dann so rough und ne, so ein bisschen so auch, keine Ahnung, ein bisschen mehr Hardcore-Batman so. Und ich kann mir auch so Hardcore-Geralt echt gut vorstellen. Ich freue mich auf einige Charaktere. Ich hoffe, da einige zu sehen. So wie Dirk da zum Beispiel. Wie was? Achso, du hast ja gar nicht gespielt, ne? Ja. Ah. Nee, Witcher 3, wer spielt das schon? Aber Gwent? Magst du Gwent? Ja. Ja, ist gut, ne? Ich habe gehört, das ist ein sehr gutes Spiel. Oh. Sehr gut. Nein! Das gibt's nicht auf dem Tablet oder auf dem Handy, das finde ich so schade. Ja, das kann ja noch. Kann ja noch passieren. Kann ja noch, ne? Geht leider nur am PC und am PC ist immer so. Wie, du bist ja so ein PC-Gamer und sitzt den ganzen Tag dafür. Ja, aber so, von der Konkurrenz hat man immer auf dem Tablet gespielt unterwegs ja, und so. Kann ich mir auch kurz vorstellen. Aber wie gesagt, wir machen jetzt ja gerade so Homecoming. Das wird ja die neue Gwent-Aktion, so, wo wir das nochmal neu angehen und so ein paar Sachen verändern. Deshalb vielleicht kommt da auch so, vielleicht kommt da auch noch was in Zukunft, dass es, ne, für den im Bett liegen mit dem Tablet Zocker angenehmer macht. Oh, das wäre so schön. Wäre wirklich schön. Ich, ganz ehrlich, mich hindert. Ich habe übrigens in Gwent schon sehr viel Geld ausgegeben. Was? Ich jetzt noch, ja. Oh oh. Sehr viel Geld. Aha. Apropos Geld, ich bin sofort wieder da. Was? Der Money Shot. Nun. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich finde es so schade, weil ich spiele es leider nicht so viel, weil ich kann es nicht unterwegs machen. Geht nicht. Und ich liege gerne mit dem Laptop im Bett. So gar nicht. Das ärgert mich, weil ich würde so gern spielen. Das ist so ein Spiel, das spiele ich gerne in meiner Freizeit allein für mich. Ja, was soll ich dir? Also ich kann dir nichts dazu sagen. Nee, musst du auch nicht. Das war jetzt einfach nur so aus dem Gespräch raus. Ja, also, nur so aus dem Gespräch ich kann raus. Sehr gut verstehen, wie gesagt, für die Leute, die auch Hearthstone oder so Magic the Gathering spielen und so. Das ist, macht schon sehr, sehr viel Sinn, das auch auf Tablet anzubieten. Aber leider noch nicht. So. Ich muss mir jetzt mal kurz Caesar 3 holen, weil da denke ich schon die ganze Zeit dran. Ja, das ist eine sehr gute Investition. Kaufen wir jetzt alle bei GOG ein? Ja, dafür haben wir uns doch im Stream getroffen, oder? Ja, hast du mir zumindest so verkauft. Wir treffen uns und ihr kauft Spiele und ich gucke euch dabei zu. Caesar 3, ja, gefällt. Mann, Christoph, sag das doch bitte nicht laut. Ach so, das war doch so zwischen uns. Mann, ey. Ich kann aber auch was. Meinst du, es gibt im Chat irgendjemanden, der gratis Spiele will? Ja, ne? Aber hau keine Keys in Chat. Darf ich nicht? Naja, die Bots holen die dann sofort. Also, nein. Ich kann doch überhaupt nicht im Chat, also nur doch, als normaler. Ja, aber nur, also nicht irgendwie als Admin, dass niemand sieht von mir, das ist. Ich habe hier gerade noch, guck mal, wir haben auf der Gamescom, habe ich dir das gegeben, Nils? Nee. Haben wir an unsere. Oh, jetzt wird's lang. Ich wollte sagen, unsere lieben Partner, und die habe ich keins gegeben. Na, wir haben uns ja nur so kurz getroffen. pass auf, ich habe hier nämlich, halte ich fest, Pillars of Eternity 2, Moonlighter, Banner Saga 3, Frostpunk und noch ganz viele mehr, ein Haufen Spiele. Pass auf, ich halte den in die Kamera und dann soll sich dem irgendjemand holen. Ja, das ist von der Gamescom noch übrig. Habe ich nicht geschafft, auf der Gamescom zu. Ja, vielleicht bist du ja schneller als die anderen. Da muss man aber, jetzt natürlich ist von Vorteil, wer schon ein GOG-Konto hat, der ist schneller mit dem Einloggen. Warte, ich mach mal, wo ist denn die Kamera? Da. Hier, guck mal. Ich hab heute verstanden, was Fuck DRM bedeutet, ne? Und ich war am Montag. Aber ich ärgere mich so sehr, dass ich kein T-Shirt habe. Ja, kriegst du. Ich hab, meinst du, das schafft irgendjemand jetzt abzutippen? Kann ich dann aufhören? Klar, einfach ganz kurz Screenshot oder machen, was weiß ich, fertig. Er kann schon wegmachen. Du musst ja die Leute, die schnell sind, belohnen. Ach so.
So, und gleich kommen wieder alle so. Jetzt war ich zu langsam, jetzt hat jemand. Jetzt war ich weiß, ja nicht so schlimm. So, genau. Die hatten wir, diese schönen Dinge hatten wir auf der Gamescom mit dabei. Und ja, die T-Shirts habe ich hier auch noch irgendwo rumliegen. Ach, guck mal, wir hatten auch Aufkleber. Ja, schöne Aufkleber. Du, aber ganz ehrlich, ich beschwere mich nicht, weil ich durfte, dank deiner wundervollen Konnektivität, durfte ich mir Dings schon angucken. Was denn? Cyberpunk. Cyberpunk war ganz gut, ne? Ja. Hm. Guck's mir das vielleicht war, morgen da, also, noch mal an im Büro, zum 10. Mal. Ach nee, jetzt mittlerweile ist ja langweilig. Ja, spannend wird, wenn die uns neue Builds schicken. Weil das Gameplay, was wir auf der Gamescom gezeigt haben, hat jetzt ja jeder gesehen, aber es wird ja weiter dran gewerkelt und unterbrochen. Du bist gemein. Aber ich beschwere mich nicht, weil ich habe, das fand ich ja sowieso völlig abgefahren bei euch, ne? Ich weiß nicht, irgendwie eure Filmpolitik kommt mir immer vor, als wenn ihr eine Sekte seid. Ich sag das jetzt mal ganz frei raus, ja? Weil so, ey, cool, könnt ihr runterladen, könnt ihr euren Kumpel geben, aber wir, also ihr könnt es auch kaufen, es wäre cool, mehr als einmal, so. Hare Krishna, genau. Nee, das sag ich ja gar nicht. Wollt ihr euch alle nochmal Cyberpunk angucken? Wir machen euch aber ganz deutlich keine Fotos. Und alles ist cool. Und hier habt ihr noch ein kleines Goodiebag. Oh, vielleicht liegt das daran, dass wir so viel Alkohol immer am Messestand haben. Also ganz ehrlich, das war für mich sehr, sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen, der Stand an sich. Der Stand war geil, ne? Also ich habe auch richtig, ich bin auch schon seit Anfang, also seit es Gamescom gibt, bei der Gamescom immer für GOG und vorher für andere Firmen. Aber das war echt, ich glaube, die beste Gamescom, die ich so. Also ich habe wieder gar nichts mitbekommen vom Rest der Gamescom, weil ich halt die ganze Zeit in dem Business Area rumhänge. Aber mit dem Stand, mit dem Spiel, alle Leute kamen und waren gehypt. Es hat fast allen, ich habe mit einem nachher geredet, der fand's scheiße. Der meinte, ja, nee, das ist ja, sieht ja voll langweilig aus und immer nur das Gleiche und nur Geballere, bla 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 bla. So, einer, dem hat es nicht gefallen, aber sonst haben es echt. Ich glaub, Kevin, ja, also hat mir auch nachher so mitbekommen. Ne? Das haben ja echt alle Leute richtig positiv aufgenommen. Und das ist halt das, was ich meinte, so, ne, wenn ich dann für eine in der Videospielindustrie zu arbeiten, für eine Firma zu arbeiten und dann jetzt gerade halt für CD Projekt und so ein Spiel wie Cyberpunk, so, das ist halt schon ziemlich, ziemlich gut. Also könnte mir kaum was vorstellen, wo ich mehr Lust hätte, dran zu arbeiten, an welchem Thema. Wie ist denn so bei euch die Firmenpolitik? Also kennen sich alle? Ist das so familiär oder ist das doch wie in einem großen Konzern? Also kennt der Chef noch seine Mitarbeiter? Ja, für mich ist eher so, ich war da, also ich, wie gesagt, ich bin jetzt ja in Berlin. Ich war anderthalb Jahre in Polen, auch in Warschau, und habe da gearbeitet, bevor ich wieder zurück bin. Und für mich war das eher so, ich glaube, ich bin dann schon, also ohne jetzt so Ds zu bedienen, aber so manche Stereotypen sind vielleicht auch deshalb so wahr, weil sie dann auch in der Gesellschaft vorgelebt und damit dann auch verinnerlicht werden und so. Also zum Beispiel, ich bin da, glaube ich, klassisch Deutscher. Ich bin so, ich gehe ins Büro und dann hole ich mir einen Kaffee an den Platz und dann sitze ich am Rechner und dann mache ich mein Zeug und dann arbeite ich und mache E-Mails und dann manchmal habe ich keine Zeit für Mittagessen, dann hole ich mir ein paar Salzstangen aus dem Automaten, sonst dann mache ich mein Zeug und ich klopfe das so durch und mache meine Meetings und dann ist so Arbeitszeit. Und da in Polen gehen halt die Uhren dann auch manchmal so ein bisschen anders. So, da ist halt viel mehr so alle so, ne, Freunde, also zum Beispiel, da wird dreimal in der Woche wird halt nach der Arbeit zusammen gesoffen und jeder ist miteinander befreundet und der eine aus dem Marketing ist der Trauzeuge von dem aus dem Business Development und die HR-Frau ist verheiratet mit dem Programmierer und so. Und es ist alles so eine, wirklich so, also wenn so andere Firmen immer davon reden, so, ja, wir sind wie eine Familie, das ist halt wirklich so, die sind alle untereinander echt befreundet. Und das war für mich, nee, eigentlich ist das ja was Positives. Und da habe ich halt bei mir gemerkt, das bin ich halt so vom Naturell weniger. So, ich bin halt mehr so, ne, mit meinen, so die Freunde, die ich halt so hab, die ich auch privat kenne. Und dann, das heißt ja nicht, dass ich mich mit den Leuten auf der Arbeit nicht verstehe, aber es ist halt für mich immer noch, ich gehe da hin und dann mache ich halt meinen Job so. Und ich kann ja trotzdem, wenn, keine Ahnung, wenn wir eine Gamescom-Party haben, habe ich ja auch, oder wenn wir eine Firmenparty haben, habe ich natürlich auch irgendwie
Spaß mit denen und ich mag die alle und so. Und das ist auch was, aber das war jetzt schon so, ich bin nicht so hundertprozentig dieses so, für mich war das schon befremdlich, dass die quasi jeden Abend was miteinander machen und dass alle untereinander befreundet sind. Und wie gesagt, das ist so oft, dass dann irgendwie nach der Arbeit, dass die Leute da sitzen bleiben und dann irgendwie zusammen trinken im Büro und dann noch irgendwie, zum Beispiel, was jetzt gerade viele machen, ist, wir haben jetzt so eine neue StarCraft 2 Community und die machen halt irgendwie dreimal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag bleiben die nach der Arbeit sitzen, holen sich, wir haben halt einen großen Kühlschrank, holen sich Bier und zocken halt einfach StarCraft den ganzen Abend so. Und das ist halt so deren Freundeskreis tatsächlich auch. Ja. Und ich glaube, und das ist halt sowas, ich glaube, das hatte ich weniger in deutschen Firmen, wo man versteht sich gut miteinander, aber es ist klarer getrennt von so, hier sind wir Firma und da sind wir, so mein Freundeskreis und so die Leute, mit denen ich Privates mache. Und ich habe doch vorher bei den Firmen, wo ich in Deutschland gearbeitet habe, hatte ich auch Leute, mit denen ich mich gut verstanden habe, mit denen habe ich was privat gemacht und dann wurden sie vielleicht meine Freunde. Ich habe jetzt noch, in einem Monat fahre ich mit einem Kumpel im Urlaub, den habe ich bei RTL vor 15 Jahren kennengelernt. So. Und der ist jetzt mein Freund, aber damals, also ne, das hatte ich halt irgendwie so, da habe ich dann so eine Freundschaft mitgenommen, aber wo ich bei RTL war, bin ich nicht immer, sind mich abends mit 100 Mann dann in die Kölner Altstadt gezogen und haben Bier gesoffen, so, da macht dann so, ein paar Leute verstehen sich und sowas. Und das ist, glaube ich, echt so was, was ganz anderes so in Polen. Weil das ist nicht nur bei GOG so, das kriege ich halt auch andere polnische Firmen mit. Das ist ja eh so geil in Polen dann auch, ne, wieder so die Gaming-Landschaft, da gibt es ja noch viel mehr. Das ist ja nicht nur CD Projekt und so, ne, sondern es gibt auch andere viele große Firmen, die da gute Dinge machen und so. Also halt, ja, vielleicht machen die schon was richtig so mit einer guten Atmosphäre und dass die Leute auch das nicht nur als Arbeit sehen, sondern dann auch wirklich so als ihren kompletten, ihr soziales Umfeld sehen. Das hat den Eindruck hat man übrigens auch am Stand gehabt, am Sonntag. Nee, haben wir uns am Sonntag oder am Montag gesehen? Am Sonntag. Nee, Montag. Ich bin erst Montag. Man hat, ja. Also, ich hatte das auch getwittert. Weiß gar nicht den genauen Wortlaut, aber man merkt, dass man in den heiligen Hallen ist. Weil dieses Ganze, auch dieses Flair vor Ort, hat genau das, was du gerade beschrieben hast, irgendwie wiedergespiegelt. Und ich saß nur 10 Minuten im Vorraum in einem Stand auf der Gamescom. Ja, wenn ich das so sage, es ist ja auch, also wenn ich das beschreibe, klingt es ja eher so komisch, dass ich der Komische bin, ne? Dass ich da nicht so eingetaucht bin. Deshalb ist auch wirklich so, das ist jetzt ja nicht, dass ich irgendwie was erzähle, um zu sagen, so, oh, ist so toll bei GOG oder so, weil ich war ja eher so, dass das nicht so meins war, ne? Und deshalb, und wo, glaube ich, so verschiedene, wie gesagt, so verschiedene Typen oder so verschiedene Charaktere so kommen. Aber Vorteile daran genieße ich auch. Also wie gesagt, so, ich fahre zum Beispiel jetzt auch so alle 5 Wochen, ich bin jetzt in 2 Wochen, fliege ich wieder rüber. So alle 5, 6 Wochen fliege ich immer mal rüber und bin halt da. Einfach, dass man, weil es ist was anderes, wenn ich nur hier von zu Hause aus arbeite und mit den Leuten halt nur, wie wir jetzt gerade, so nur über den Rechner, nur über Skype, nur über Telefon und so mit denen rede, nur über E-Mails, ist halt, verliert man schon so ein bisschen den Kontakt, als wenn ich mit denen dann auch, keine Ahnung, bei den Mittagspausen holt sich halt zusammen was zu essen und quatscht dann auch mal über irgendwas. Und das ist auch nach wie vor total schön und ich mag die Leute alle nett so. Ich mag die alle gern so und die Leute, die nett sind, mit denen kann ich auch was privat machen. Aber das ist nicht nur, dass die alle zufällig beste Freunde sind, sondern es gehört zur Kultur. Wenn du da ankommst, dann wirst du halt in diesem Gesamt, wir sind ein großer Haufen, wir sind jetzt eine neue Familie. So, los geht's. Okay. Ja, also ich meine, du trennst das halt explizit privat von Arbeit. Also explizit, sag ich mal. Ja. Du bist auch okay. Musst du ja auch nicht. Genau. Aber deshalb glaube ich, so dauerhaft dauerhaft da wäre es halt auch irgendwie. Na gut, für mich war es ja, meine Freundin war in Berlin und deshalb, wir hatten dann quasi eine Fernbeziehung, als sie in Warschau war. Deshalb war für mich klar, das ist eh keine dauerhafte Lösung für immer. Und dann haben wir zum Glück diese Möglichkeit gefunden, dass ich von Berlin aus arbeiten kann. Ne? Genau, musste ich mir keine neue Freundin von GOG-Mitarbeitern suchen. Ja, aber du hättest auf jeden Fall Trauzeugen gehabt. Das stimmt. Sehr viele. Ja. Bestimmt Leute, einige. Und Leute, mit denen ich Quake spielen kann nach der Arbeit. Oder StarCraft. Perfekt. Das ist aber echt schon cool, dieses so mit, dass wirklich die Leute so alle, das so sehr, eine sehr homogene Masse ist. So.
dass sowas zustande kommt. Oder dass zum Beispiel, dass manche treffen sich zum Tabletop zocken, andere spielen dann Pen and Paper und so. Und dass das, deshalb, es passt ja echt so gut, wie die Leute einstellen. Ich glaube, die achten da schon sehr, sehr stark drauf, dass, dass ne, alles wirklich so Gamer sind oder, also ich mag diese ganzen Wörter nicht, aber so Geeks, Nerds, Gamer und so, aber dass die halt alle schon so, dass da keiner hingeht, weil er so sagt, oh, das, ich habe gehört, die machen ein erfolgreiches Produkt, dieses Witcher 3, das war ein erfolgreiches Produkt und ich würde gern bei einer erfolgreichen Entertainment-Firma mitarbeiten und so, dass so jemand nicht da reinpasst, der das wirklich so rein, so nüchtern sieht und faktisch, sondern dass die Leute auch wirklich alle ein bisschen emotional sein müssen beim Thema Videospiele oder beim Thema, weiß der eine über Anime und Manga und Japano-Weeb-Zeug und der andere über, ich habe ein anderer Kollege von mir, ist der krasseste Warhammer-Fan, den ich kenne, der lebt echt dieses Warhammer-Universum und solche Leute arbeiten da halt und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass die, genau für so, wenn es dann mal stressig wird im Alltag, wenn dann mal ne, da Probleme auftauchen und dass man immer irgendwie eine menschliche Beziehung zueinander hat. So, das ist, glaube ich, echt schwierig, das zu gewährleisten. Und dass ich so über kulturelle Unterschiede geredet habe. Gerade so in deutschen Firmen ist das, glaube ich, echt viel, also meine Erfahrung einfach so, viel schwieriger, dass wirklich so, dass das so funktioniert, dass Leute so ein, dass du es schaffst, so eine homogene Masse zusammenzusetzen. Gerade wenn du von über 100 Leuten redest, das ist ja echt schon schwierig, dass die sich alle mögen und dass sie ein Gefühl von Verbundenheit haben und wir ziehen alle an einem Strang. Und gerade wenn es dann echt hektisch wird und wenn Freitag, also das ist ja auch häufig bei uns, keine Ahnung, dass wir arbeiten viel mit Amis zusammen und dann, wenn wir Feierabend machen wollen, stehen die auf und dann sagen die uns mal, was, wenn es bei uns schon Freitagabend 19 Uhr ist, kommt dann eine Mail aus den USA von der Westküste und dann sagen die so, ja, unsere Entwickler sitzen jetzt gerade am Patch, wir sollten in den nächsten 3 bis 4 Stunden fertig sein. So. Und dann ist natürlich auch ne, natürlich jetzt nicht für jeden, ne, für jeden der Traum, wenn er dann auch noch mit Leuten zusammensitzt, die er nicht leiden kann und dann nichts hat, dann da Freitagabend um 19 Uhr im Büro zu sitzen. Aber wenn du dann eh sagst mit den Leuten, ey, wir müssen jetzt gar noch 2 Stunden auf Patch warten, lass doch mal grad, wir gehen vorne in die Kantine, holen uns irgendwie noch was zu essen, machen uns ein Bierchen auf und zocken eine Runde StarCraft 2, bis der Patch da ist und so, dann klappen, glaube ich, auch solche Momente das. Ich habe eine wichtige Frage. Ist der Automat, an dem man Salzstangen holen kann, muss man da bezahlen? Ja. Wow. Das ist für mich dann, nee, dann bewerbe ich mich jetzt nicht. Nee, das ist, ich habe ja RTL-Kantine zum Vergleich, die ja relativ so groß ist und wohl garantiert nicht das Schlechteste ist. Die Kantine da ist der Hammer. Die haben, also du musst auch dafür bezahlen, aber dafür, du hast halt auf dem Gelände, du hast super, super geiles, frisches, leckeres Essen, abwechslungsreich, hast und hast, wie gesagt, so alle möglichen sonst an so Kuchen, Snacks und sowas, alles so, musst dafür bezahlen, aber dann auch wieder, wie gesagt, da kommen auch wieder so unterschiedliche Preise. Also ich finde das sehr, sehr bezahlbar und sehr moderat, wie du dich in der Kantine verköstigen kannst. So. Ich finde das auch überbewertet. Also ich habe lieber ein vernünftiges Gehalt, anstatt immer dieses so, weißt du, das sind die besten Jahre, 40 Stunden Praktikum und voller Einsatz erwartet und bitte Studium und sonst wie. Wir bieten entspannte Atmosphäre und flache Hierarchien. Obst und gratis Getränke in der Teeküche und so weiter. Nee, die sollen mir ein Gehalt zahlen, ein gutes. Und dann kann ich mir auch am Snackautomat für 50 Cent meine wie heißt die nochmal? Paluschki, Salzstangen holen. Das ist sogar noch weniger. Ich glaube, Paluschki am Automaten kostet wie 30 Cent oder so eine Salzstangen. Also schon. 3 Salzstangen oder was? Nee, so eine volle Packung Salzstangen. Was? Irgendwie so 150 Gramm. Eine normale große? Ja, 150 Gramm, so eine, diese, also nicht diese Boxen, ne, nicht diese Aufreißboxen von oben, diese Plastikcontainer, sondern diese normalen in so einem Folienbeutel, in so einem Gummibärchenbeutel, ne, sowas. Ja. 30 Cent. Der Moderator. Ja gut, denn, naja, das ist ja fast... Dann bewirbst du dich doch, ne? Das ist ja fein, na gut, das ist wieder was ganz anderes. Nee, aber in Warschau wohnen, das war witzig, weil das war für mich vorher auch, ich hatte keine Erfahrung mit Polen und keine Erfahrung mit Warschau und so. Und da hinzuziehen, ich habe schon jetzt auch so gedacht, so, ja, wie wird das so, der Alltag und so zurechtkommen, so ey, das ist als Deutscher so witzig, merkt erstmal, wie
in Deutschland manches, wie rückständig wir sind. Mir fällt das jetzt auf. Ich sitze hier in Berlin, das beste Internet, das ich hier in meiner Wohnung bekomme, und echt so, ich habe halt das Maximale, was unabhängig vom Preis, was möglich ist, ist eine 50 Mbit-Leitung hier. Und ich zahle für meine 50 Mbit-Leitung irgendwie 31 Euro hier. Ich hatte da eine 200 Mbit-Leitung für 16 Euro. Und das nicht, weil in Polen alles günstiger ist. Ist sogar, wenn du zum Beispiel, wenn ich ins Kino gehe, da ins IMAX-Kino, kostet da das gleiche wie hier in Berlin. Oder wenn ich in ein Steakhouse gehe und mir ein gutes Steak hole, kostet genau das gleiche wie hier. Was da halt günstiger ist, sind, wenn zum Beispiel Grundnahrungsmittel, wenn du dir irgendwie ein Kilo Kartoffeln im Supermarkt kaufst, die sind sehr viel günstiger. Oder öffentlicher Nahverkehr, also so das Essentielle und so, das ist echt ein Preisunterschied. Aber so, wie gesagt, in H&M zu gehen oder ins IMAX zu gehen oder sowas ist günstiger. Deshalb eigentlich wäre auch so eine schnelle Internetverbindung, sollte dann eigentlich quasi als Luxusgut und nicht als so Essentielles wie Brot und Kartoffeln auch teurer sein. Aber da merkst du halt einfach, wie wir in Deutschland, wie scheiße unterentwickelt wir sind, wenn es so an digitale Infrastruktur und sowas geht. Das ist das gleiche mit Games. Wir sind Land, warum kriegen wir auch keine vernünftige Games-Förderung hin? Und warum sind bei uns so wenige, warum gehen Leute, die mit Games was machen wollen und einen coolen Job wollen, warum gehen die ins Ausland? Warum muss ich nach Polen gehen, wenn ich in einer coolen Firma arbeiten will und nicht bei einer Browser-Games-Firma? Und weil finde ich schon irgendwie erstaunlich dann immer wieder, wenn man so, wie gesagt, so ne, verwöhnt ist, als in einem so einem reichen, fortschrittlichen Land und so, wo es dann bei uns doch hapert. Also bei Sachen, die für mich sehr essentiell sind, ne? Also sowas wie digitale Infrastruktur oder halt so, das so, ne, mein zentrales Hobby, was passiert eigentlich in Deutschland damit? So. Ja, dafür sind wir ja die Nation der Autos beispielsweise. Das hatten ja, Autos interessieren mich halt so gar nicht, ne? Was? Also ich finde Autos gut, wenn ich damit von A nach B kommen kann. Aber ich bin bei Autos nicht emotional. Also ich weiß, das sind sehr viele Menschen, für die ist das sehr wichtig, so, aber ist egal. Ich sitze ja mit einem Bürokollegen hier, Fabian Döhler, mit dem ich zusammensitze, der ist ja Fanatiker. Dann kauft er sich da immer seinen neuen Super-AMG mit 700 PS und erzählt mir irgendwas davon und ich sitze dann immer und sage, ja, das hört sich super an und ganz toll, aber wie gesagt, das ist mir, also wenn ich ins Kino gehen will und will nicht mit der Bahn fahren und dann nehme ich mir so einen Drive-Now und fahre damit hin und stelle es wieder ab, dann reicht mir das ein Auto. Also mehr brauche ich nicht. Aber ja, hast schon recht. Wir haben ganz tolle Autos und tolle Dieselmotoren und Dieselwerte können wir und so. Ja, und die Testergebnisse erst. Alles ja, super. Da sind wir ja ganz, ganz seriös. Nee, aber die, echt sowas. Ja. Ich wollte nur noch mal kurz zu der Internetsache sagen. Das ist nicht nur in Warschau so. Also das zählt tatsächlich für ganz Polen. Meine Oma lebt im Süden Polens, in so einem richtig, naja, nicht ärmlich, aber halt der Bereich an sich ist schon eher halt nicht Land, sondern so, mein Cousin zum Beispiel geht noch unter Tage arbeiten und baut Kohle ab, so. Das ist da halt noch normal. Und bei meiner Oma zu Hause war ich zu Besuch und ich hatte 10 Megabit Upstream, so, und 100 Down, wovon ich hier auch selber nur träumen kann. Also hier habe ich die Hälfte an Down und die Hälfte an Up. Und jetzt ja das Schlimme, also es wäre ja einfach Polen ganz, 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 ganz toll wäre und die als einziges Land irgendwas richtig machen würden, dann wäre es ja irgendwie, wäre auch schade für uns, aber dann würde man sagen, okay, da ist halt einer, der was richtig macht. Aber die Sache ist ja eher, alle anderen machen was richtig, nur wir machen was falsch. Also ist ja in ganz Europa sind wir doch, da gab es halt neulich wieder so Statistik, irgendwie auf dem viertletzten, ne? Also irgendwie weit 20 andere Länder sind vor uns und wirtschaftlich sind wir das stärkste Land und kriegst nicht hin, vernünftig. Hier, Rumänien hat doch irgendwie ein tausendmal besseres Internet als Durchschnitt als wir für günstigere Preise. Und ja, es klingt jetzt vielleicht nach, oh, der komische Computer-Nerd rantet da über sein Internet, weil es einfach so sein Nischeninteresse ist. Aber das ist es ja nicht. Also wie daher, und es ist ja auch nicht, als wäre jetzt irgendwie in den letzten 5 Monaten oder im letzten Jahr aufgekommen, oh, dieses Internet, das könnte eine wichtige Sache sein, dass eine komplette Bevölkerung eine gute Anwendung hat. So. Aber dieses so, dass das nichts damit zu tun hat, ob ich was mit Computerspielen mache oder ob ich gerne Twitch-Streams gucke oder ob ich Netflix in UHD gucken will oder so. Das hat damit nichts zu tun. Es geht hier wirklich um sehr, sehr Grundbedürfnisse und so. Und dass da irgendwie
Und dass da irgendwie über Jahre ja schon, bald können wir wahrscheinlich Jahrzehnt sagen, so viel verschlafen wird. Und wir haben ja das Geld. Wir haben Geld für, das ist ja das Witzige. So. Also es ist ja nicht so, als hätten wir nicht die Möglichkeiten. Es interessiert bloß einfach keinen. Und dann, ja, wobei es natürlich kurz, ja auch mit Mobilfunk weitergeht, was wir halt teilweise halt für Mobilfunk halt ausgeben. 50 Euro ist für uns für einen Vertrag normal, wenn du einigermaßen Datenvolumen halt haben willst, das kriegst du woanders in anderen Ländern nachgeschmissen. Ja, ich war 2015 in halt Polen, also jetzt schon 3 Jahre her, da habe ich 3 Gigabyte LTE, erstmal das ist 2015, dass ich flächendeckend LTE hatte, 3 Gigabyte LTE für 2 Euro im Monat. Was? Ja, und ich musste nichts anderes zahlen, das war nicht Bestandteil oder Upgrade. Ich habe gesagt, ich bin in den Laden und ich brauchte kein Telefonieren, kein SMSen, ich wollte nur mobiles Internet. 3 Gigabyte LTE flat für 2 Euro noch was umgerechnet, also 2,20 Euro. Oder? Wahnsinn. Das ist echt irgendwie. Ja, und das haben wir, da werden wir jetzt auch nicht mehr schnell auf. Was ist eigentlich mit dem Code geworden? Hat irgendjemand die Spiele eingelöst? Ja, ich zerstöre das hat jemand gekriegt. Ja, ich zerstöre hier gerade, während ich rumrante, zerstöre ich gerade diese Codekarte. Ja, ja, das mit diesem Internet, das wird da alles nicht. Und deshalb sollten wir Spiele ohne Online-Authentifizierung machen, denn wenn es so weitergeht, hat Deutschland in 10 Jahren gar kein Internet mehr. Denn dann hat die Regierung entschieden, das ist doch alles unwichtig, wir konzentrieren uns lieber auf Braunkohleförderung, die Zukunftstechnologie. Und da sollten wir lieber investieren. Und dann gibt es Internet nicht mehr. Oder sie machen weitere Gesetze, dass man nicht mehr. Geh doch nach Polen. Ja, mache ich auch wieder. Da war ich sehr. Nee. Nee. Aber auch noch was in Polen, jetzt nicht nur, wir können nicht nur über Digitales reden, was mich echt erstaunt hat, wie gesagt, mir auch relativ unwissend dahin, wie gut die Leute da Englisch reden. Das ist auch wieder was Witziges, was mich, also jetzt bin ich in Berlin und das ist natürlich, dann ist man so ein bisschen, man ist ja so ein bisschen hier außen, also Berlin gilt ja nicht, weil hier ist, also in meiner Nacht, ich wohne hier Friedrichshain, Rieger Straße, also so mittendrin so, ich kann in den 15 Restaurants und Bars in meiner Nachbarschaft komme ich mit Englisch besser durch als mit Deutsch, so, weil das hier so mega durchmischt ist. Deshalb gilt das nicht wirklich als Vergleich, aber zum Beispiel Köln, wo ich herkomme. Da echt im Supermarkt oder so dann auf Englisch was zu bestellen, den Taxifahrer und so, da kommst du, glaube ich, häufiger an Leute, die dich irgendwie angucken, die nicht wollen oder nicht können und so, die einfach halt das nicht mitbekommen haben. Und da ist echt die 60-jährige Supermarktkassiererin, antwortet dir perfekt in Englisch und so und hat doch keinen, also klar, die ist das auch nicht gewohnt, das heißt, es ist nicht so, dass das irgendwie, Warschau ist jetzt nicht der riesen Touristending, wo dann irgendwie, vor allem die Wohngegend, wo ich gewohnt habe, ist jetzt nicht so, als hätten die jeden Tag eine sprachige Touristen gehabt, aber für die war das halt einfach, die war nicht überfordert damit und sie hatte, also sie war willens und sie konnte es. Und das fände ich echt überraschend, dass ich da mit Englisch, also deshalb habe ich auch kein Polnisch gelernt, deshalb Schande auf mein Haupt, dass ich da so lange gewohnt habe und Polnisch gelernt habe, aber mit Englisch kommst du da echt super durch. In Warschau. Gut. In Warschau. Der Rest Polens ist nicht. Ja, kann ich bezeugen. Vielleicht ja, Krakau halt noch, weil Krakau auch sehr jung ist, aber so neben halt den so, beiden so, Städten. Ja, aber deshalb fand ich es gerade so komisch, so auch ältere Leute, dass echt der Durchschnitt an Leuten, die Englisch sprechen, aber wahrscheinlich ist eher dann nicht die Sache Alter, sondern Metropolen, die in den großen Städten wohnen, dass die, aber. In Metropolen, da geht es ja sowieso immer. Aber also, naja, aber ja, wir haben ja auch vielleicht nicht viele alte Menschen, die Englisch sprechen, die jetzt gerade zugucken. Also ist ja jetzt nicht so, als wenn nicht alle Englisch sprechen, was? Ja, na klar, das ist halt Altersheim hier. Ja, ist Altersheim. Ja, weit über 30. Die meisten. Durchschnitt ist über 30? Also bei mir schon. Aus meinem Channel, die Leute, das ist weit über 30. Ja. Und das ist kein Witz. Aber da sind auch Leute dabei, die zum Beispiel, das ist auch so ein Mixverhältnis zwischen, ich will kein Englisch lernen und, oh ja, ich kann Englisch sprechen und so dazwischen, ich weiß nicht so genau. Ja, ist ja auch kein, auch, ne? Genau, ist auch kein, hingekommen bin ich ja eher dieses so mit, ne, worauf fokussieren wir uns so als Gesellschaft, sei es mit Ausgaben, mit Infrastruktur, sei es mit Bildung und so und irgendwie, ne, dann, das sind so Sachen, die mir halt, ich saß nicht in Deutschland und habe mir jeden Tag Gedanken drüber gemacht über die Internet, über hier eine Internetverfügbarkeit und Bezahlbarkeit oder den Ausbau und darüber, wer Englisch sprechen kann. Aber gerade durch diesen, das ist ja das Schöne, so ein Auslandsaufenthalt, selbst wenn es nur ein Jahr war oder anderthalb,
Aber es zeigt ja halt echt, und selbst wenn es nur innerhalb von Europa war, ne, das Nachbarland drüber, also ist jetzt nicht so weit, aber trotzdem hat es echt nochmal so ein paar Dinge verändert, die du, glaube ich, nur so im Alltag dann mitbekommst und wie, die du anders siehst und über so ein paar Dinge dann anders denkst. Vor allem, weil ich halt die Bitte? Vor allem, weil ich halt vorher mir schon Fragen gestellt habe, ne, wie das wohl da wird, wenn ich dann da, ne, hinkomme als... Weil man kennt ja dann eher sowas wie, der Zeitungsartikel in Warschau ist ein alter Mann gestorben, weil er mit irgendwelchen, ne, weil die im Winter immer noch keine vernünftigen Heizungen da haben und ihre Wohnung bei geschlossenen Fenstern mit irgendwie Gummireifen verbrennen, heizen und so. Das passiert ja jeden Winter, sterben da ja Leute in den Wohnungen, ne, weil die, es sind dann immer wieder Schlagzeilen jeden Winter, weil die immer noch dann 60 Jahre alte Kachelöfen haben, das saukalt ist, schlecht isoliert, die Fenster zulassen und mit irgendeinem Scheiß heizen, sodass sie an Vergiftungen über Nacht sterben. So, und das ist echt so, ne, und das ist echt so, so krass, so wie das so aus dem, wie das so auseinandergeht dann da, ne, dieser Fortschritt, der Wohlstand, der auch hinkommt, ne, also, das ist ja dann neben meiner Wohnung, wo ich war, war dann auch irgendwie so der vegane Sashimi-Japaner oder was weiß ich. Ne? Also so, du hast da so das komplette, so was du auch in Berlin, so Hipster-Gegend haben könntest. Und nebendran halt irgendwie so noch das, die zerbombte Fassade, wo die Leute irgendwie kein Geld zu haben. Okay, keine Ahnung, ich komme irgendwie total vom Thema, aber das war jetzt echt schon interessante, unabhängig von Gaming und unabhängig von wo sollte man Spiele kaufen und überhaupt und so. Das wäre echt schon eine spannende Erfahrung hinzugehen. Deshalb Auslandsaufenthalt. Das sage ich auch meiner kleinen Schwester im Moment immer. Einfach mal ins Ausland gehen, irgendwas im Ausland machen. Definitiv mitnehmen. Beste Erfahrung, die man machen kann. Ich glaube, wir hatten gar kein festes Thema heute, oder? Bitte was? Ich sag, wir hatten, glaube ich, gar kein festes Thema. Wir wollten nicht nur ausquetschen und... Ich glaube, eigentlich ging es darum, zu sagen, dass JRPG-Spieler die besseren Menschen sind. Ja, total. Pauschal. Also ich merke das auch immer wieder. Ja. Also meine Popularität hier ist auch sehr gesunken über das letzte halbe Jahr, seitdem wir so häufig über JRPG sprechen. Bestimmt. Du sollst vielleicht mal mit Xenoblade Chronicles X anfangen. Das ist ein guter Einstieg, weil es eine schöne Mischung ist zwischen Western und Eastern. Oder irgendein anderes ist mir auch noch Final Fantasy XII. Auch noch ganz gut, falls auch so ein gerade ein. Nee, ich höre dir zu. Ich höre dir zu, ich muss das nur verarbeiten. Weil du bist nicht, also du bist ja, glaube ich, der Erste, der sich Mühe gibt dabei, mir das schmackhaft. Wir haben nur schon aufgegeben. Was heißt, ihr habt aufgegeben? Ihr habt es nie versucht. Mühe hat es auch schon gegeben. Außer, dass jeden Monat eine riesige Liste mit JRPGs kommt, okay? Mir hat noch nicht einer gesagt, dass ich Xenoblade Chronicles spielen soll. Pass auf, ich gehe jetzt auf GOG und ich packe dir mal alle guten JRPGs. Aber zum Beispiel Legend of Heroes, die Reihe haben wir auch, die ist sehr gut. Pack dir mal ein großes JRPG-Paket zusammen. Dann machst du in irgendeinem Stream, lässt du mal die Leute abstimmen am Anfang, was denn von den Spielen gut ist. Und dann guckst du da mal rein und spielst mal ein JRPG. Warte, ich schreibe mir, okay, ich mache das nicht jetzt, ich bin nicht Multitasking. Ich schreibe mir das auf. Ja, und dann machst du mal eine schöne JRPG-Session. Okay. Muss ich jetzt zusagen, oder? Nee, das ist alles auf optionaler Basis. Du hast das Motto des Abends doch verstanden, wir zwingen. Jawohl, danke, Christoph. Ja. Endlich mal eine. Wir rufen jetzt hier mit die Japan-Train aus. Und Dizzy fängt an. Ein JRPG durchspielen und dann kannst du weitergeben. Hab ich schon. Final Fantasy 15. Ach, das ist kein JRPG. Ach so, jetzt das ist ein einfach. Unfall. Oh. Final Fantasy 15 war ein Unfall. Da kannst du nicht mit reinnehmen. Guck mal, ich glaub dir nicht. Du hast schon sehr vernünftige Leute hier sitzen. Ich glaub, die haben dich gut beraten. Ich glaub, du hast dich ein bisschen gesträubt. Ich glaub, das müssen wir echt machen. Wenn du 15 gespielt hast, hast du kein JRPG. Ja. Nee. Wir machen das gerade, wir suchen dir, wir haben viele East-Spiele, wir haben Legend of Heroes-Spiele, die sind auch sehr gut. Wir haben noch irgendwas anderes Gutes. Ich sterbe gerade innerlich. Vor Freude. Nee, das wird echt gut.
weißt du, dann hast du auch mal was Chases habe ich gespielt. So. Ja, aber das gilt ja nur so halb, das basiert ja auf einem amerikanischen Comic, das sieht ja nur sehr so aus. Also das sieht ja, hat ja nur von der Optik her. Okay. Wir können ja auch nicht so langsam, ja. Eben, langsam hocharbeiten. Ja. Ja, habe ich auch gemacht bei mir und hat auch besser funktioniert, als direkt in Final Fantasy 1 einzusteigen oder 7 oder so. Ja, das ist schwierig. Hat Zelda gespielt? Seht das? Nein. Zelda ist ein Action-Adventure, ist noch nicht mal ein Rollenspiel. Okay, schade. Würde ich. Aber es gibt schon, also für der gute Willen wird schon anerkannt und so. Ja. In Warschau sitzt ja CD Projekt, aber du warst da bei GOG. War das jetzt die ganze Zeit, als du gesprochen hast, nur von GOG oder war das CD Projekt? Nee, also, Projekt. Also es gibt ja einmal, gibt's ja CD Projekt, die quasi die Mutterfirma ist. Genau. Und die hat ja zwei Töchter. Und die eine ist CD Projekt Red, unser Entwickler, und GOG, die Verkaufsplattform. Und wir sitzen aber zusammen in einem Gebäude, teilen uns eine Kantine, haben zusammen Meetingräume und so weiter. Und deshalb ist zum Beispiel so, wir sind alle, also Fabian und ich zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, sind wir beide bei CD Projekt angestellt. Mhm. Und ich mache halt einfach mehr GOG-Themen und eher mehr Red-Themen, aber wir machen auch beides, wo es jetzt viel überschneidet, so mit Gwent und sowas. Und da in Warschau, es gibt natürlich Sachen, die strikter getrennt sind, zum Beispiel der Level-Designer für Cyberpunk. Der hat natürlich relativ wenig jetzt damit zu tun mit dem Marketing von GOG oder klar, so. Aber dann Finanzabteilung und HR und so, also auf dem Papier, das ist immer noch getrennt, aber da gibt es natürlich viel mehr Überschneidungen. Also es ist, ja, bei vielen Themen sind die Grenzen fließend, wo auf dem Papier, wenn es irgendwo formal wird und rechtlich bindend wird, dann ist es strikter getrennt. Ja, das wäre auch meine Frage gewesen, wie frei oder wie verbunden ihr seid mit mittlerweile mit CD Projekt. Ja, also dadurch, dass wir beide ausgegründet wurden, also Red wurde ja gegründet, bevor GOG gegründet wurde, aber beides dann halt von der gleichen, und es ist ja immer noch hier Archie Niewinski, den ich eben genannt habe, der ist ja derjenige, der das alles mal sich ausgedacht hat und so, und er ist ja immer noch die Person an der Spitze, die alles leitet und so. Was halt auch echt geil ist, dass für so ein großes Unternehmen, weil wir sind jetzt ja mittlerweile nur Red und GOG zusammen locker mal 600, 700 Leute oder so, ja. Also doch schon ordentlich dafür, dass wir eigentlich nur in einem einzigen Spielrad groß entwickeln und eine Verkaufsplattform haben, echt viele Leute. Und wir sind ja mittlerweile auch börsennotiert und irgendwie da gehandelt für, hast du nicht gesehen, viel Geld und so. Also das ist ja schon alles sehr professionell und damit auch bürokratischer und größer geworden und so, aber trotzdem bleibt es dabei, dass da diese eine Person rumläuft, die halt die Person war, die auch das alles mal aus seinem Kofferraum von seinem kaputten Gebrauchtauto und so alles gestartet hat. Und das ist, also ich finde, das finde ich schon echt emotional, was ganz anderes als hier mit dem RTL-Beispiel, als so ein Konzern, der halt nur, also CD Projekt hat mittlerweile auch, wir haben Shareholder-Meetings und wir haben ein Management-Board und so, und das ist nicht, dass ein Mann da rumläuft und so alles im Alleingang macht, das ist ja, so bei Tesla ist ja auch irgendwie, ne, das ist ja auch Elon Musk, kann ich auch alles alleine machen und so, der muss ja auch an Regeln halten, aber es ist ja trotzdem noch irgendwie anders, auch so, dass trotzdem noch so eine Person dahinter steht, so. Obwohl der Vergleich ist vielleicht schlecht, weil das ja einfach nur ein Geschäftsführer und so, aber die Sache ist einfach so, eine zentrale Figur zu haben, die wirklich emotionaler noch drin hängt und die dann echt so Sachen, also das kann ich, wir wurden ja zwischendrin mal so ein bisschen zu sehr so hier Verkaufsshow-mäßig, was ich gar nicht wollte, so, weil, wie ich dann ja auch irgendwann dann mal wieder zurückgelenkt habe, so, wer GOG nutzen will, ist cool, wenn nicht, hat seine Gründe, so, und ich nutze auch Steam, also ist ja alles gut, aber die Person an sich hier, Marcin Iwinski, das ist echt so ein cooler Typ und dass so eine große Firma von so einer, dass die an der Spitze eine Person hat, die wirklich menschlich dahinter steht und die dann wirklich auch mal sagt, so, wo die DLCs für Witcher rauskamen. Und natürlich sagt dann irgendwann mal jemand aus der Finanzabteilung vom Board-Meeting, wenn wir die hier für x 1,99 Euro pro Stück verkaufen, wir schätzen so viele, lassen sich abverkaufen und so viel Geld machen wir. Und der sitzt da und sagt so, nee, das will ich nicht, dass wir das den Gamern geben, Gamer sollen das kostenlos bekommen und so. Und das rechnet der nicht irgendwie an einer Tabelle durch und Kosten, Nutzen, bla, der sagt,
wir sind mittlerweile milliardenschwer, wir sind echt groß, die Firma ist irgendwie 3,5 Milliarden Dollar wert, so, und er war selber die Person, wo er quasi nichts hatte, so, und das finde ich cool, das macht mich persönlich, das macht mir irgendwie Freude für so einen, also das finde ich echt, klingt vielleicht so ein bisschen jetzt so pathetisch und so, aber das finde ich echt, das macht einen großen Unterschied, weil ich arbeite jetzt, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Arzt und rette Menschenleben, ich verkaufe Videospiele, ne, aber trotzdem, Videospiele sind mir halt sehr wichtig, so. Es ist ähnlich. Danke. Ähnlich. Nee, aber Videospiele sind schon ein wichtiges emotionales Thema für mich. Also Videospiele sind mir als Entertainment-Produkt, das sie sind, oder als Kulturgut, was sie sind und wie sie gesehen werden sollen, sind sie mir wichtig. Und dass ich für eine Firma arbeite, wo ein Mensch dahinter steht, der das ähnlich sieht und der eine Meinung zu Dingen hat, die weitergeht als eine Excel-Tabelle und eine Finanzkalkulation. Das finde ich extrem geil, weil das ist nicht selbstverständlich so. Und das kannst du auch außerhalb, kannst du auch aus Videospielbereich rausgehen. Da kannst du zu einem Automobilhersteller gehen. Und da jemanden zu finden, der wirklich, ne, der Dinge aus Überzeugung, der Entscheidung aus Überzeugung trifft, der sagt, das machen wir so, weil ich finde, das ist der richtige Weg. Unabhängig von Kalkulationen und Zahlen und Analysen und so. Das finde ich gut. Ich glaube, das ist halt genau das, was das Schwierige in der Industrie halt ist. Du hast halt angefangen, Spiele zu machen, weil du Spiele machen wolltest, machst am Ende aber nur noch Spiele, weil du mit Geld verdienen willst. Und das ist auch, wo wir eben hier mit dem Indie-Thema. Deshalb finde ich diese Indie-Bewegung so geil, weil sie auch ein ähnliches, sie zeigt eine ähnliche Bewegung, völlig anders ausgestaltet, aber eine ähnliche Bewegung. Das sind jetzt wirklich Leute, der Stardew Valley-Typ. Das war kein Programmierteam, das von einem großen Konzern, von einem milliardenschweren Publisher-Konzern, wurde kein Team abbestellt, die eine Marktanalyse gemacht haben unter 2000 Gamern und festgestellt haben, für Harvest Moon gäbe es eine Zielgruppe von 87% aller Gamer, die männlich und 34 und älter sind, und dann rechnen wir es und so weiter, und dann ist, hey, wir können einen Umsatz von 7 Millionen machen, also können wir 4 Millionen, weißt du, was ich meine? So, das ist ja was. So funktioniert es ja eigentlich. Was ja nicht schlecht ist, so funktioniert Kapitalismus und Markt und so. Aber dass das die eine Sache ist, und das ist ja nicht, dass wir jetzt in dieser Stardew Valley-Typ, der dann sich hingesetzt hat, hat gesagt, so, ey, ich bin arbeitslos, ich habe Zeit, ich will mich ein bisschen, ne, üben, auch an meinem selbst beigebrachten Programmierertum, und ich liebe Harvest Moon, also mache ich einen Harvest Moon-Klon. Und dass so einer dann nachher, der trifft da auch Entscheidungen, deshalb kommt auch ein geiles Spiel bei raus, und deshalb verkauft er das für einen guten Preis, und deshalb macht er keinen Kosmetik-Custom Pay-to-Win DLC für 87 Euro draus und so, weil der das als Gamer macht, und das macht schon einen Unterschied. Sondern kostenlosen Multiplayer-Patch. Ja, genau. Oder jetzt hier Dead Cells, die Leute, ne, die machen ja auch, die werden noch richtig groß, werden ja auch noch weiter dran arbeiten. Die haben jetzt ja gesagt, der Boss, der im Moment der Boss ist, werden sie weiter dran arbeiten. So. Ja. Und selbst wenn dann mal nochmal ein großes Expansion-Ding rauskommt für 10 Euro oder 5 Euro und so, aber dann bringen sie nochmal einen Haufen geiler Inhalte, so, dann ist das ja auch fair. Aber dass solche Leute gerade erfolgreiche Produkte machen, finde ich mega geil. Und das heißt ja nicht, dass es keine großen AAA mit 300 Millionen Dollar Budget mehr geben soll von 800 Leuten. Das ist ja auch cool. Spider-Man reden wir die ganze Zeit drüber. Das ist ja auch kein kleines Indie-Ding und kann ja trotzdem noch was Geiles kommen. Und das wäre nicht möglich von den 5 Freunden, die sich irgendwie im Keller, im Elternhaus des einen Freundes zusammenfinden und da irgendwie was zusammenschrauben. Da kannst du halt nicht sowas Riesiges, sowas Geiles, sowas Episches, Opulentes was machen. Deshalb, für alles gibt es ja eine Daseinsberechtigung. Aber, ich habe übrigens, hau das gerade in den Chat hier, die Dokumentation von Noclip zu CD Projekt haben die Das ist auch schön. Genau, waren zu Besuch da und haben irgendwie eine halbe Stunde oder 40 Minuten Doku eben über welche die ist Anfänge. Die zu CD Projekt oder die zu GOG? Die zu CD Projekt. Direkt die zu GOG wird rechts in den Empfehlungen direkt auch weiterempfohlen. Also ja, beide kann man empfehlen. Sehr, sehr gut. Also auf Englisch natürlich. Denke mal, da werden jetzt deutsche Untertitel geben mittlerweile. Aber da kann man dann eben diesen Iwinski auch sehen. Er hat ihn ja super viel interviewt und so. Ja, ja.
Da kriegt man dann noch einen Einblick und die Geschichte von CD Projekt selbst erzählt. Kann ich nur empfehlen. Sehr interessant. Ja, das ist echt, ja, finde ich gut, dass solche Leute auch in der Spieleindustrie unterwegs sind. Ja. Und dass solche Leute mein Chef sind. Finde ich gut. Der Oberboss. Guter Mann. Also der sitzt nicht in der obersten Etage im Wayne Tower und der sitzt nicht dort. Im Elfenbeinturm. Der sitzt sich hin und der sagt auch, wenn wir bei GOG darüber reden, wo es hingehen soll und was wir machen und welche Richtung es gehen soll und was wir mit dem Client machen und welche Spiele wir, dann sitzt der mit drin und hat eine Meinung dazu und sagt, wie es ist. Und wie gesagt, das ist jetzt ja auch nicht hier so, jetzt nicht hier irgendwie der eine Gott, der da irgendwie so heilig darum schwebt und nur das Wohl aller Gamer im Sinn hat und so. Nee, ist ja auch eine Firma und die soll Geld erwirtschaften und die Aktien, aber dadurch, dass wir börsennotiert sind und Aktionäre haben und so, und damit gibt es schon genug Leute, denen Games relativ egal sind, denen es aber wichtig ist, dass wir Geld machen. Deshalb ist es ja schön, dass es auch Leute gibt, denen Geld nicht egal ist, aber der hat genug Geld. Dem kommt es halt drauf an, coole. Also ob Cyberpunk ein geiles Spiel wird, davon hängt nicht seine finanzielle Zukunft ab. Aber, oder sein finanzielles Wohl hängt nicht davon ab, aber ich glaube, dass, ob er sich selber noch gut fühlt, also, ne, ob er sich selber feiert, der macht das, weil er Bock drauf hat. Der macht das ja nicht, weil er, so wie der Nils mit dem Stream, ne, was wir hatten, nicht wegen Geld, sondern weil er Bock drauf hat. Dabei kommen dann aber auch die besten Sachen bei raus, wenn man Bock auf was hat. Ja, aber, und jetzt kommt's, ausschließlich, wenn man JRPG ist. Ausschließlich. Christoph, das habe ich noch nie zu dir gesagt und das wird jetzt das Eis brechen. Oh nein. Ne? Das wird das Eis brechen, weil jedes Mal, wenn das aus meinem Mund kommt, dann ist danach alles offen. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Okay. Ich habe es übertrieben, oder? Wir waren eben noch dabei, dass du es gerne streamen wolltest. Verdammt. Nee, ich bin froh in meiner Indie-Ecke aktuell. Da fühle ich mich super wohl gerade. Was kommt denn, worauf du dich freust? Irgendwas? Jetzt aktuell, die ganzen Sachen, die ich noch offen habe, Phantom Doctrine, Graveyard Keeper, Dead Cells, das ist halt an Dead Cells, ich finde, als Streamer so vergisst man ganz viele Sachen wieder und ich komme zum Beispiel auf Listen gar nicht klar und ich habe Dead Cells, das war kurz bevor ich nach zur IRL-Tour gefahren bin mit E-Guy, habe ich das gespielt, vor dem Flug noch, ich habe das so gefeiert mit dem Chat, ne? Ich habe das so gefeiert, die Integration von das haben Twitch die mega gemacht, ja. Oh, ja. Mit dem kleinen Hühnchen, was dann rumläuft. Ja, super gut. Super gut. Das finde ich, macht das Spielerlebnis viel geiler an der Stelle. Aber auch so wieder, ich muss das mal lesen, das habe ich leider noch nicht gemacht. Die haben auch, die Motion Twin, die Entwickler, haben ein paar längere so Artikel und so Reports geschrieben, zum Beispiel über die Entwicklung, über das Marketing, wie sie mit Influencern zusammengearbeitet haben, was so deren Strategie war und so. Und das wollte ich mal noch lesen. Das finde ich extrem spannend, weil das war echt so ein Paradebeispiel von, es war irgendwie, weil ich finde eigentlich, bin ich dieser Early Access oder bei uns, bei GOG heißt es In Development, dieser Trend finde ich eigentlich was mir so ein bisschen zuwider ist, weil er teilweise echt negativ teilweise nimmt er negative Züge an und so genauso wie Kickstarter. War am Anfang geil, aber dann hat es teilweise auch negative, immer so dieses mit Early Access, auch wenn irgendwann da so eine 10%ige Tech-Demo und dann schon mal Geld abgreifen. Und klar, man kann es immer schön formulieren mit irgendwie so, wir wollen die Gamer früh in den Entwicklungsprozess mit einbeziehen und ihr Feedback einbauen und so bla bla bla. Das kannst du immer alles so positiv formulieren. Aber im Endeffekt ist es einfach nur halt Frühfinanzierung sichern und dann ob was draus, also quasi dann das Vertrauen der Leute und dann aber du vertraust dann jemandem, der vielleicht gerade sein erstes Spiel macht, der keine Erfahrung und so weiter und dann musst du halt gucken, ob es klappt. Und das ist irgendwie bei Sales, ich weiß halt nicht, was sie anders gemacht haben, aber da war es ja schon so, die sind auch früh in Early Access gegangen, haben ja tatsächlich Feedback umgehört von Kleinigkeiten wie Balancing von Waffen, aber die haben ja auch so komplette Mechaniken noch in der Early Access Phase umgebaut, so wie du deine Zellen spendest und wie so der Progress mit den Blueprints ist und so und noch weiter. Also ich muss mal im Detail nochmal reinlesen, aber ich fand es mega spannend, dass das wirklich so ein Beispiel mal war, wie wir haben ein grobes Konzept, was wir geil finden und wir testen das jetzt mit euch Leuten und wir halten uns wirklich dran, mit euch da dauerhaft so das Beste
Produkt rauszumachen, so mit, wie heißt dieses da so, die Intelligenz, so Schwarmintelligenz der Masse oder so, ne? Und wenn halt wirklich, ja, genau, wenn halt wirklich 5000 Leute das zocken und alle geben Meinungen ab und dass du dann auf die 90-prozentige, ne, auf die 90-prozentige Meinung, dass das Blueprint-System so oder so besser ist, dass du da schon was drauf geben kannst und so. Ja. Das generell finde ich ein sehr großes Problem in der Szene, dass die immer noch nicht gecheckt haben, dass es Streamer und YouTuber gibt. Dass die das nicht gecheckt haben, finde ich so schade, weil du von dort, du sitzt ja direkt an der Quelle und da kriegst du deine Ideen umsonst. Achso, und ich sag, du meinst also, dann so... Ich sage immer Happy Influencer, Happy Endprodukt. Und das finde ich blöd, also finde ich sehr, sehr schade, dass da überhaupt gar nichts, also dass sie sich A, damit nicht beschäftigen und B, dass nicht mal in Consideration, was in engeren Kreis ziehen, sich da mit sowas zu beschäftigen. Denn an der Stelle kriegst du positives Feedback, du kriegst definitiv dein Early Access durch, weil das cool ist und alle so, oh, das sind aber coole Entwickler. Die sind bei uns, die unterhalten sich mit uns. Und dann ist das auch kein Problem mehr, dass es Early Access ist. Wo das halt, wo ich total zustimme und wo das halt gut geht, ist bei sowas wie Dead Cells oder zum Beispiel, was mir gerade einfällt, so Factorio und sowas. Ne? Also genau. Viele, weil du kannst es natürlich nicht mit einem Produkt machen wie, oder Stardew Valley wird wahrscheinlich auch noch gut gehen. So. Also alles, was nicht Handlung ist, was vielleicht sogar bis hin zu Roguelite ist, was kurze Spielabläufe oder ja, was einfach keine Abnutzung davon hat, dass du es irgendwie und achso, nee, warte, ein anderer Punkt, wenn du gehst, das war mir noch viel wichtiger. Im Endeffekt sind ja Videospielschaffende, sind ja Kreativschaffende und ich finde es schon, da ist ja auch irgendwie schwierig, dann andere Leute so mit einzuschließen, weil sie haben ja eine Vision davon, was sie umsetzen wollen. Klar, sie sind auch auf Leute angewiesen, um sich das finanzieren zu können, aber wenn einer sagt, ich will das und das machen und das ist meine kreative Vision davon, finde ich es nur fair, selbst wenn nachher das Endprodukt, wenn ich es persönlich als Christoph scheiße finde und es nicht meins ist, dann ist es ja trotzdem so, dass diejenige Person, die es entwickelt hat, so ihre Vision umgesetzt hat davon und da sollte keiner ein Recht haben, irgendwas zu sagen, was richtig oder falsch ist, weil das gibt es nicht, weil die Person das machen wollte, was sie machen wollte. Aber halt so ein Beispiel wie Dead Cells, wenn man dann aktiv sagt, ich möchte jetzt gerne den Input von anderen Leuten haben, ist das so ein bisschen wie Influencer auch die Backseat Gaming, ne? Manche sagen so, ja, ich find's irgendwie witzig, das gehört für mich dazu und das ist alles so ein Ding und ich nehme das so aktiv für mich auf und so und andere sagen so, ey, ich will zwar streamen, aber ich will ne, keine Backseat-Game, ich will nicht, dass ihr das macht. Aber auch Leute sagen, dann stream doch nicht und so, bla bla bla, das ist doch, damit verdienst du doch dein Geld, sei mal dankbar und so weiter. So ne. Und ich finde, das ist halt irgendwie so, das sind auch so zwei Sachen. So der eine, sieht der eine sich eher als, ich bin Streamer, ich interagiere mit Leuten und dass dieses ist gerade im Vordergrund vor meiner persönlichen Spielerfahrung, so von mir, dass ich gerade ein Spiel wahrnehme. Oder ist es der andere, der sagt, ich spiele ein Spiel und lass halt noch Leute zugucken, aber im Endeffekt ist es gerade wichtiger, dass ich mit dem Spiel was, weißt du, was ich meine? Ja. Ich hab, also bei mir ist es unterschiedlich. Manchmal mag ich Backseat Gaming und finde es okay, aber bei manchen Spielen mag ich es nicht. Ja, bei mir dasselbe. Es kommt halt eben darauf an, ob ich eben wirklich selbst irgendwas rätseln möchte, dann ist das mein Ding, dann möchte ich halt nicht gespoilert werden oder gebackseat gamed werden. Manchmal ist es völlig okay, weil tatsächlich viele Spiele, ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel Graveyard Keeper oder so, irgendwann fängst du sowieso an, immer in eine Wiki zu gucken und dann kannst auch der Chat halt sagen, da muss ich nicht in eine Wiki halt googeln, wie ich aus irgendwelchen Flüssigkeiten irgendwas bauen kann. Keine Ahnung, das ist halt eben dann nur ausprobieren oder so und wenn die Leute das eh schon gespielt haben, dann sind sie halt eben froh, dass sie helfen können. Ich bin dankbar, dass sie helfen können. Und dann können sie es natürlich halt eben auch machen. Wobei interessant ist, Subnautica fängt jetzt ja nochmal an, ne? Wurde gerade schon genannt mit einem weiteren Projekt, was sie halt eben machen wollen, nachdem sie das erste jetzt fertig haben. Bin ich mal gespannt. Kommt das auch im Early Access? Ja, wollen sie genauso machen wie den ersten Teil. Subnautica, wie hieß es? Below Zero. Quasi auf einem Arktik-Teil des Planeten. Bin ich halt gespannt drauf. Es gibt ja nicht nur schlechte Beispiele. My Summer Car kommt hoffentlich nie aus dem Early Access raus, weil es dann immer Patches bekommen wird. Ah, My Summer Car. Was für eine Perle. Ja. Eins der besten Early Access Spiele, die es jemals gab.
Indie-Games sind so klasse, die letzten Jahre, ne? Ich hatte auf die fast Switch mehr alle, ne? Spaß mit den Indie-Games als mit so vielen AAA-Titeln, muss ich sagen. Absolut. Tatsächlich. Da bin ich ganz bei dir. Da bin ich ganz bei dir. Für mich hat das gerade auch was so mit, also auch, was wir eben jetzt mit dem Stardew Valley Beispiel hat ja länger gesagt, warum es dann auch einfach von den Inhalten bei Indies besser ist. Aber ich finde auch gerade, Spiellänge ist für mich auch was. Ich bin so froh, wenn es jetzt Spiele gibt, die zum Beispiel Hellblade war für mich ein perfektes Beispiel. Ich habe das geliebt, dass es war für, weiß nicht, 9 Stunden oder wie lange ich es gespielt habe, war das so ein perfektes Erlebnis. Es hatte keine zu großen Längen und es war durchgehend und ich konnte das so in einem durchgießen und dann war es auch fertig und das finde ich genial und deshalb brauche ich keinen 200 Stunden Witcher 3 mit nochmal 150 Stunden DLCs und so. Hey, hey, aber dafür großes Lob für die DLCs. Die beiden Dinger waren absolut Bombe, so stelle ich mir halt. Oh, sorry, DLCs, ich dachte, das sind Expansions. Oder Expansions, whatever. Ich habe DLC gesagt, sorry. DLCs darf ich nicht, weil DLCs sind ja kostenlos in Expansion. Ja, aber selbst, also ganz ehrlich, das eine war, glaube ich, 9,99, eins war for free und was hat das andere war 15, glaube ich, oder? Und alle drei Dinger hatten so viel Content wie ein scheiß Spiel, was du dir sonst für 60 Euro kaufen kannst. Also ganz ehrlich, das war 2016, war das die Nummer. Also ganz ehrlich, man kann das Spiel mögen oder man kann es nicht mögen. Aber wenn du davor sitzt und ich entsinne mich noch wie gestern, Entschuldigung für den Spoiler, 2 Jahre sind her, die Spoiler-Regel fällt weg nach einem Jahr. Du gehst auf diese Hochzeit und du durchlebst diese ganze Hochzeit in einem DLC, was du, glaube ich, das war for free, glaube ich? Nee, das hat 9,99 gekostet. Und du setzt dich da rein und denkst so, wow. 9,99? Was? Und es wurde immer besser und besser und besser und besser und besser und es hörte nicht auf und dann, ach, wir bringen noch ein DLC raus oder Expansion oder wie auch immer. Oh, das ist genauso, kriegst du noch mehr Content, ist alles cool, weißt du? Sowas finde ich richtig krass heutzutage. Das ist aber auch, also bei mir ist das, ich habe zu sehr vielen Studios über die letzten Jahre das Vertrauen einfach verloren. Und ich habe, glaube ich, nicht viele. Ich würde jetzt würden mir ad hoc 2 einfallen, wo ich sage, da glaube ich, da kommt immer was Gutes bei raus. Das Nintendo ist das eine und was das andere? Naughty Dog. Also er hatte damals noch Microsoft Studios gesagt, aber irgendwie... Ja, eben, bei Microsoft, das Ding ist halt, bei Microsoft ist es halt flöten gegangen durch Sea of Thieves, weil damit haben sie definitiv mein Vertrauen verloren. Und ja, da hast du definitiv recht, Markus. Und das war so weit aus dem Fenster rausgelehnt, das war die Arschbombe des Lebens. Na gut, aber sie warte vielleicht noch ein Jahr ab. Ich meine, guck dir No Man's Sky an, was aus No Man's Sky noch geworden ist. Vielleicht macht das ja Sea of Thieves auch, wenn es wirklich, aber ich glaube, das DLCs kostet was, ne? Bei Sea of Thieves, was aber da rausgekommen ist. Ist das für mich immer vorbei, so. Ja, ja. Also ich bin No Man's Sky, bin ich auch noch böse. Ich hab's gespielt, aber ich bin denen immer noch böse. Wobei, man muss dazu sagen, die Preise haben sie so gut runtergerudert, dass das für mich schon so, naja, vielleicht ist das okay mit der Entschuldigung jetzt. Mal gucken. Noch nicht durch, der Drops. Der ist noch nicht ganz weggelutscht. Ansonsten fällt echt so One-Time-Shots wie jetzt bei Spider-Man. Wie hießen die nochmal? Das sind so Once-in-a-Lifetime-Dinge. Fällt euch noch ein Studio ein? Ihr seid ja so im JRPG-Bereich, vielleicht gibt's da ja ein paar gute, habe ich gehört. Also ich werde meistens nicht von Nintendo enttäuscht, tatsächlich. Ich bekomme von Nintendo immer das, was ich halt erwarte. Und ich weiß, die arbeiten so krass an Details, dass das... Für mich ist es Monolith Soft, also die Xenoblade-Leute und Vanillaware. Die machen auch Vanillaware, die machen zum Beispiel... Das Dragon's Crown und das Muramasa und die machen diese super stilisierten 2D gezeigt mit diesen völlig überproportionierten Charakteren, also eigentlich so viel Beat'em Ups. Odin Sphere ist von denen, Grim Grimoire.
Ja, die machen auch extrem Gutes. Und die haben Neues jetzt announced, was so ein 2D-Ding wird mit Max. Und alles, was Max hat, ist schon mal sowieso gewonnen. Also. Und es war eigentlich für mich, wie gesagt, ich bin auch großer Journey-Fan, That Game Company, die Journey Flower Flow-Dinger. Die, bei denen, das war mein großer Herzensbruch, dass sie jetzt dieses komische Mobile-Game da für Apple exklusiv gemacht haben und so. Fly oder so. Also ja, auf jeden Fall haben sie jetzt, machen sie jetzt ein iPhone-exklusives Mobile-Game als nächstes, obwohl sie sich nach Journey jetzt irgendwie, Journey 2012, irgendwie 6 Jahre Zeit lassen und so, und dann so ein iPhone-Spiel. Ja, ich würde tatsächlich From Software sagen. Ich wollte auch noch From Software nennen, ja eben. Ja, stimmt. Sekiro kann auch direkt. Sekiro kann vorbestellt werden in der Collector's Edition. Schon getan. Geilen Start. Achso, ja, ich auch. Upsi. Oh, ich habe noch drin. Drin. Was da drin in der Collector's Edition von Sekiro? Eine Statue, eine Karte, so ein paar Coins. Artbook. Steelbook. Drei Münzen, Replikamünzen aus dem Spiel. Und der Preis, sag ich mal, allein für die Statue war jetzt nicht so utopisch, weil knapp 100, 110 Euro. Okay. Ja, die also Collectors war 110. Ja, Collectors war 110 und ja. Deswegen habe ich auch direkt die mal Ni No Kuni 2 war eine richtige Collectors Edition. Mit diesem Diorama und dem der LP drin und so. Sehr, sehr schöne Collectors Edition. Ja, dass das Spiel nicht so gut war. Ni No Kuni 2? Nein. Ich fand bloß, das Problem war, dass es viel zu leicht ist, dass die Kämpfe halt keinen Spaß machen, aber ja. Das hat er gepatcht. Ja gut, da war ich aber schon durch. Plus, dass du halt gezwungen wurdest, obwohl es so leicht war, dieses Königreich aufzubauen, wo ich mir. Hey, ich hab dann aufgehört. Ich habe aus vertraulichen Quellen erfahren, dass der Schwierigkeitspatch kommt und hab dann aufgehört. Ja gut, vielleicht eine gute Entscheidung, weil es war halt einfach genial. Also ich habe eins geliebt und war deswegen bei 2 sehr, sehr traurig. Ich hätte gerne noch IDsoft und Machine Games. Hitman und Wolfenstein. Die nehme ich auch noch mit. Ja, wobei mich da wundert, dass sich nicht stört, dass Hitman halt, also jetzt der letzte Teil, so in Episoden nur rauskam. Also das ist das, was mich halt so gestört hat irgendwie. Fand ich sogar gut im Nachhinein. Das hat mich jetzt am Anfang auch gestört. Aber nachdem ich es gespielt habe, fand ich das sogar ziemlich gut. Ich habe gekotzt wie ein Wallach, ey. Ich habe mein komplettes Inneres im Internet gelassen. Was für Drecks geben die Fotzen? Scheiße, ich werde es nie kaufen. Und dann habe ich es am Ende gespielt und dann jede Episode hat so viel verschissenen Detailgrad, dass es ein eigenes Spiel sein könnte. Und dann habe ich gesagt, ich liebe euch, das war die beste Entscheidung, die ihr je getroffen habt. Das war so gut. Es war wirklich gut. Seitdem sage ich nichts mehr zu Episoden-Zeug. Weil das war wirklich ein sehr, sehr, nee, sehr, sehr gutes Beispiel. Ich muss stark bleiben. Der letzte, weißt du, was als ich Episoden kommt? Absolution. Was denn? Final Fantasy VII Remake. Oh, das ist aber bestimmt ein super tolles JRPG. Vor allem, weil die erste Episode so knapp 2023 wahrscheinlich erscheinen wird. Genau. Die zweite kommt dann zumindest noch, bevor Cyberpunk kommt. Die zweite kommt, wenn die erste schon auf Good Old Game. Ja, das wäre schön. Das machen die, ja. Ja. War das ein Fiebertraum von mir oder gab es nicht auch mal CD oder CD-Projekt Blue? Nee, das war ein verrückter Traum von dir. Okay. Ein interessanter verrückter Traum oder nee? Okay, nee, dann war das. Nee, es gibt ein paar andere CD-Projekt-Sachen noch, die haben noch so ein Store, so eine, also nicht wirklich Amazon, aber halt ein E-Commerce-Ding haben die noch in Polen und so. Also die haben noch ein paar andere Sachen, die sie machen und irgendeine Finanzgedönse auch und so. Also die Gruppe ist mittlerweile größer geworden, was die machen, aber so Gaming-Bereich tatsächlich sind so das, was man kennt, uns beide. Okay. Nee, dann muss ich das verwechselt haben mit irgendwas anderem. Ich dachte, vielleicht hätten die irgendwo ein Studio aufgemacht. Vielleicht aber mit Pokémon Rot und Pokémon Blau. Man weiß es. Genau. David, das war bestimmt sowas wie Movies bei der Wishlist. Das existiert gar nicht. Man Fieberraum. Ja.
Ja, nun. Ja, gehen wir alle Spider-Man spielen oder was? Nee, ich glaube, ich baller mich auf die Couch und mal gucken, was Frauchen sagt. Entweder gucken wir einen Film oder wir spielen irgendwas. Ich habe so Bock auf Dead Cells irgendwie. Dead Cells, ne? Das ist ganz gut. Ich zocke jetzt vielleicht Caesar 3. Habe ich mir gerade gekauft bei GOG. Vielleicht lade ich mir jetzt auch einfach irgendwie ein Spiel runter und zock das. Tatsächlich, was? Monkey Island. Teil 3 und 4 habe ich nämlich nie gespielt. Gibt's ja. Aber 1 und 2? Ja, genau. Ja, 1 und 2, 1 und 2 sind, also, kenne ich, aber wenn, würde ich gerne irgendwann mal alle spielen und streamen. Und, ja, 3 ist, also 4 ist ja so, weiß man ja, ne? 4 gilt ja unter wahren Kennern nicht mehr als wirklich. Richtig. Monkey Island, aber 3 ist sehr, sehr gut noch. Also, ja. Okay. 3 war das mit den, wohl alle hatten irgendwie 3 Piraten, für die man da Sachen erledigen. Ja. Ey, okay, pass auf, es gibt eine Regel für Spoiler. Darf ich die jetzt einfügen? Wenn ein Spiel ein Jahr alt ist, könnt ihr euch mal am Arsch lecken mit Spoiler. Nein. Monkey Island ist 15, dann steckt dir die Finger in die Ohren. Geht nicht. Wirklich, Markus, du kannst doch jetzt nicht nach 20 Jahren. Okay. Dann setz schnell die Kopfhörer ab. Dann höre ich aber nicht, wenn du sagst, ich soll sie wieder aufsetzen. Ja, dann mach ich jetzt wieder auf. Fuck die RM, das ist das neue Motto. Entschuldigung. Twitch News gibt's heute nicht. Doch. Doch. Beep, 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 beep. September. Beep, 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 beep. September. Das waren die Twitch News. Weil wir können ja noch einen Content Creator machen. Oh. What? Ja. Oh ja, ich hab schon einen. Konsumierst du selber auch Twitch oder YouTube, Christoph? Ja, Twitch, das hatten wir, oder hatten wir das? Nee, wir beide haben noch gar nicht verstanden. Achso, dass ich hier mit meiner League of Legends Suchtphase und so, dass ich extrem viel Twitch geguckt habe, viel zu viel. Und dann habe ich irgendwann, genauso wie ich League aufgehört habe zu spielen, habe ich auch aufgehört, League. Also jetzt gucke ich Twitch wirklich nur noch, mittlerweile nur noch beruflich, seit so einem halben Jahr. Auch geil, dass ich das mal sagen könnte. Ich sitze im Büro und dann mache ich mal Twitch auf und mache so 2 Monitore. Ich habe so einen schönen Ultra-Widescreen, dann mache ich so 3 Twitch-Streams an, wenn ich mir morgens einen Kaffee und Müsli hole und so. Und dann gucke ich mal so ein bisschen so, wer so in Deutschland was streamt. Ganz schöner Beruf. Und das mache ich nur noch. Und bis vor einem halben Jahr war es aber wirklich so sehr, sehr schlimm, sehr, sehr schlimm exzessiv. Und ja, und deshalb dann habe ich aufgehört. Aber ich habe nur League of Legends Streamer geguckt eigentlich. Und heutzutage konsumierst du da gar keinen, oder? Nee, echt so, ich guck was Deutsch, also ich probiere einen Haufen Leute, dann so haben wir, oder als wir gequatscht haben, kannte ich dich ja dann schon und so, dass ich dann dich gucke, dann gucke ich bei den kleinen Biber-Brüdern rein und bei der Lara Loft, beim Schlorox und sonst wie, und guck sowas dann halt so alle machen und treiben und guck dann auch, ne, wer Neues ist, wer dann mal, wer der eine den anderen verlinkt, guck dann auch, also klar, das Einzige, was ich halt machen muss, damit ich weiter mitbekomme, wer denn so in Deutschland was macht, ne, aber wie gesagt, so, dass ich halt, so League of Legends Streamer waren ja, dass ich eigentlich nur Dingens, internationale geguckt habe, also ich hatte jetzt keinen deutschen League of Legends Streamer, den ich geguckt habe, sondern dann war es eher so Hobby und jetzt ist es halt, wie gesagt, beruflich, das ist so cool. Und? Ganz schön traurig, ne? Vom privaten Hobby ins berufliche. Was hast du so die letzten 2 Wochen geguckt? Wir geben immer so eine Empfehlung raus. Wen hast du denn geguckt? Wo du sagst, ey, der könnte vielleicht noch was von den 10 Zuschauern, die hier zugucken, abbekommen. Ich glaube, ich habe keinen neuen entdeckt in letzter Zeit. Das ist ja egal. Egal, also kann ja auch einer sein, den du seit einem halben Jahr guckst oder so. Zum Beispiel, und der streamt auch gerade den Conny, kennst du den? Conny Winkler, der ist quasi auch, der kommt aus dem Sportmoderator, glaube ich, glaube so deutsche Basketball und Handball hat der moderiert und hat auch, der ist gerade auch live, Conny TV. Und der zockt halt auch viele Indies und ich quatsch ab und zu mal mit dem und so, dass ich dem Indie-Spiel von uns geben kann. Super netter Typ.
hat halt auch einen guten Spielegeschmack und so. Und der streamt schon was länger, aber ist halt immer noch so ein sehr kleiner Kanal. Also der streamt gerade für 16 Leute, macht es aber super sympathisch. Ich glaube, er macht manchmal Englisch, manchmal Deutsch, je nachdem, wie es dann halt so passt oder wie die Leute sind oder so. Und ja, stimmt, der wäre eine gute Empfehlung. Okay. Conny TV. Ja, genau, ist auch die URL. Conny TV zusammen. Ja. Ja, dann? Ah, guck, Path of Exile. Guter Mann. Hm. Perfekt. Rein da, followen. Follow, nein! Oh, der ist ja auch schon ziemlich alt. 37 ist der. Wow. Der sieht aus, aus wie 12. Der siehst du, Sportheld, jung. Ja. Also Markus bei dir jetzt nicht, aber er sieht auf jeden Fall aus wie 12. Ja. Ja, ist okay. Wow. Das ist Donation Goal für Lifting oder so. Was? Bitte. Ich weiß auch schon. Na dann hau rein. Weil das jetzt gerade sowieso gepasst hat. Ne? Ich habe ja vorhin schon ein Video von denen gepostet. No Clip. Die machen halt, die hatte ich auch schon mal vorgeschlagen hier auf YouTube. Die machen eben diese sehr, sehr aufwendigen Dokumentationen im Thema Games. Immer eben zwei Folgen, glaube ich, waren es. Oder vielleicht sogar, nee, drei sogar. Ich glaube, zu jedem Witcher haben sie eine Episode gemacht. Und dann nochmal zu GOG. Also jede Menge Videos. Wo sie wirklich sehr, sehr intensive Interviews führen und auch wirklich interessante Fragen stellen. Häufig hört man bei Interviews immer nur die gleichen Fragen. Die machen sich wirklich Gedanken und nehmen sich auch wirklich die Zeit, halt so ein Gespräch zu führen mit den Leuten. Noclip kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die machen demnächst auch wieder mehr. Ich glaube, da kommt bald eine neue Serie. Ich weiß jetzt gerade nicht zu. Ja, die bringen ja regelmäßig was raus. Die haben ja zum Beispiel hier zu Fallout, haben sie jetzt, also Fallout 76 haben die auch was gemacht. Genau. Die machen dann auch mal ein paar, manchmal machen sie ein paar Indies, dann nochmal größere Studios, so echt querbeet. Und was sie halt echt immer machen, ist mega Qualität und Recherche. Ja. Ne? Also es ist echt sehr, sehr viel Mühe fließt da rein. Ne? Ja. Und sind super fast, nette Leute. Fast im Prinzip wie eine BBC-Doku, wenn man sich das mal so anguckt. Ja. Möchtest du, Markus? Ja, kann ich machen. Guck im Moment tatsächlich wieder bei Divi rein. Anni hat lange Zeit jetzt nur Dead by Daylight gespielt. Das ist leider nicht ganz so meins, aber jetzt kommen endlich andere Spiele. Unter anderem Dragon Quest 11 spielt sie. Spider-Man ist sie, glaube ich, aktuell dabei. Und da gucke ich dann auch wieder ganz gerne halt rein. Ihr habt Anni ansonsten bekannt als Divi. Ja, ihr seht's. Wer sie nicht kennt, einfach vielleicht mal vorbeischauen. Und ein Follow da lassen, wenn's gefällt. Ich habe die Jungs von Bonjour. Warum? Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich das extrem krass finde, was die Jungs da machen. Ich glaube, ich hatte euch das schon mal empfohlen, aber dieses Wochenende war ja deren LAN in Husum. Ohne Internet. Ohne Internet. Ja. Und ich finde das so krass, was die auf die Beine stellen. Also fernab von diesem ganzen Marketing, Schnulli und Bulli, sondern einfach so, ey, wir sitzen da und wir zocken und wir streamen und ich selber konsumiere das selber auch. Selten, aber ich konsumiere das noch. Und ich hatte mal Jens und Niklas mal kennengelernt und das sind super nette Dudes. Also die sind wirklich super nett. Die sind sogar so nett, dass sie nächste Woche Sonntag hier sind. Spoiler! Scheiße, ey! Mann! Oh, Mist! Oh, das war wieder aus dem Affekt raus. Ihr habt nichts gehört, okay? Die würde ich euch sehr gerne, also die würde ich euch ans Herz legen. Falls ihr sie noch nicht kennen solltet, das Programm ist da auch sehr divers. Also es gibt von Dark Souls bis zu StarCraft bis zu Warcraft bis zu, da sitzt irgendeiner und kocht oder die sitzen Factorio. Alle in der Küche. Factorio. Da gibt's echt alles. Und dafür mag ich die Jungs. Dafür mag ich sie, dass sie da so die Einstellung pflegen, no shits given und einfach ihr Ding machen. Finde ich gut. Ja, dann. Ja, dann. Für dich, Christoph, unser Gast hat immer das Schlusswort. Für dich das jetzt, wir sagen jetzt alle drei Tschüss und dann hast du das letzte Wort und schließt sozusagen den Plankenstein. Vielen Dank fürs Zugucken heute. Es war sehr lange Zeit ein Monolog und dieser Monolog war für mich sehr interessant und auch sehr, sehr schön, denn
gerade bei solchen Sachen, wo man eher seltene Gäste hat aus der Branche, kann man sehr viel lernen und sich mal ein bisschen was anhören, wie das da läuft. Und das war für mich sehr interessant. Und danke, Christoph, dass du da die Hosen so weit runtergelassen hast. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Da waren ja doch schon ein paar Informationen dabei, die, ja, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die heute so ausgetragen werden. Und wir hatten auch sehr, sehr schöne Gespräche über JRPGs und auch andere Spiele. Das muss man ja extra so sagen. Das JRPG-Pack wurde geschürt, meine ich. Vielen Dank fürs Zugucken, ihr Leute da draußen. Ihr kennt ja die üblichen Adressen, Twitter, Discord. Da könnt ihr uns erreichen, falls ihr irgendwas braucht. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis nächste Woche Sonntag. Von mir auch. Danke, Christoph, dass du da warst. War auch für mich sehr interessant, mal einen Einblick zu bekommen in GOG und alles, was dazu gehört. Ansonsten, ja, hoffe ich, dass wir uns auf der nächsten Gamescom dann über den Weg laufen. Vielleicht ist die ja dann in Hannover, nicht in Köln. Da können wir auf neutralem Boden dann einen Kölsch trinken oder so. Ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen. Danke für alle, die mitgemacht haben. Und bis in einer Woche. Ja. Ich kann mich nur anschließen. Achso, du warst ja nicht fertig. Entschuldigung. Ja, nee, mach ruhig. War so eine Pause. Wollte nicht ins Wort fallen. Wurde ja jetzt schon gespoilert, also. Was denn? Ich weiß nicht, wovon du redest. Morgen kommt doch ein neuer Teaser bei Twitter, oder? Ja, richtig. Einer dieser wundervollen Teaser aus deiner Feder, die sehr witzig sind. Hm. Huh? Der wirklich super witzig ist. Markus, auch. Ja. Danke fürs Einschalten. Ansonsten wurde schon alles gesagt. Danke an Christoph, dass du da warst. War sehr interessant, war super unterhaltsam. Jetzt schließe ich mich Slabby an. Vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Gamescom oder irgendwo anders mal. Keine Ahnung. Und ja, überlasse dir das Schlusswort. Ja, an euch drei. Dankeschön für die Einladung. Danke, dass ihr mich so viel habt reden lassen. Und, danke für das gute Gespräch. Und wir sehen uns alle auf Gamescoms. Vielleicht auch sogar vorher, ansonsten auf der nächsten Gamescom unserer Wahl oder auf anderen tollen deutschen Gaming-Messen. Ansonsten, Mac ist ja auch da, sehen wir uns da. Genau, wir drei bekommen das hin. Und an die Leute, die zugucken, an den Chat, habe ich auch eine Bitte. Und zwar der Dizzy, ne, der Nils. Ihr kennt ihn jetzt nur hier so vor der Kamera. Wenn der immer sagt, JRPGs, ich mag das nicht, ich habe was gegen die. Nichts für mich, ich weiß das und so. So ist der nicht. Ich kenne ihn auch privat. Ich habe ihn schon privat getroffen. Einfach nur er und ich unter uns. So ist er nicht. Er liebt JRPGs. Er sagt, er traut sich nicht vor seinem Chat, das auch mal so zu sagen. Er hat dann noch so, er ist zurückhaltend. Und was er sich wünscht, hat er mir gesagt, was er sich wünscht, ist, dass sein Chat auf ihn zugeht. Auch mal ein bisschen ihn motiviert und ihm auch mal an die Hand nimmt und sagt, Dizzy, es ist okay, JRPGs zu lieben. Das wünsche ich mir von euch. Nächsten Stream motiviert ihn. Sprecht immer wieder an. Jedes Mal, wenn er ablehnt, sprecht weiter an. Das ist. Er braucht das jetzt. Er braucht euch jetzt. Er ist auf euch angewiesen. Enttäuscht ihn nicht. Enttäuscht. Lasst ihn nicht alleine in der Phase. Gebt nicht auf. Probiert es immer und immer und immer wieder. Ich würde es euch danken. Selber ganz emotional geworden. Schön. Ja. Tschüss. Konnichiwa.